Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Ersatzbank. Wir sind leider nur wieder zu dritt. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich Moni nicht gewunken? Da dachte ich mir, ach ja! Du hast schon wieder vergessen, dass man einen Startjoke machen wollte. Zoom-Joke. Es ist Wir freuen guter. uns, dass du wieder zurück bist. Ja, ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Aber ich vermisse die Jungs. Schön, dass du wieder gesund Er meint bist. den Zuschauer. Oh. Nein, ich habe schon Fully Nein. gemeint. Ich weiß nicht, warum du so gehässig bist, Maeve. Bin ich Ja, ist nicht. echt so. Maeve, du bist Mann. einfach nur destruktiv. Mach ich einmal Mann. Jokes, die Moggy machen würde, und schon bin ich der Maeve hat vorhin auch schon Gehässige. gesagt, dass sie mir mein Mikrofon wegnehmen will. Und dann die Niere. Ich habe gesagt, ich will mir das Mikrofon vom Moggy holen. Das hat man falsch verstanden Und dann meinte Moggy, womit soll ich denn dann aufnehmen? Ja, was soll ich dann machen, wenn er mein Mikrofon hat? Und dann kam er darauf, dass es irgendwie Nierencharakteristik Nein, hat, das Mikrofon. eure Mikrofone haben eine Nierencharakteristik, meinst nicht? Ja. Aber welche hat es? Kreis? Warum nicht, ja? Ja, gut, okay. Nee, das Okay, nehmen wir Kreis. ich glaube, das gibt's gar nicht. Ich glaube, Rollcharakteristik. es gibt nur Kugel noch. Ich habe es wieder vergessen. Wie gesagt, Ja. warum nicht? Wird schon Kreis sein. Wird schon Ja, stimmen. ja. Auf jeden Naja. Fall hole ich mir nicht sein Mikrofon, ich hole mir auch nicht seine Niere. Ja, aber guck, ist so skeptisch. Guck mal, da steht naiv an der Decke. Oh, du hast meine Lunge geklaut. Das ist eine komische Anmerkung zu sagen, ich hole mir auch nicht deine Niere. Ja, Ja, Ich er wird es kann ganz mir sicher jetzt nur nicht eine tun. Art von Leuten vorstellen, die anmerken würde, dass sie sich meine Niere nicht holen wird. Glaub mir, ich werde nicht deine Niere rausschneiden. Dir Versprochen. glaube ich das, sie würde gar Glaub nicht mir, passen. ja, Ich würde die wird zu nie. groß. Ich würde nie all den Inhalt aus deinem Regal klauen. Oh, mein Regal ist leer. Wie kommt's denn da? Ich will's neu einräumen. Es ist Okay. nicht leer. Da sind zwei Ach Sachen komm. drin. Das sind mehr Die als habe zwei ich Sachen. nicht. Warum guckt ihr mich so an? Da ist ein Nintendo GameCube von Nintendo und ein Der immer Furby. noch mit der Lüftung Von nicht irgendwie an Hass Nintendo. Zuschauer gedreht ist. Aus irgendeinem Wassersprung? Grund. Dann liegt noch Super Mario Land 2 da. Ein Atari Ausgerechnet. 2600. Ein Den sehe ich Schneidebrett. nicht. Da hinten ist dann noch die Hülle von dem Game Boy Printer und dem Game Boy Color. Machst du da drauf deine Videos? Auf dem Nein. Nicht Schneidebrett? mehr. Ja. Ich hab ein anderes dafür tatsächlich inzwischen gekauft. Oh. Ein Ein größeres. besseres. In 4K. Aber ich glaube, Jetzt steht er auf. vorher standen da, glaube ich, die Bionicle-Figuren, ne? Ja. Hauptsächlich. Das stand Und ein bisschen Zeug Pokémon-Karten. auf jeden Fall. Und Yu-Gi-Oh-Karten. Die Bionicle-Figuren sind da unten, sehe ich gerade. Vernünftiges Brett Oh. habe ich mir dafür Alter. gekauft. Yo. Ja, Das kann ein sich richtig sehen krasses lassen. Hast du doch aus meiner Modell. Küchenzeile geschnitzt. Ja, das ist wirklich einfach nur so eine Arbeitsfläche Ja, stimmt, ausgesehen. Arbeitsfläche. Du bist doch in so einen Baumarkt gegangen, hast einfach die Arbeitsplatte aus einer Küchenzeile rausgesägt. Gib's doch Das ist zu. tatsächlich ein Schneidebrett. Zum Sieht aus so. Schneiden. Zack, 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 Davon muss zack. ich mir echt noch eins holen. Wir haben nur solche richtig winzigen. Ich glaube, Ich das ist irgend brauche so ein nur ein Tim Plastikding. Melzer-Brett oder so eine Aber ich Scheiße. brauche generell einfach erstmal Messer. Muss erstmal richtig Messer aufstocken in der Küche. Es hat hier auch so komische Griffe an den Seiten, damit man, wenn man es richtig tragen will. Wofür sind beim Schneidebrett eigentlich Warum die Rillen da? Damit wollte ich die gerade fragen? Flüssigkeit nicht Die ausläuft über Flüssigkeit den nicht Rand? Ich gehe einfach davon aus, wegläuft. ja. Aber das stört mich, dass die Flüssigkeit da drin ist. Ich finde das voll nervig. Ja, Aber dann ja, bist es ist du. besser, als wenn sie einfach runterläuft, klar. Ich meine, hast du den Intellekt von einem Höhlenmenschen oder was? Dann machst du eine kleine Rille rein, damit das Wasser ablaufen kann aus der Rille. Aus Ja. der Grube. Wie? Also Ja. du machst eine Rille rein? Ja, du Du machst da sägst ein erst eine bisschen Rille ein rein? kleines Löchlein rein, damit das Zeug wieder rausfließen kann, wenn du nicht willst, dass es gestaut wird. In dein Ja. Scheidebrett. Ja, Wenn die morgen Biber können das Ja. auch. Wenn mal Du hast doch ein Paprika oder Messer in der Hand. Tomaten und Salat Wir haben geschnitten aber nicht vom hat. Loch geredet, sondern von dieser Rille da, Dann bohrt er einfach nochmal durch das dieser Brett durch. Regenrinne. Was für ein Loch? Da ist eine Regenrinne drum. Hast was von einem Loch Du hast gesagt. das Du hast erzählt. gesagt, dass da ein Loch ist, wo Da es sollst du ablaufen in die soll. Rille was reinmachen. Ja, aber das kann doch nicht ablaufen. Ich mag, wie Morgi mich für irgendwas an den Pranger stellen wollte. Und jetzt guckt ihn euch an. Er weiß gar nicht, was passiert ist. Das liegt nur daran, dass mein Vokabular nicht ausreicht, um zu erläutern, was ich sagen will. Ja, du bist wirklich, wirklich kein eloquenter Typ.
seine Loch. Neue Sprache lernen. Mach ein Loch rein. Nein, ein Loch an der Seite, ein Halbloch. Okay, ach so, du willst... Das ist ein Halbloch. Aber okay. Ich mich trotzdem beim Abwaschen, dass das da immer nass ist und dann aber muss ich das abtrocknen und ich weiß nicht. Dadurch entschieden hast, die Bionicle-Figuren in die Rente zu schicken und die Pokémon-Karten, die auch drin standen, die fully aufgefallen sind, wegzupacken. Was hast du vor, da reinzustellen? Ich weiß noch nicht. Ich denke hauptsächlich, Sache ist, Pokémon-Karte und Bionicle im Hintergrund zu haben, war eine ganz nette Sache. Ich will auch das da oben noch ersetzen, das ist nämlich auch sehr drunter und drüber. Vielleicht werde ich eine Pflanze mit reinstellen, damit ich mehr farblich Kontrast bekomme. So ein bisschen grün im Hintergrund macht sich immer ganz gut. Und generell ist halt die Sache, Außer du willst Keen. Ich habe das Gefühl... Beziehungsweise ich... Was soll ich denn grün, rausgehen, die Pflanze? Grün ist, ich habe mich vom Grün entledigt und jetzt holt er sich grün. Soll ich die Pflanze rausgehen oder was? Ja, ja. Oder bitte. Greenscreen machen, bei dem die Pflanze noch mit drauf zu sehen und ist. Und den Pilzhut. Einfach nur den Pilzhut da. Yes. Yes. Ich glaube, da können auch die Pigmentteile noch rausgekriegt werden. Finde die Kiestellen. Das ist mein Lieblingshobby. Kann ich den Furby mal sehen? Was? Kann ich den Furby mal sehen? Ich will wissen, ob der ein Muster hat oder ob der einfach nur grau ist. Ich meine, ich habe ein Video gemacht, schau ins Video rein. Ja gut, ich dachte, du könntest ihn kurz grabben. Er hat leider an seinen Kopfhörer nicht diese Kordel wie du. Ja, ich würde die Kopfhörer nicht die ganze Zeit rausnehmen. Tja. War das überhaupt drin in der letzten Bluetooth-Kopfhörer, habe ich recht. Wie ich am Anfang mich entfernt habe. Auf jeden Fall, genau, Dinge, die ich reinstellen will. Ich denke, ich will hauptsächlich ein paar Dinge platzieren, die mit den letzten paar Videos oder so, Videos, die ich letzte Zeit gemacht habe, zusammenpassen. Mhm. Wohingegen sehr viel Bionicle und sehr viel Pokémon-Karten ist nicht wirklich das, worum es in meinen Videos geht. Zu oft. Das stimmt. Oh. Nicht mehr. Und natürlich wurde es auch viel zu voll, zum Beispiel das da oben. Man sieht jetzt viel nicht, weil viel schwarz ist, aber an sich ist da auch sehr viel random Zeug. Und das ist aber eigentlich voll die gute Idee, so die Props von den letzten Videos sozusagen da immer rein. Immer mal auswechseln. Ich denke, wir schauen sich den Virtual Boy auf jeden Fall rein. Kannst du eine neue Sache reinstellen, das wäre krass. Ja, aber das ist ja auch ein bisschen nervig. Ja, aber immer eins auswechseln als einfach Teil des Prozesses, dann ist es vielleicht nicht so zeitaufwendig. Ja, kommt halt auch immer drauf an, wo man was Passendes dazu packen kann und wo nicht. Ich will mir genau da, das ist hier nur so ein Platzhalter, damit das dann nicht so leer ist. Ich will genau da auch eine Vitrine oder so ein Regal hinstellen und da auch Sachen reintun. Also hol keiner, die eine Tür hat, weil die lässt du immer offen. Ich fühle das. Nee, ich... Ein offenes Regal ist schon... Das ist doch ein Joke, dass du immer die Tür offen lässt. Ich finde es übrigens... Ich glaube, niemand hat sich über meine Wohnung, also meine Tür hier beschwert. Als ich nämlich hier irgendwie eingezogen bin, haben sich voll viele Leute immer darüber beschwert, dass ich die Tür offen habe. Aus irgendeinem Grund stört das Leute massiv. Nein, Leute haben sich darüber beschwert. Ha? Nein, Leute haben sich darüber beschwert. Echt? Ja. Okay. Es hat euch ja auch gestört, wenn ich meinen Schrank offen gelassen hatte im alten Zimmer. Und im Stream haben sich auch viele natürlich darüber abgefuckt. Aber wenn ich die Tür offen lasse manchmal, aus Versehen, das stört irgendwie keinen. Türen sind halt ein Durchgang, so, die dürfen mal auf sein. Für das Bewusstsein, I guess. Aber ich würde sogar eine mit Tür nehmen, Maeve, so eine Vitrine, weil dann stoppt das alles nicht so ein. Ja, gut. Ich wette, Morgi muss da gerade richtig viele Flusen fischen. Flusen fischen. Oh. Ist das sauber. Sehr eingestaubt. Ja, ja. Ich dachte, jetzt wird in die Kamera gezeigt. An der Stelle sieht es an der Hand nicht, aber ich denke, man hat es im Hintergrund schon gesehen. Achso, du wolltest zeigen, dass es viel Staub ist. Ja. Yeah. Ich dachte, du wolltest beweisen, dass es kein Staub ist. Nein, da ist sehr viel Staub. Und vor den Hüllen auf der anderen Seite ist wahrscheinlich auch Staub, denn, ne, auf der kleinen Kante noch, ne? dieser Schwiegermutter-Move. Aber to be fair. Der Hotelinspektor oder sowas. Genau. Der erste Staub ist, finde so. Ich. Staub ist, finde ich, das Schlimmste einfach in der Wohnung, so generell. So, ja, doch, ich meine, damals schon in einem Zimmer einfach nur immer Staub zu wischen, war schon schlimm. Aber hier auch in meiner Wohnung, es ist halt so, ich habe so viele Sachen. Und vor allem auch in meinem Regal oder so. Und es sammelt sich so viel Staub an. Und ich denke mir, ich will das nicht alles immer sauber machen. Ich habe so einen Großmutter-Staubwedel geholt. Das sieht zwar ziemlich peinlich aus, wenn ich damit rumgehe, aber es ist sehr effizient. Ich habe so Swiffer. Ich bin ja Hausstauballergiker.
Das heißt, ich hasse Staubwischen. Mittlerweile habe ich gemerkt, also da hat Corona mir ein bisschen geholfen, wenn ich die Maske auch beim Staubwischen trage. Sieht man auch manchmal in so Anime. In der japanischen Kultur ist es, glaube ich, relativ verbreitet, einfach so ein Tuch umzubinden, wenn man staubwischt oder wenn man sauber macht. Mach das tatsächlich kurz anmerken, du sagst in Anime, japanische Kultur, ist manchmal irgendwie in der japanischen Kultur. Hat schon gefallen, die Lippen zu schlecken. Er war bereit, loszulegen. Ja, er hat vielleicht was zu erzählen. Ja, und auf jeden Fall habe ich zusätzlich noch chronische Schuppenflechte. Das heißt, ich bin sozusagen eine Fabrik für das, wogegen ich allergisch bin. Das ist sehr unvorteilhaft. Aber da ich jetzt keinen Teppichboden mehr habe, was auch sehr schlecht für Hausstauballergiker ist, sehe ich immer jeden Staub und dann bin ich auch gezwungen, mal alle paar Tage zu saugen, weil früher habe ich das kaum gemacht. Also ich persönlich ich denke, dass Teppichboden für alle Leute in jeder Lebenslage die schlechtere Entscheidung ist. Ich habe Cola verschüttet. Warum habe ich nur einen Teppich gemacht, auf den ich nichts verschütten darf? Warum habe ich nur einen Boden geholt, auf den ich nichts verschütten darf? Der Boden ist gut, er darf nur nicht dreckig werden. Ich denke an den Duschvorleger von den Simpsons. Und nach ein paar Jahren ist er so oder so eklig. Ich habe ja einen PVC-Boden. Und ich habe immer so viel Schlechtes eigentlich von PVC-Böden geholt. Von wegen, oh, das ist so ein schlechter Boden, der ist so eklig, keine Ahnung, das ist blöd, das ist ungemütlich, der sieht scheiße aus. Aber also an sich, ich finde das Muster eigentlich voll in Ordnung und so. Der ist super pflegeleicht. Das eine Ding ist nur, wenn ich mit dem Staubsauger drüber saugen möchte, dann ziehe ich halt diesen ganzen. Genau, dann deswegen fege ich immer und ich sauge halt immer meine Teppiche, also da hinten und hier vorne, die sauge ich immer sauber, aber sonst fege ich halt. Und weil Fegen mal eben so 2 Sekunden nur dauert, mache ich das eigentlich voll oft, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Aber man schafft es auch irgendwie nach einem Tag einfach vor allem unterm Schreibtisch so irgendwie den größten Dreckstall irgendwie zu verursachen. Das ist obwohl so, man nicht mal irgendwie mit Schuhen da war oder so. Ne? Ja genau, wie schaffe ich das, so viel Dreck da zu machen? Ich habe schon wieder viel zu viel. Also man sieht das halt auch direkt. Weil ja, dieser Kopfhörer liege noch unterm Schreibtisch, weil ich mein PC zur Seite geräumt habe, weil ich mir eine neue Festplatte geholt habe. Wahrscheinlich, weil man da immer auch entweder Morgi hat eine neue Festplatte. Trägst du Sockenfulli? Manchmal, ja. Wahrscheinlich, wenn man da immer so mit den Füßen auch rumruschelt und mit dem Stuhl hin und her fährt, dann fusselt man das einfach alles voll. Ach, Fuli hat Socken mit Stopper. Damit er da nicht hinfällt. Oh, die wollte ich als Kind immer haben, weil ich das dann voll cool fand, wenn du dann rutscht, aber dann stoppst. Was? Nein, das war das Blöde daran. Ja. Ich fand sie cool, weil sie aussehen konnten wie so, als hätte man so Tiertatzen. Ja. Yeah. Aber eigentlich war die schrecklich. Was soll das? Hattest du die stoppen gar nicht so gut. Naja, ich stopp schon. Hattest du welche? Ich hatte welche als Kind, ja. Okay. Ich dachte, du redest hier schlecht darüber, weil du keine hattest. Also ja, wir waren sowieso schrecklich. Das ist, ich meine, man will sie ja nicht wirklich haben. Ich wollte sie haben. Und dann fand ich sie aber dann doch doof. Ich irgendwie wollte sie haben und ich hab sie bekommen. Ich hab sie bekommen, okay? Und ich hab sie auch gekriegt. Sind die eigentlich aufgenäht oder aufgeklebt nur? Also das heißt, wenn du irgendwie so stoppst, glaub, drauf kann geklebt. Es sein, dass die einfach dann auf dem Boden so natürlich draufgeklebt, Maeve. Ja. Das heißt, die gehen ja voll schnell kaputt dann. Die gehen auch schnell kaputt, ja. Alles schon auch angenäht teilweise, oder nicht? Keine Ahnung, wie die befestigt sind. Fully hat dein Staubsauger so einen Bürstenaufsatz, weil das hilft halt gegen das Festsaugen. Staubsauger werden nicht ohne diese verkauft. Ja, ich wollte jetzt unterschwellig darauf hinweisen, dass er den mal aktivieren könnte. Nee, es passiert auf jeden Fall auch, dass es sich manchmal festsaugt. Ich glaube aber, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ist. Es sieht halt aus wie Parkett, aber es ist ja wahrscheinlich kein echtes. Zwischen Parkett und Laminat. Ja, Laminat. Ich weiß immer nicht, was ist. Laminat ist halt der billige Holzboden. Oh. Ja, dann habe ich Laminat. Dann habe ich mir vorstellen. Ja, und du kannst auch, wenn das nicht hilft, beim Staubsauger halt die Saugkraft regulieren mit diesem komischen Teil oben. Das habe ich früher auch selten benutzt, weil auf Teppich brauchst du es nicht. Aber da kann man so ein Loch reinmachen, sozusagen in den. Wisst ihr, was ich meine? In den. Ja, ich weiß, was du meinst. Griff. Eine Rille? Ja, ist auch nicht so wild. Nee, das ist so eine, da ist so eine Klappe drin. Ich kann kurz einen Staubsauger holen. Ein Freund von mir muss so immer wegen dem scheiß Schneidebrett. Ein Freund von mir muss immer beim Staubsauger diesen Regler auf ganz minimal stellen, dann einschalten und dann konnte er es hochdrehen, weil sonst die Sicherung rausgeflogen wäre. Oh. Was? Wie findet man das raus? Nein, indem man das anscheinend mal runtergestellt hat und dann versucht hat.
ob es klappt, ohne dass die Sicherung rausfliegt. Man macht den Staubsauger und die Sicherung fliegt raus. Ich würde nicht versuchen, irgendwas am Staubsauger zu drehen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du ein Gerät hast, das dafür sorgt, dass die Sicherung rausfliegt bei normalem Betrieb, dann ist dieser normale Betrieb kein normaler Betrieb und du solltest aufhören damit. Nein. Wenn ich mein Netzteil einschalte am PC, dann fliegt bei mir auch die Sicherung raus. Das heißt, jedes Mal, wenn ich da irgendeine Situation hatte, wo ich mal das Netzteil an- und ausschalten musste, wusste ich immer schon im Vorfeld Bescheid, ja okay, ich mach das jetzt an, jetzt gehe ich die Sicherung wieder reindrehen und jetzt kann ich den PC auch starten. Also wenn du diesen Kippschalter umlegst, dann fliegt die raus oder was? Ja, genau. Aber wenn du den PC anmachst, dann nicht? Nein, und nur das Netzteil. Das wäre krass, wenn jedes Mal, wenn du den PC anmachst, die Sicherung rausfliegt, dann musst du den PC ankriegen. Oh, mein Vermieter war da, der sich gedrückt hat die ganze Zeit. Er hat unser Licht repariert. Was für ein Fenster? Das Fenster ist festgeschraubt, das hatte ich, glaube ich, schon erzählt. Das ist in Ordnung für mich. Okay. Ich will gar nicht, dass es ausgetauscht wird, dann habe ich erstmal eine Baustelle in der Wohnung. Ja, aber die haben es auch, das Festgeschraubte haben sie auch erledigt. Ja, das regnet nicht mehr rein, ich muss nicht mehr so ein Holzbrett drunter klemmen, wie die Vormieter anscheinend anderthalb Jahre gemacht haben. Ich denke mir so, Alter, ich hätte selber festgespackst an dem Punkt. Gut, vielleicht darf man das nicht, aber die Verwaltung hat uns auf jeden Fall... Ja, du darfst nicht einfach random in den Fenstern herumbohren. Ja, aber die Verwaltung hat uns hier unten vorbeigeschickt, der das macht. Also wäre es anscheinend die ganze Zeit über eine Möglichkeit gewesen und die hatten dann so ein Brett in ihrem Wohnzimmer die ganze Zeit. Aber hat sie wohl nicht gestört. Ich identifiziere mich sehr mit dem Brett, ehrlich gesagt. Wenn ich mich jemals darum gekümmert hätte, hätte ich mir gesagt, ja, ich ziehe in 2 Jahren aus. Das hat die Wohnung so, ich dachte, du bist das Brett in der Situation. Das Brett hat die Wohnung erst richtig gemütlich gemacht, oder? Ich dachte, er weiß einfach nur, ein Brett zu schätzen. Ja, so ein Brett. So ein Brett. Richtig ist aber ganz gut, wenn es eine Rille so ein hat, wo das Wasser dann nicht einfach so auf den Boden kommt, sondern wo es dann erstmal ein bisschen gesammelt wird. Ein gutes Stück Holz. Ich wollte das dir zuliebe auch nochmal bringen. Und er hat an den Sicherungen... Freust dich darüber, dass es dir zuliebe nochmal gebracht hat. Das war nicht mal mein Spruch. Das ist nicht mal mein Spruch. Das war das Jay. Ja, aber du kannst ihn appreciaten. Der Vermieter... Nur dir zuliebe, Maeve. Okay. Mann, ich meine... okay, dann habe ich es getan, um Maeve eine Freude zu machen. Ich weiß es nicht. Mein Vermieter hat an den Sicherungen rumgespielt. Und ich bin hier am PC und plötzlich ist alles und er so, und ich so, oh, jetzt ist hier hinten alles ausgegangen. Und er so, oh, dann ist das hier falsch beschriftet. Er wollte eigentlich das Wohnzimmer ausmachen. Ja, da wissen wir das jetzt auch. Das ist richtig seltsam, man geht die so in der Reihe durch und es ist überhaupt keine richtige Reihenfolge. Erst geht die Küche aus, dann hier hinten ein Zimmer, dann wieder das Wohnzimmer, dann hier hinten mein Zimmer. Meine Wohnung hat ja nur ein Zimmer. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass ich überhaupt 4 Sicherungen dafür habe? Ja, ich habe auch für ein Zimmer. Es ist so bescheuert. Ich habe halt nur für diese Wand eine, für die Küche allein eine. Ich vermute dann für die Wand eine und fürs Bad eine. Ich glaube, ich habe 10. Was glaubst du, wie viele Sicherungen sind das? 10. 10. Nein, ich weiß es in dem Sicherungskasten. Ich habe da super viele. Ja. Sind auch beschriftet. Aber man hat, glaube ich, pro Raum auch Steckdosen, Licht, alleine schon 2 Sicherungen pro Raum. Vielleicht hat jede Steckdose noch einen eigenen Anschluss. Ja, doch, kann sein. Ich weiß nicht, ich habe hier 2 Steckdosen. Nee. 1, 2 und dann da hinten müsste noch 3 sein. Also ich glaube, die kann man einzeln schalten, aber ich glaube, die kann man auch zusammen an einer Sicherung ranhängen. Also ja, ich glaube nicht, dass man pro Steckdose einen Sicherungsschalter hat. Gibt's? Mein Vermieter meinte sogar noch zu mir, sind sie gerade am PC und ich so, ja, jetzt nicht mehr. So, Entschuldigung. Ich will Unreal Tournament spielen. Sind sie gerade an irgendeinem PC dran? Ja, nee. Einfach komplette Arbeit verloren. Ja, da zum Glück war da... Nee, das war sogar wirklich scheiße. Ich war da gerade dabei, ein Video hochzuladen und dann musste ich das komplett nochmal neu hochladen, weil als ich den PC wieder angemacht habe, dachte ich, YouTube macht jetzt weiter und lädt es einfach weiter hoch, aber es ist dann für 2 Stunden hängen geblieben. Wenn du nochmal auf Upload klickst, dann wird der Upload fortgesetzt. Ja, und es ist 2 Stunden bei 46% gehangen. Oh. Hat er irgendwie nicht gemacht, hat er nicht nochmal verstanden, dass es dieselbe Datei ist. Das heißt, du hast deinem Vermieter in Rechnung gestellt, wie viel Geld du deswegen verloren hast. Ja, schon so. Also ganze 10 Euro. Das wäre schön, wenn ein Video-Upload in irgendeiner Form mit 10 Euro Stell dir vor. In Verbindung wäre. Da
Videos sollten mehr als 10 Euro einbringen. Ach so, ja, nein, aber der Upload. Ja, aber nicht, wenn sie drei Stunden später noch kommen. Uploadet. Ja, ist. Ist ja nicht so, dass man es gar nicht hochgeladen hat. Überhaupt so. Noch kam. Oh, der Upload ist ein Arbeitstag, der nicht stattgefunden hat, deswegen. Es kommt drauf an, es gibt Videos, die nicht mehr als 10 machen. Aber klar gibt es welche, die viel mehr machen. Welche das welche, die keine 10 einbringen? Wenn die so 3000 Aufrufe haben? 5000? Ich wusste nicht, dass wir, dass das hier der geringverdiener Podcast wurde. Das wusstest du nicht? Ich dachte, das war der Grund, warum wir den gestartet haben. Ich bin doch anwesend. Wir alle. Wir alle. Nee, du bist reich. Zähl mir nichts. Du gehst dauernd in Urlaub, hast jetzt eine fancy neue Wohnung. Der eigentlich, hat sogar ein Licht da hinten. Eigentlich ist Johnny Millionär. Der hat sogar ein Licht da hinten. Der drückt auf den Knopf und das Licht geht an. Und während ich jede Woche neue Kerzen kaufen muss. Guck mal, wie groß deine Lampe ist. Ja, das ist richtig. Ja? Flutlicht. Ich habe sogar eine Lampe für meine Lampe. Ja, kannst mir nichts von Geringverdiener erzählen. Du hast Schuhe an. Aber weißt du, was noch sick wäre, ne? Johnny? Du bist reich. Kabelkanäle. Das wäre wirklich wichtig. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also. Einfach weiße Kabelkanäle. Ja, aber das ist doch auch hässlich, oder? Sieht man die wirklich so viel weniger? Nee. Also, ja, weiß auf weiß ist besser als das, aber. Die werfen halt weniger Schatten als auch, ne? Schwarz auf weiß. Das ist ja aber weiß. Siehst du das? Also, das ist ein bisschen gezwirbelt. Aber da ist eigentlich. Ja, so, das ist der Schatten. Den du so weißt. Ja. Nur die sind nicht, die kleben nicht richtig. Beziehungsweise ich will die auch nicht rankleben, so. Ich will sie da hinhängen. So. Sieht nur schwarz einfach aus. Theoretisch, ja, theoretisch ist das weiß. Ich dachte, es gibt längst LEDs, die einfach nicht verkabelt werden müssen. Also gibt es wahrscheinlich auch mit Batterie oder so. Muss ja, aber. Klar gibt es mit Batterie, aber du willst ja nicht jeden Tag die Batterie wechseln, oder? Nee. Wobei, wenn ich es wirklich so mache, dass ich einfach nur das Bild kurz abhängen muss und die reinklicken kann. Jeden Tag? Aber Batterien sind auch gar nicht mal so billig oder gut für die Umwelt, glaube ich. Na gut, gibt Akkus oder so. Glaubst du, es gibt wieder aufladbare Batterien oder sowas? Nee. Meine LEDs mit Akku wären, glaube ich, noch nerviger. Muss ich ja immer irgendwie laden und dann auswechseln, wie so Akkus. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da schön wäre. Ich meine, das sozusagen ist klingt erstmal sinnvoll an sich, aber gleichzeitig muss man bedenken, ja, dein Handy regelmäßig zu laden bekommst du auch hin. Aber im Licht wäre es dann zu viel verlangt. Ja, ich finde es einfach nervig. Ja, es ist nervig. Schaut euch diesen verwöhnten Jungen an. Schon allein deswegen, weil du keine LEDs gerade da hast, die dafür ausgelegt werden. Ladet ihr euer Handy an? Das ist schon die erste Hürde. Ja. Wo laden wir es auf? Am Bett? Ja, aber eigentlich will ich es nicht so die ganze Nacht überladen. Das ist ja auch nicht gut für den Akku. Ich versuch's. Ich will mein Handy nicht länger laden als nötig. Ja, und wie war das? Man soll den Akku, glaube ich, nicht ganz voll laden oder überladen. Ich glaube, du sollst ihn dann sich komplett leer werden lassen, aber das schaffe ich nicht. Ich glaube, man soll ihn nicht leer werden lassen. Ich glaube, er soll nicht leer werden und auch nicht über 80 geladen werden. Oder? Ja, genau. Es hat so eine Zwischen... State, wo die am längsten fühl ich mich, halten. Da fühle ich mich zu unwohl, wenn ich ihn vom Ladegerät nehme und dann steht da keine 100, willst du mich verarschen? Was soll denn das? Wofür zeige ich den Strom überhaupt? Ja, da bin ich wirklich ein bisschen verwöhnt. Abgesehen davon, das lädt so schnell über das Teil, was ich da habe zum Laden, dass ich nicht mal weiß, wie ich die 80 überhaupt abpassen sollte. Ja, ich habe auch so ein Schnellladeding. Das ist halt nach 15 Minuten bei 100 oder so. Ich war so beeindruckt, alle Smartphones davor haben so paar Stunden gebraucht und das ist so wirklich, ich check das kurz an, weil ich gleich los muss und dann hat es nochmal so 20% mehr. Ja, das geht ultra schnell. Ich habe hier am Tisch habe ich noch so eine kabellose Ladedings. Wie nennt sich denn sowas? Wo man sein Handy nur kontaktloses Aufladen. Wo man sein Handy nur rauflegt und dann wird es aufgeladen. Ja, das finde ich seltsame Magie, das verstehe ich nicht. Und das braucht halt viel, viel länger, aber ist auch ziemlich nett, wenn man am Schreibtisch ist, legt man sein Handy einfach rauf und dann ist es irgendwie 20% mehr voll. Soll hier der Reiche. Mann, die kostet 10 Euro. Ich will ehrlich sein, das klingt jetzt nicht so nützlich für mich. Hast du einen Induktionsherd, Fully? Nee. Na, schade. Ich habe eine scheiß Pantry-Küche, Mann. Ich meine, ich habe auch keinen. Induktionsherd. Ich kenne einen. Induktion ist super.
Hör also Induktion ist, glaube ich, Induktion ist richtig ein Plattenpulli. Was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt? Ich habe keinen. Induktion hat Vor- und Nachteile. Ja? Denn eine Herdplatte, die ich habe, ist Induktion. Es hat zum Beispiel als Nachteil, dass du gewisse Dinge, ich habe das Gefühl, wenn gewisse Dinge keinen Feuchtigkeitsgehalt haben, kann man sie nicht wirklich anbraten oder wirklich erhitzen mit Induktion. Zum Beispiel, wenn du keine Ahnung, sagen, wenn du würdest Toast oder so eine Pfanne anrüsten wollen. Üblicherweise klappt das nicht, da passiert eigentlich so gut wie gar nichts. Also das liegt aber nicht an Induktion. Induktion macht die Pfanne einfach nur heiß. So, was, also was soll da der Unterschied sein? Aber wenn du Toast Also bei dem, was ich habe, es ist, wenn nichts drin ist, dann wird auch nicht weiter erwärmt oder so. Deswegen also Toast in der Pfanne würde ich aber eh mit Butter ein bisschen machen. Ja, wollte gerade sagen, man macht doch Butter dann rein, wenn man Toast in der Pfanne macht. Ja, auf jeden Fall, aber als ich das mal für ein, zwei Videos so gemacht habe, ist das Toast nie richtig irgendwie durchgeworden. Meine Eltern hatten halt die letzten 8 Jahre oder so Induktion, als wir eine neue Küche geholt haben. Und ich habe damit sozusagen sehr viel Erfahrung, also sehr viel gelernt. Und jetzt komme ich erstmal nicht ganz so gut mit Ceran zurecht. Ich vermisse Induktion. Ich finde, da hat alles funktioniert. Ist das so ein großer Unterschied? Es geht so schnell. Es ist so schnell. Induktion ist einfach... Du setzt kaltes Wasser auf und nach 2 Minuten kocht es. Aber ich habe mal gehört, dass die voll schwer sind, die Töpfe dafür und so. Aber Nein, heutzutage ist eigentlich jeder Topf und jede Pfanne für Induktion auch. Und er ist nicht wirklich schwerer. Es kommt halt drauf an, was für ein Metall drin ist. Und aber generell solltest du sowieso Küchengeräte haben, die ein bisschen schwerer sind, denn du willst einen festeren Boden haben, ansonsten wird sich das irgendwann verformen und dann wird nichts mehr richtig durch und das ist fürchterlich und das passiert bei jeder fucking Billigpfanne und jedem Billigtopf. Das Gewicht ist doch nicht schlimm, also was stört denn daran, wenn die Pfanne ein bisschen schwer ist? Nee, ich denke, es ist sehr gut, wenn eine Pfanne schwer ist, da denkt man sich, Yeah! Ja, damit könnte ich in Super Smash Bros. Melee gewinnen. Wenn die mir runterfällt, bin ich beim Nachbarn. Die guten Fliesen. Die sind dann weg. Fliesen und Teppich, es ist alles wirklich, also da, sowas ist der einzig wahre Boden, da passiert nicht viel. Ja, nicht klar. Alter, dieser arme sehr wichtig in dieser arme Ventilatorturm, irgendwann haust du ihn um. Ey, der Ventilatorturm sieht für mich weiter weg aus. Du hast ihn heute schon 3-mal geschlagen oder so. Es gibt, gibt es Leute, die Laminat in der Küche haben oder so? Nicht ja, wir hatten Laminat. Ich mein, bestimmt, aber sollte nicht die Norm sein, weil Laminat sollte nicht. Ich glaube nicht. Der kommt nicht gut mit Feuchtigkeit klar, der wälzt sich dann ein bisschen auf. Ich habe PVC in der Küche mal gesehen, dass das gibt. Aber PVC ist PVC habe ich auch in der Küche. Ah ja. Wir hatten das mal, also wir hatten generell eigentlich Fliesen in der Küche und auch über dem Flur. Das war so verbunden, also so ein Flur und dann direkt Küche mit Fliesen. Das Ding ist nur, wir waren, unsere Wohnung war über einer Tiefgarage. Und das heißt, die Fliesen wurden scheißkalt immer. Und dann haben sich meine Eltern irgendwann dazu entschieden, wir könnten so einen Laminatboden machen, der so ein bisschen wie Fliesen auch aussieht darüber. Dann ist der Boden nicht mehr ganz so kalt. Und, Laminat, der wie Fliesen aussieht? Du meinst PVC? Ja. Nein, Laminat. Laminat, der mit Fliesen aussieht. Aber das Laminat nicht so Holz? Heißt es nicht das Laminat? Das Laminat? Na egal. Ist der Boden. Auf jeden Fall. Der Boden, ja. Auf jeden Fall, dann hatten wir dort Laminat und das hat eigentlich gut funktioniert. Und es sah halt eigentlich immer aus wie Fliesen. Nur war es halt Holz. Mhm. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Müsst ihr euch vorstellen, Fliesen aus Holz. Ich stelle es mir vor, zumindest die Illusion davon. Quasi. Einfach Sims. Irgendeinen Boden einfach kaufen, der dann eigentlich die Eigenschaften von einem anderen nutzt, aber dann ist da irgendwas drauf gemalt. Mhm. Oder Mario 64, die als technisch Rom-Hacking und der generell PC-Ports und sowas noch absolut nirgendwo waren und dann Mario 64 HD Texture Pack, was einfach diese fotorealistischen Texturen sind. Endlich war das Spiel schön. Es sieht so cursed aus. Ich würde so gern so eine ROM irgendwo finden. Die sind gar nicht mal so leicht zu finden. Irgendwie. Oh, das krasse Mario 64 so leicht ist endlich. Weil die super outdated sind, Fully. Oh. Es gibt so viel besseres inzwischen. Die waren so beliebt auf jeden Fall und ich fand die so hässlich. Du kannst dich nicht beschweren, du hast dasselbe bei Minecraft gemacht. Du hattest so ein Minecraft-Texture-Pack. Mein Minecraft-Texture-Pack war nicht so übel, okay? Aber es war schon ziemlich übel. Ich meinte Fully.
war Fullies. Ich fand, dass ich finde immer noch, dass das nicht schlecht aussah. Ich bin immer noch nicht dabei, zu verstehen, was ihr damit meint, was das Problem dabei ist. Das ist das Problem daran. Für mich sieht es aus wie diese Mafia 60 HD-Texturen damals. Johnny und ich sind halt diese Comic-Looks bei Minecraft halt auch wahrscheinlich so ultra krass gewöhnt über Jahre. Und dann, ich mag's einfach gerne. Und dann sehen wir dieses Mittelalter-Setting von deinem Texture-Pack und sinken uns halt so. Von der Crafting-Tab, er hat auch so viele unnötige, schmacklose Details und sowas. Es sah aus wie so ein altes Oblivion oder, nee, hier ist Skyrim, wie heißen die? So ein Elder Scrolls. Oh, Fully hat auch Morrowind gespielt. Für 10 Minuten. Er kam nicht klar, hat Morrowind so schlecht reden. Ich hab nur gesagt, er meint so aus. Johnny meinte ja sowas wie Daggerfall. Ja, das bestimmt. Nee, Morrowind passt schon. Aber kann Fully nachher in der Gamer-Woche erzählen, auf jeden Fall. Seine Erfahrung. Das ist nicht so spannend. Fully, was sind deine Texture-Packer-Folgen in Minecraft? Erzähl doch mal. Nein, ich meinte Morrowind. Nein, er meint Morrowind. Ja doch, Daggerfall trifft's. Ja, sag ich doch. Morrowind sieht anders aus. Morrowind hat einen sehr eigenen und sehr starken, fantasievollen Artstyle. Daggerfall ist kostenlos. Arena auch? Oh, übrigens, ich finde, das passt auch zu solchen Spielen. Ich finde, dass da, ist halt der Zeit geschuldet, aber ist jetzt nicht so krass hässlich. Ich finde nur einfach, für Minecraft ist das nix. Puh, die schüttelt einfach nur den Kopf. Ich fand das John Smith Texture Pack nicht bad. Es war auch, aber so viele Leute, die das gesehen haben, meinten so, oh, ist so hässlich, so hässlich. Und so, ich dachte ziemlich so, jeder hat gesagt, das ist echt so hässlich. Ich bin so verwirrt, weil das war so ein beliebtes Texture Pack. Es war beliebt. Vor einigen Jahren. Es war so populär, das hatte einfach jeder auch. Und ich war so, hat das jeder vergessen, dass das mal ein Ding war? Das hatte nicht jeder. Und weißt du, wie beliebt diese Mafia 60 und Ocarina of Time Texture Packs sind? Es gibt Leute, die haben einfach keinen Geschmack. Die denken, oh, das sieht hübscher aus jetzt dadurch. Die Mario 64 Texture Pack kenne ich nicht so gut, aber bei Ocarina of Time, ja, boah, die sehen so scheiße aus. Es gibt viele Leute, die keinen Geschmack haben und dann maßen sie sich an, über Design zu urteilen. Hey, ich habe irgendein komisches, fürchterliches Anime-Profilbild, aber Mann, diese neuen Pokémon, so schlecht designt. Ja, so hässlich. Oh, das ist immer so ein Ding, die Pokémon-Designs, wie die niedergemacht werden oder wie es heißt, oh, die aktuellen Pokémon-Designs sind alle so unkreativ und schlecht und... Es ist übrigens vollkommen okay, wenn ihr diese HD-Texturen mögt. Ich respektiere diese Meinung nur nicht. Nein, heutzutage gibt es auch okay, zum Beispiel, was du auch gespielt hast, Johnny, war mit dem PC-Port, wo man dann diesen... Mario hat wie aus dem, wie auf dem Cover aussieht und sowas. Heutzutage hast du coole Möglichkeiten, um Mario 64 oder Ocarina of Time besser aussehen zu lassen. Ich meinte auch nicht, HD ist... Es gibt auch geschmackvolle Texture Packs. Sind die Unreal Engine. Die Unreal Engine Remakes. Wie... Ja gut, Unreal Engine Remakes. Nintendo! Ich heuert ihn an! Der ist so talentiert! Die so aussehen! Der kann eine Nintendo-Figur in Grasland stellen! Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnen soll mit dem gewissen Zelda Unreal Engine Ding, weil ich weiß nur, Gaetano wurde dafür, glaube ich, gestrikt, weil er das kritisiert hat, aber es sieht so schrecklich aus. Gestrikt? Ich hatte ein Video darüber gemacht. Ich weiß nicht, ob er gestrikt oder geclaimed wurde. Vielleicht wurde er geclaimed und ich gestrikt. Wahrscheinlich ja geclaimed, keine Ahnung, aber ich würde auch wohl hoffen, dass dass man über sowas reden darf. Ja, meine Frage vielleicht. Der Steller Der Steller ist ein mächtiger Mann. Der geht in alle möglichen Videos, die da seine Arbeit kritisieren, rein und claimt dieses. Ich finde das ja auch nicht mal schlecht. Ich will seine Arbeit, ich kritisiere seine Arbeit. Ich denke, das ist okay, wenn Leute das machen. Ich finde sie fürchterlich aus. Nein, ich denke, Leute fassen es doch falsch auf. Ich habe das Gefühl, wenn Leute das machen, klar, lass Leute doch Tech-Demos oder sowas machen. Ja, Tech-Demos, ja. Aber ich finde, es gibt einen Unterschied. Ich gucke voll gerne so eine Unreal-Remakes. Die gucke ich mir halt gerne an. Ich fände es noch anstrengend, wenn... Es ist auch natürlich oft so ein Stilbruch zum eigentlichen Spiel, wo man sagt, ich möchte davon kein richtiges Spiel haben, aber dieser Clip, wo jetzt 5 Minuten der durch das Schloss läuft oder so, sieht schon cool aus. Ja, vor allem ist es auch beeindruckend manchmal, wie, dass man es hinkriegt. So. Ja, genau, das ist auch gar nicht das, was mich stört. Eine Person, die das macht. Das gibt es ja auch immer, da gibt es ja auch immer coole Sachen. Das, was zum Beispiel in dem Fall das Ding ist, wenn Leute Assets klauen, die nicht crediten zum Beispiel oder sonstiges, und einfach Geld auf Patreon dafür verlangen. Da gab es auch ein Ding mit einem Sonic-Fangame, wo die quasi Meinst du so das Frontiers?
Lass Sega. Nee, nicht Frontiers, nicht Frontiers. Ich habe vergessen, wie das hieß. Aber da haben die. Nee, aber da haben die. Also es gab ein Fangame und da haben die quasi über Patreon das Spiel verkauft. Und dann ist es halt so ein bisschen bescheuert, so like. Das ist ja, der Grund, warum Nintendo auch Sachen runternimmt oder so. Ich meine, das sowieso immer die ganze Diskussion mit Assets und sowas, weil ich meine, das ist so eine alte, das ist auch schon so eine alte Diskussion an dem Punkt, dass viele Leute es ein bisschen zu viel verwenden. Das war ja übel cool bei dem Mario 64 für PC Port, wo sie die Originaltexturen ja gefunden haben von Mario 64. Oder da gab es ja diese Jagd nach den Originaltexturen, ja, das war so cool. Und haben dann so Ausschnitte aus irgendwelchen Katalogen oder so Sachen gefunden, wo man eindeutig sieht, oh, das ist die Textur auf den Blöcken in Hazy Maze Cave und so. Und die haben sie genommen und da reingepackt als HD-Version. Und das finde ich cool, weil man sieht einfach eindeutig, das ist wie im Original, nur höher aufgelöst. Sowas ist auch. Oder sie haben es hochgerechnet, zum Beispiel bei Paper Mario 2 ist das ja auch mega gut geworden. Sowas ist halt ganz das cool. Das HD-Texture-Pack, also es ging mir nie um das HD in dem Namen, sondern um diese Texture-Packs, wo der Gedanke dahinter war, oh mein Gott, je mehr das wie etwas abfotografiertes aussieht, desto besser. Und das sehe ich halt nicht. Was ist auch immer ganz cool. Ich finde nur, es hat einen seltsamen Beigeschmack, wenn du offensichtlich ein Amateurprojekt machst. So, was halt for fun ist okay, aber dann fängst du an, das Ganze zu monetarisieren. Dann ist das immer so. Ich sehe den Punkt dann an sich, ich das aber immer in einem anderen Auge. Aber wir sollten bedenken, was wir machen, ist Videospiele spielen und monetarisieren. Ja. Ja. Ich weiß, es ist was anderes, aber gleichzeitig, ich will nur, ne? Ich habe nur das Gefühl, auch Leute, die zum Beispiel, was auch so als Reactions super groß wurden und sowas, gab es auch sehr viele Experten, die gesagt haben, also nein, das ist ja wohl nur, ich meine, war ich da einer von vielleicht, aber ja, ist halt so, nein, also das ist ja wohl kein richtiger Content. Ich dagegen, ich spiele Videospiele. Ich reagiere nicht nur, sondern ich spiele auch mit meinen Händen. Das ist so viel besser. Die Reaction-Diskussion fand ich sowieso immer komisch, weil ich fand, es war immer ein Unterschied, wie viel Eigeninput du in die Reaction mit reinbringst. Weil dann kann es halt immer ein sehr eigenes Ding sein. Ich meine, das ist jetzt nicht das Original war. Wenn man unfassbar viele Views kriegt, weil man eine Animation schaut, die richtig hübsch ist und dann sagt man da so ein paar Sätze zu, das ist irgendwie nochmal was anderes, als wenn man zum Beispiel irgendein Video über eine aktuelle einen aktuellen Beef oder irgendwas, was irgendeine Situation schaut und dann dazu sich äußert die ganze Zeit. Das ist halt ein riesiger Unterschied. Ja, genau das meine ich, ja. Ich glaube, Rob Bubble hat ein ziemlich cooles Video mal darüber gemacht, dass, wo er so zusammenfasst, dass es nicht ein wirkliches Problem für den Creator ist, aber dass es trotzdem Schattenseiten hat und dass YouTube sie vor allem so easy fixen könnte, indem man sagt, yo, man verlinkt einfach das Originalvideo irgendwo da beim Upload in diesem Fenster, genauso wie man jetzt auch angeben muss, dass man ein paar Schimpfwörter nutzt, aber noch im Rahmen und dann muss man diese Bewertung schicken, könnte man, finde ich, auch irgendwie eintragen. Yo, ich habe auf den und den Creator, hier ist sein YouTube-Channel, reagiert, der kriegt dann Teil meiner Einnahmen zu so und so viel Prozent, wie im Video vorkommt. Die haben schon einen Algorithmus, der die ganze Zeit prüft, ob das überhaupt dir gehört, das Video, oder ob da Musik drin vorkommt oder irgendwas. Die könnten auch ganz easy das da so anpassen, okay, in diesem Video steckt zu 60% nur Reaction, aber zu 40% hat die Person selber geredet und dann wird das Ad-Revenue einfach verteilt. Weißt du noch, worüber wir vorhin geredet haben? Das war, ob wir Musik fürs oder so machen könnten, wo ich meinte, ja, man kann es über Spotify machen, weil man da Lieder und so integrieren kann. Spotify hat so ein Feature, dass du zum Beispiel, wenn du im Podcast Musik mit einbauen willst oder sowas, dann kannst du einfach das von Spotify nehmen. Ich vermute, es wird dann einfach für jede Person, die den Podcast gehört hat, als Stream von dem Lied dann dazu gerechnet oder sowas. Das heißt, derartige Dinge existieren bereits. Aber nur, das ist halt also, voll cool. Wenn man den Podcast auf Spotify hört, dann kann man die Spotify-Musik sich sozusagen noch dazuschalten lassen oder was? Oder wenn man auch woanders guckt. Ich glaube, es ist einfach so. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es gibt auf jeden Fall da so eine Integration, aber ich habe es nie versucht, deswegen. Aber auf Spotify kriegen die Creator eh irgendwie richtig wenig Geld, oder? Ich weiß es nicht. Wenn ich das mal richtig verstanden habe, ist die Berechnung, du hast halt all das Revenue kommt in einem Pot. Und dann prozentual zu allen gestreamten Songs oder sonstigen, ne, alle gestreamten Audio-Files, kriegst du in der Relation dazu von dem gesamten Pod den Beitrag, den du dazu beigeleistet hast. Das ist bei YouTube auch so. Nein. Nee. Doch. Bei YouTube ist halt, wie viele eine Menge an Geld, die sie investieren. Ja, bei YouTube hängt, wie viel du bekommst, davon ab, wie viel die Werbepartner gezahlt haben. Yeah. Ja, aber es ist auch ein Pod, der verteilt wird. Von einer Werbung dann jeweils.
Aber du bekommst, da ist, ist so. Es anders, du bekommst ja nur eine Werbung. Sagen wir, du investierst, keine Ahnung, 100 Euro in AdWords bei Google und schaltest Werbung auf YouTube, die wird nicht über unendlich viele Leute ausgestrahlt für eine gewisse Zeit, sondern so lange, bis solange 100 das Euro Budget weg sind reicht. Und dann wird sie nicht mehr geschaltet. Bei Spotify ist ja eher so, dass das ganze Geld dann in die Unendlichkeit gestreckt werden kann. Ich sehe den Unterschied. Ja. Wenn 100 Euro im Pot sind und du hast 50% der gesamten Video, also die gesamten Audio-Streams auf der Plattform in diesem Zeitraum halt gehabt, dann kriegst du 50 Euro davon. Und der ganze Rest darf sich die anderen 50 teilen. So ungefähr, wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert Spotify. Ich denke mal, dass es nicht so schlimm ist, weil sie ja doch alle das veröffentlichen auf Spotify, oder? Nee, doch. Funktioniert nicht, Monopol, weil... Das System ist fürchterlich. Stell dir mal vor, jemand kommt rein und der sagt, hey, was, wenn ich ein Bot-Netzwerk aufstellen würde, das meine Pseudomusik einfach streamt und ich Geld bekomme. Genau. Und damit nimmt man aktiv Geld aus dem Pool von den anderen Leuten. Hm. Aber macht euch keine Sorgen. Ja, okay. Spotify ist eine entsetzliche Plattform. Und Alternativen zu verwenden wäre eine gute Sache. Sie drücken sich so oft davor, Creator halt zu bezahlen und sowas. Spotify ist so shit. Stimmt, das sind die Bots, ja. Spotify ist halt, finde ich, also... Ja, aber worauf ich nur kurz ist, wenn man so unzufrieden wäre, dann würde man auch seine Musik nicht auf Spotify hochladen, oder? Aber es gibt halt... Nein, Maeve, darauf wollte ich nämlich gerade was... Oder verliert man dann sozusagen die Reichweite, die man bräuchte, um seine Musik... Du verlierst die Reichweite, das ist die gleiche Sache wie, was zum Beispiel für eine Diskussion im Raum stand, war ja, wo es diese Leaks... gab, dass Twitch im Sommer dann, keine Ahnung, was auch immer ändert. Und eine der Regelungen, die auch dazu kam, war, dass größere Streamer 20% weniger Geld bekommen, weil die halt einen anderen Cut haben. Und da war auch die Sache, dass ich dann zum Beispiel, wo ich mir dachte, oh, wenn das durchgesetzt wird, wird Twitch mir 20% von meinem Geld streichen, was ziemlich uncool wäre. Vor allem, nachdem sie schon vor einem Jahr 20% gestrichen haben, als sie die Subs von 5 Euro auf 4 Euro reduziert haben, was im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass 20% weniger bekommen. Oh hey, und wir haben keine Gewerkschaft. Das übrigens im Endeffekt hat mir mehr geschadet als geholfen. Natürlich. Es hat allen mehr geschadet als geholfen. Sie können es einfach machen. Das ist so ein Schwachsinn gewesen. Vielleicht erinnerst du dich noch, Maeve, was ich meinte, dann zur Sache, wo ich dann gesagt habe, ja, ich werde dann trotzdem weiterhin auf Twitch streamen. Sache ist halt zum einen auf mehreren Plattformen unterwegs sein, nicht nur auf einen angewiesen sein, ist immer eine gute Sache, jemand, wenn man es aussehen kann. Zum anderen natürlich ist halt auch Reichweite jetzt zukommt, auch wenn du zum Beispiel... keine Ahnung, auf YouTube Dinge hochlädst, Dekmere mit der Kanal, ich glaube, es gab vielleicht 3 Monate oder so, wo der Kanal tatsächlich Plus gemacht hat, weil natürlich Kosten für Editor drauf gehen und sowas. Hm. Deswegen ist halt auch immer alles, es gibt halt auch andere Faktoren als einfach nur Geld, die man sehen sollte. Ja, es wäre aber so unfassbar cool, wenn man, keine Ahnung, irgendwie ein Video gemacht hat, wo dann etliche Leute drauf reagieren und man kriegt dafür halt einfach auch was, weil, und der andere Creator wäre damit wahrscheinlich komplett einverstanden, wenn so ein paar Millionen Aufrufe auf eine Reaction sind und auf das Originalvideo vielleicht eine 500.000, dass dann der das, worauf reagiert wurde, erstellt hat, Geld bekommt, da würde keiner sagen, nee, ich will das alles selber haben, denke ich. Das Ding ist halt bei Reactions, es ist halt auch einfach, finde ich persönlich, spaßig, Leuten manchmal, also mit Leuten quasi oder mit jemand anderem irgendwas zu gucken, was auch immer das ist, weil manchmal einfach der Input dieser Person unfassbar unterhaltsam noch zum zusätzlichen Material ist. Das ist eigentlich so cool. Und es kann halt nochmal auch das Original für dich ganz anders verwerten. Sei es auch, von mir aus sei es eine Trash-Show, die du eigentlich gar nicht magst oder Videos, die du eigentlich sonst nie gucken würdest, aber du guckst das halt über den Creator und hast halt damit eine gute Zeit und dann, wenn die beiden davon profitieren würden, wäre eigentlich voll nice. Fully tut jetzt gerade so, als ob er die Kingdom Hearts 3 Review, die fucking 7 Stunden geht, sonst nicht geschaut hätte. Hör auf, dich rauszureden, will ich einfach nur sagen. Die war fast 6 Stunden lang oder irgendwas über 5 Stunden lang. Also, und ich weiß nicht, ob ich die alleine mir angeguckt hätte. Doch, natürlich hättest du das. Ich weiß es nicht. Ich meine, es gibt einige lange Videos, die ich schon geguckt habe. Also ich auch würde die Katzen-Mario-Show definitiv mit meiner Einnahmen unterstützen. Das hätte sie an dem Punkt verdient. Glauben Sie nicht mal ein offizieller Upload, oder? Von mir? Doch, nein, der hat von dir sowieso nicht, aber von der Katzen-Mario-Show, wo du es angeschaut hast, waren das offizielle Uploads? Die sind von Nintendo. Okay, ich dachte, es wäre vielleicht sowas gewesen wie alle Folgen in einem oder so. Die kannst du im E-Shop schauen. Die hat im E-Shop geguckt. Oh. Auf jeden Fall, ich will noch kurz... originalgetreu machen.
Ich will noch kurz auf die Sache, was der Johnny meinte, zurückkommen mit dem, wenn man die Einnahmen teilen will, ist das super cool wäre und sowas. Ich denke, es ist sehr schade, dass YouTube sowas nicht macht. Ich habe das Gefühl, generell in letzter Zeit haben sie sehr stark ihren Fokus verloren, was sie überhaupt machen wollen und was sie als Plattform auszeichnet. Was man zum Beispiel sieht, wenn man, keine Ahnung, die Mails sieht zum Jahresrückblick oder so, wo sie sagen, was sie jetzt gemacht haben. Und 2021 oder wenn sie dir wieder mal erzählen, dass dein Video nicht so gut läuft wie das letzte und du warst... Dass das daran liegt, dass es schlechter läuft und sie dir keinerlei Input geben. Ich bin so deprimiert davon jedes Mal. Alle sind das. Aber das ist so meine Motivation, ey. Ich verstehe Creator überhaupt nicht. Mit Jahresrückblick meine ich den Jahresrückblick, was auf YouTube alles passiert ist. Was ein seltsamer Rückblick war, weil sie haben manche politischen Dinge angesprochen, andere wichtige Ereignisse, die passiert sind, aber nicht. Man denkt sich so, warum sprecht ihr überhaupt irgendwas an, wenn ihr die Hälfte ignoriert, wie auch immer. Was sie auch angemerkt haben, war, was sie in diesem Jahr alles neu gemacht haben. Und auch generell bekommt man auch einen pro Monat so eine Creator-Mail, wo sie auch sagen, wenn es was Neues gibt oder sowas. Mhm. Und ich fand 2021 sehr schade, was sie gesagt haben. Zum einen war natürlich, oh, YouTube Shorts existieren, mach doch mal YouTube Shorts, was sie die ganze Zeit versucht zu pushen. Wenn sie einen extra Tab dafür auf den Channel packen würden und man nicht den normalen Kanalausblick sozusagen, also dieses, damit so zumüllen würde, dann würden Leute auch mehr Shorts wahrscheinlich machen. Ja, weil deswegen ist es mir auch sehr unangenehm. Man muss einen extra Kanal dafür erstellen, ja. Wenn man nicht sein Main-Channel, wo eigentlich so jeden Monat ein Highlight-Upload kommt, dann so mit Shorts dazwischen drin vollknallen will. Ich würde auch mehr machen, wenn das einfach einen Shorts-Tab geben. Es wäre so easy. Ja, aber generell ist halt so, YouTube Shorts versucht jetzt sehr stark zu pushen. Ja, wir haben von TikTok gehört, ihr seid nicht TikTok. Ich weiß nicht, warum ihr versucht, eure Schwächen die ganze Zeit auszubessern, statt auf euren Stärken aufzubauen. Andere Sachen, wofür sie natürlich auch immer werben, ist YouTube Live, wo sie dann gesagt haben, hey, wir haben Ludwig gekauft, ist das nicht? Das ist so toll für die Community, wo sie ganz stolz erzählt haben, sie haben noch einen anderen Streamer gekauft, den ich nicht kenne. Wo ich mir dachte, das ist ja schön, YouTube, dass ihr dem reichen Mann noch mehr Geld gegeben habt, damit er bei euch streamt. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Warum verkauft ihr es in der Mail so, als ob das irgendwie, als ob die Community davon profitieren würde. Die haben mal einen Mixer gesehen, haben gedacht, oh, das hat funktioniert, lass es auch machen. Ja, und ja, genau, das waren so die Sachen, was irgendwie YouTube immer pusht, wenn sie irgendwelche Mails mit Neuigkeiten oder so bringen, ist halt immer YouTube Shorts und Live. Aber für richtige Videos haben sie sehr lange nicht mehr wirklich irgendwas von Belangen gemacht. Zum Beispiel würde man meinen, das, was du vorgeschlagen hast, ich denke, das ist ein super Konzept, wenn man einfach du könntest es auch noch als Koop, also einfach für Kooperationsvideos machen, dass du einfach ein Video mit jemandem, das würde so pushen, dass Leute zusammen Videos machen und dann kannst du einfach einstellen, yo, ich teile mir alle Einnahmen mit diesem mit anderen, Kanal. Da würden so viele Leute Crossovers machen und Spaß dran haben und Bei Claims zum Beispiel funktioniert es ja auch nicht, oder? Wenn du jetzt einen 9-Sekunden-Clip hast oder so? Doch, es gibt tatsächlich Claims, wo nicht die kompletten Einnahmen geclaimt werden, sondern einfach nur, wo dann steht, du bekommst einen Teil von dem Geld noch. Ja, aber das sollte freiwillig, genau, das sollte so ein Tab geben, wo man das schon voreinstellen kann, wo man YouTube schon mitteilen kann. Übrigens, ihr könnt schon mal 40% hiervon an den Claims. Ich wollte damit nur sagen, dass diese Sache mit den geteilten Einnahmen und so, das weil ist dachte, die Sache, die YouTube macht. Das ist keine Sache, die nicht existiert. Okay. Also, wenn du jetzt ein 10-Minuten-Video hast, wo 10 Sekunden Clip drin ist, der geclaimt wird, dann ist nicht das ganze Video. Kommt drauf an, was derjenige, der es geclaimt, bestimmt. Ach so, also, die Macht liegt natürlich immer noch beim Claim, also wie üblich, aber. Ja, es müssten auch beide wahrscheinlich akzeptieren. Also, man müsste dann sagen, der Creator war hier beteiligt und dann muss der andere sagen, ja, das stimmt. Ja, okay. Aber ja, ich denke, das wäre so ein cooles Konzept mit den Reactions. Auch wenn man natürlich dann, wenn was erkannt wird, sollte man natürlich auch einen gewissen Mindestsatz machen, denn ich sehe absolut sehr viele Reaction-Kanäle. Es gibt sehr viele, die Dinge nicht machen, weil sie den Creator cool finden oder seine Videos, sondern weil sie wissen, hey, das ist das wird viel geschaut, wie in jedem Bereich auf YouTube. Deswegen, ich weiß, dass es auch sehr viele gibt, die absolut nicht, ich meine, es gibt auch so viele, die nicht mal den Namen von dem Creator erwähnen oder das Originalvideo verlinken oder so. Ja, ich meine ja, der Algorithmus würde dann gucken, wie viel Prozent anscheinend auch kein Eigenanteil drin ist. Das würde der schon vielleicht manchmal fehlerhaft, aber größtenteils hinbekommen, denke ich. Und dann, wenn man dann angibt, yo, ich würde 10% abtreten, dann sagt der Algorithmus, ja, aber da sind 80% von dem drin. Das geht nicht. Muss schon ein bisschen mehr machen, oder irgendwie so. Ich schau mal nach. Wenn ich da reinschaue, sehe ich, was für Leute auf meine Videos reagiert haben. Ich weiß, dass da immer wieder mal was gibt. Das letzte Feature, was dazu kam, wo ich sehr viel Potenzial drin sehe, sind die Supertanks. Und die wurden einfach schon vor einem Jahr oder so hinzugefügt und die haben immer noch nicht alle. Ich weiß nicht, was das für ein komischer Testlauf ist, den sie da machen. Aber wären die richtig groß released worden, ich habe das Gefühl, Super Thanks könnte eine richtig coole Sache sein.
wo man einfach pro Upload. Ich plädiere immer noch darauf, dass neben dem Subscribe, neben dem Like-Button oder dem Daumen-Hoch-Button so ein kleiner Counter wäre, wo du so 1 Cent, wenn du klickst, an den Creator geben möchtest. Oder du kannst auch, wie oft Twitch irgendwie einen Custom-Betrag eintragen, 10 Cent, und dann klickst du ein paar Mal drauf, jo, den habe ich jetzt, das war so ein Banger-Upload, das war nicht einfach nur ein Video, wo ich jeden Tag 3 Stunden von bekomme, von irgendjemandem, der so Fließband-Content macht, wo ich nichts gegen habe, sondern ich mach's ja selber. Woher sollen denn die Cent kommen? Und dann wirst du am Ende des Monats gefragt, du hast diesen Monat so und so viel an etliche Creator gegeben, willst du das wirklich zahlen? Und dann, oder was heißt, willst du zahlen? Okay. Dann drückt man vielleicht zu oft auf Nein. Aber dass man sozusagen wie YouTube Premium dann so ein bisschen was ausgibt pro Monat, wie eine Subscription, nur dass dann sowas wie Animationen, aufwendige Kurzfilme, solche Sachen würden viel mehr gepusht werden von den Usern. Das wäre wie ein integriertes Patreon. Generell, dann ist es auch nicht mehr so, wenn du zum Beispiel ein Video machst, was vielleicht für eine kleinere Gruppe deiner Zuschauerschaft irgendwie ist und die weiß das besonders gut zu schätzen und ja, will das ein bisschen mehr pushen, und dann bist du, ich meine, das soll jetzt nicht komisch rüberkommen, aber dann bist du halt nicht so sehr deprimiert, weil das irgendwie so wenig Views hatte, weil du weißt, oh hey, die es aber geguckt haben, die haben das so sehr begrüßt, dass sie dann, keine Ahnung, die halt ein paar Cent dazu haben. Ja, man kann so persönliche Beiträge da machen, wo genau, Leute sich dann einfach wie Straßenkünstler bedanken, und mal ein bisschen Trinkgeld geben oder wie beim Theaterstück oder so, dann wenn das Theaterstück vielleicht für umsonst ist, aber dann geht am Ende so eine Kollekte rum, ich glaube, das gibt's auch, sowas. Man könnte vielleicht so viel braucht man machen, sich dann generell so ein bisschen mehr Sachen. Es ist so schade, dass YouTube halt gar keinen Fokus mehr darauf hat, weil sie so Twitch und TikTok hinterher versuchen zu kommen, dass sie einfach reguläre Videos einfach komplett vergessen haben. Gefühlt. Animationen sind einfach gestorben und das war so mein liebster Content früher auf YouTube, und die sind so aufwendig. Natürlich kann man sagen, mach doch auch kurz so, auch ohne dass man Geld damit verdient, wäre es doch angebracht, wenn das die Passion ist, mal einen Animationsfilm rauszubringen. Das machen ja auch manche Leute, aber es würde halt der ganzen Landschaft, der Content-Landschaft so viel helfen, wenn so richtig aufwendige kurze Sachen, die wir auch viral gehen können, viel mehr belohnt werden, weil früher war das ja so. Da konntest du eine kurze Animation machen, die dann richtig so auf der ganzen Welt geklickt wurde, und dann wurdest du wirklich gut dafür bezahlt. Und irgendwann haben sie es auf Watchtime umgeändert und dann sind Animationen einfach deserted. Jetzt gibt es noch so, ich könnte vielleicht noch so 15 Kanäle aufzählen, die noch Animationen machen. Storytime-Animationen, ja. Ich weiß nicht, wie viel Geld die einbringen, wahrscheinlich nicht zu viel. Aber die versuchen ja auch auf 8 Minuten zu kommen oder 20 oder so. Ich habe nicht so viele 3-Minuten-Videos gemacht. Ich meine eher so Kampfsequenzen. So was wie Terminal Montage. Coole kleine, ja, der ist auf jeden Fall einer von den wenigen, der immer noch einer der besten ist. Kanäle auf YouTube einfach. Definitiv. Auch früher schon. Ja, ich kenne den gar nicht so lange tatsächlich. Ja, ich kenne ihn. Wisst ihr, was ich mir einfach für ein Feature gewünscht hätte? Was YouTube einfach nicht bringt. Das wäre einfach, wenn Leute, die Premium haben, das halt das gleiche ist wie Twitch Prime, wo dann ein Creator pro Monat einfach quasi so eine Mitgliedschaft halt abschließen kannst. Ja, das wäre cool. Ja. Davon Teil ausgehen würde ich. Es würde halt ja, so, stimmt, viel, würde so viel ändern, und das wäre halt auch so ein guter Weg, um Geld gezielt zu. Ich meine, ist jetzt nicht so, wie du meinst, wo man es dann direkt auf Videos, die man mag, aufteilen kann, aber ich denke, es würde vielen Creators halt dann super, einfach. Weil dann würde man auch, man würde auch Leute unterstützen, die man nicht kennt oder so ein bisschen aber, so. Und man würde es vielleicht so machen, dass es sich automatisch auch verlängert und nicht, dass man das immer einzeln wieder bestätigen muss. Die werden keine automatische Verlängerung machen, Wave. Nee, werden sie auch nicht, aber. Durch meine Funktion würden halt auch Sachen entlohnt werden, wo du den Kanal noch gar nicht kennst. Weil da würdest du keine Mitgliedschaft abschließen direkt, weil du irgendwie einen neuen Channel findest, den du cool findest. Sondern würdest du einen Upload mal gucken und denken, das hat mich so berührt oder das hat mich so entertained, ich habe so gelacht. Da würdest du dann einfach mal ein bisschen Trinkgeld geben, auch ohne, dass du jetzt Mitglied oder so wärst. Ich bin allein... Cool. Aber Trinkgeld gibt's ja. Ich bin ja allein froh, dass zum Beispiel YouTube Premium... das heißt, dass jeder Video, ja den ich mache... Jeder. Diese Thanks, die meinen. Nein, das hat inzwischen jeder, glaube ich. Hat doch jeder inzwischen. Ich hab's immer noch nicht. Freischalten. Doch, bestimmt. Gut, dann habe ich es vielleicht noch nicht eingestellt, aber. Ich hab's auch bei mir noch nicht gesehen. Es wurde auch nicht großartig aktiv eingeführt, sodass alle jetzt checken, dass sie das machen. Es nutzt halt keiner, weil keiner weiß, dass es das gibt. Ja. Ja. Aber zumindest bin ich ja froh, dass eigentlich YouTube Premium ja quasi dafür sorgt, dass jeder View, den ich mache, ich habe ja keine Werbung dann, und dass das quasi mehr Geld für den Creator bringt, als auch normale Leute, die Werbung gucken. Aber was mich halt nervt ist, dass ich für den Preis, was ist das, 10 Euro oder 11 Euro im Monat, dass ich halt nur quasi dieses Werbefeature prinzipiell eigentlich habe, was ich da nutze, weil weder
YouTube Music nicht interessiert. Dieses Ding mit dem Handy, dass du das, dass du dein Handy halt quasi sperren kannst und dann YouTube weiterläuft, finde ich sowieso unfassbar bescheuert, dass das hinter einer Paywall ist. Als Feature. Irgendwie auch nur in Deutschland hinter Paywall oder in Europa oder so, ganz komisch. Das ist ganz seltsam. Und wahrscheinlich ist auch unfassbar viel Geld, was einfach von diesem Feature irgendwo reinfließt für die YouTube, heißt das überhaupt noch YouTube Red Shows, die ganzen Sachen? Ja, Originals, die werden nicht mehr gemacht. Originals heißen die, ne? Inzwischen, glaube ich, auch für alle. Die kann man gratis anschauen, es juckt niemanden, weil... Oh, okay, ich dachte, das wäre immer noch so ein Ding, wofür man zahlt, weil ich mir denke, so, wen interessiert das überhaupt? Warum musste ja, man... Ja, das machen sie nicht. Ich glaube, die kann man jetzt alle schauen, ne? Ja. Das kann sein. Generell, was ich auch nicht an YouTube verstehe. Niemand findet euch mehr daran. Ja, aber mein Vsauce Minefield ist super. Ja, er hat euch auch ein paar Folgen geschaut. Ja, das stimmt. Ja. Was ja eigentlich YouTube attraktiv macht und was ich generell nicht verstehe und was ich sehr oft im amerikanischen Bereich höre, ist, dass YouTube pusht quasi richtig professionell produzierte Shows und generell TV-Sachen, die halt geuploadet werden, sehr, sehr stark, zumindest im amerikanischen Raum. Man kann Raum. Auf YouTube auch Filme ausleihen. Ja, das ist ja, das ist irgendwie auch ein Ding, gekommen. Aber das ist nicht das, was die, glaube ich, so sehr pushen, das ist das nicht, was ich meine. Aber was ja eigentlich YouTube attraktiv macht, ist, dass du halt kleinere, quasi unabhängige Creator eher guckst, die ihren eigenen Kram durchziehen und nicht unbedingt mit dem Groß-Budget-Stuff irgendwie sowas machst. Und dann verstehe ich nicht, warum das ganze Zeit in diese Richtung da geht. Absolut, absolut Opferrolle drängen an dem Punkt, wieder YouTube ist so böse. Ich sehe so viele Fernsehshows und Fernsehproduktionen, die kaum Views bekommen und natürlich auch massenhaft, größtenteils, alleinstehende Creator, die super viel geschaut werden. Das heißt, natürlich gibt es gewisse große Shows, die super populär sind, die auch auf YouTube viel geschaut werden. Keine Ahnung, wenn du Gordon Ramsay bist oder sowas. Aber ja, es gibt auch so viele andere Shows, die nicht so populär sind auf YouTube. Ich glaube, man macht den Fokus auf solche Sachen. Ich meine den Fokus, ja. Ja, eher für den YouTube, also sie können halt eher was für den einzelnen User machen. Irgendwie all die Feature, die wir hier erwähnt haben, quasi mehr irgendwie sich darauf fokussieren, was für den einzelnen User zu machen. Anstelle, zumindest das, was ich sehr oft höre, ist, dass sehr, sehr oft halt gewisse amerikanische TV-Shows sehr gepusht werden von YouTube selber. Was bedeutet das YouTube gepusht? Selber ist, das ist ein Algorithmus. Das YouTube selber ja, das ist mehr Markt. Ein Algorithmus, den YouTube selber nicht versteht. Das stimmt. Den aber haben sie längst nicht mehr unter Kontrolle. Ich weiß halt die, nicht, die Trends sind handerlesen, üblicherweise. Aber sehr, sehr oft. Aber ich verstehe nicht, was Fully meint. Die Trends sind üblicherweise handerlesen. Ja, und dann landen auch viele Videos, die kaum Views haben und sowas. Und man merkt, aber, ja, das ist absolut gekauft. Aber Fully meint doch jetzt, dass man jetzt ständig irgendwelche TV-Shows in den Vorschlägen kriegt, oder? Das meine ich nicht. Das ist das, wo YouTube scheinbar mehr einen Fokus in dem Sinne drauf setzt, dass die auch mehr quasi für die arbeiten und Dinge optimieren. Irgendwoher muss es ja kommen, dass so viele... Jetzt kommt daher, dass Leute, dass sie gesehen haben, dass ihr letztes Video eine 8 von 10 ist und sagen sie, oh, muss wohl an YouTube liegen, dass sie jetzt ja nur noch große Fernsehshows pushen. Ich glaube, das meint Fully nicht, aber ich sehe, was du meinst. Die Einstellung ist auf jeden Fall... Die Einstellung ist dieses YouTube ist böse, das finde ich auch Schwachsinn. Oh, YouTube zeigt meinen Subscribern das Video nicht. Ja, niemand nutzt die Abo-Box, daran liegt's, aber das meine ich gar nicht. Es ist halt schon seit Jahren so, dass die Abo-Box funktioniert übrigens auch immer. Die funktioniert nie nicht. Es wurde immer mal behauptet und ich glaube auch, dass Loyal Creator das dachten, weil die User Kommentare geschrieben haben wie, dein Video ist gar nicht in meiner Abo-Box. Aber ich glaube, die wussten einfach nur nicht, was die Abo-Box ist. Nein, früher war sie oftmals langsam, da konnte es passieren, dass Abo-Box ein Video ist ein erst Feed. 50 Minuten später angezeigt wurde. Es gibt wirklich, dass Videos teilweise auch länger als 5 Minuten nicht in den Feed geladen werden. Aber das ist halt super selten. Aber die kommen dann irgendwann sein? Immer aber die kommen auf jeden Fall. Funktioniert ja nicht so, dass da tatsächlich so ein digitaler Briefträger alle Videos in eine Box legt, die hochgeladen werden, so wie man es vielleicht manchmal im Kopf hat, sondern deine Abo-Box prüft einfach immer nur alle deine Kanäle, ob die einen Upload haben, und dann sortiert es die nachdem, wann sie halt geuploadet wurden. Früher war es öfter so, dass manchmal die Abo-Box da einen leichten Knacks hatte, aus welchen Gründen auch immer, und dann Videos erst sehr viel später angezeigt wurden. Ich glaube, teilweise auch, wenn man Pech hat. Ich glaube, ich erinnere mich, dass einmal vielleicht auch Videos erst 2 Stunden später angezeigt wurden und so, aber... Oh, das ist wirklich viel später. Die Sache ist, sie wurden von niemandem dann mehr angezeigt.
Ah, ja. Also nicht nur bei vereinzelten Leuten. Nein, das ist, ja, das war System-WLAN üblicherweise. Also ich kann mich nicht anders daran erinnern. Es ist eine Sache, die existiert hat, aber nicht in der Form, wie ich glaube, es gibt, verwendet wird. Das stimmt nicht ganz. Ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob du vom Handy oder vom PC dann. Also ich glaube, die haben unterschiedliche. Das kann man sein. Vielleicht ist es echt beim Handy ein bisschen komisch. Ja, ich glaube, und sowas. Ich glaube, ich hatte schon mal, dass ich am PC ein Video nicht gesehen habe im Feed, aber auf dem Handy schon. Der Feed ist ja auch wieder was anderes. Ja, so in den ersten zwei Minuten, ne? Vielleicht. Ja, in den ersten paar Minuten, aber ja. Also, ich erinnere mich, ich meine, das ist auch wirklich Bullshit von mir dann zu behaupten, das gab es übrigens nicht, weil mir das nie passiert ist, das ist Schwachsinn. Aber dann hatte ich wohl immer Glück, immer wenn... Ich habe 6000 Videos so hochgeladen und ich kann euch sagen, dass es Schwachsinn ist. Mein neuestes, ja, aber du meintest ja eben, dass es existiert. Also üblicherweise. Es hat existiert in einer gewissen Form. Nach 5 Minuten. Allerdings. Aber nicht so, wie Leute es gerne behaupten. Wo Leute meinten, dieses Video ist nicht mit meiner Abo-Box, die waren immer in meiner Abo-Box. Ja. Also zumindest gab es nicht dieses einzelne, bei mir ist es nicht. Und bei dir schon. Das Video ist in. Ich meine, also, das, was passieren konnte, war, dass Videos erst später angezeigt wurden. Okay. Yeah. Ja. Aber was Creator ganz oft behaupten ist, mein Video läuft schlecht, das heißt, YouTube hat an meinen Abonnenten das Video nicht verteilt, was halt Schwachsinn ist, weil das hat YouTube doch gemacht. Das Ding ist einfach nur, entweder war es nicht auf der Startseite, das kann immer ganz komisch sein, aber das liegt dann irgendwie am Zuschauerverhalten, halt an deinen Zuschauern. Oder sie haben halt das Thumbnail nicht gesehen oder sie hatten kein Interesse und es könnte halt eher an diesen beiden Punkten sehen, das Thumbnail hat sie halt nicht gecatcht mit dem Auge, also komplett blind. Manchmal passiert das, es passiert so oft übrigens, wenn ihr nach einem Video gucken wollt, wenn ihr merkt, das Thumbnail ist nicht so gut und ihr findet es einfach nicht sofort. Das Video ist da, ihr müsst nur genau hinschauen. Mein Gehirn filtert komplette Kanäle mittlerweile bei mir weg, automatisch, so da kann man nichts gegen. Krass auch. Und überwiegend ist halt einfach kein Interesse. Es war nicht interessant genug. Es war nicht, dass YouTube das nicht verteilt hat. Die Leute haben kein Interesse. Wie man das dann wieder auffängt, ist halt schwierig. Interessant, mach mal besser. Finde ich auch Schwachsinn. Dazu muss ich sagen, an sich stimme ich zu. Allerdings verstehe ich nicht ganz, wie es funktioniert. Dass, keine Ahnung, nehmen wir einen Kanal, der hat 1 Million Abonnenten oder sowas. Und seine Videos machen durchschnittlich 2000 Views oder so. Es gibt einige solche Kanäle, wo halt auch aber trotzdem richtige Personen sind und nicht irgendwie, es einfach nur ein Scam war oder so. Und da stelle ich mir halt auch wirklich die Frage, wie kann, ich meine, ich denke, es liegt daran, dass man einfach für Jahre lang Videos gemacht hat, die Leute nicht interessieren, man immer weiter und weiter aus den Vorschlägen rausgepusht wurde. Aber wie kann man so weit rausgepusht, es ist faszinierend für mich, wie kann man so weit rausgepusht werden, dass einfach wirklich niemand mehr schaut. YouTube weiß ja selbst nicht, wie das funktioniert. Ich habe das Gefühl, es ist entweder ein sehr positiver oder ein sehr negativer Feedback-Loop mit der Startseite. Zumindest habe ich das bei mir persönlich festgestellt. Wenn ich Videos habe, die gut laufen, dann wird das nächste Video danach auch gut laufen. Immer. Und das nächste Video danach wird auch wieder gut laufen. Aber wenn einmal bei mir war das schon so, wenn einmal ein Ding ist, was Leute nicht so interessant finden und dann Leute auch auf der Startseite sehen und nicht draufklicken, obwohl die Impressionen da sind, die Impressionen bleiben gleich, aber die Klicks pro Impression sind nicht mehr gleich, die gehen dann runter. Und dann wird das nächste Video auch ein Stinker bei mir sein. Also mir ist beides schon passiert. Also ich kann sagen, das ist, wie gesagt, ich kann ja auch wieder, was habe ich hochgeladen, 6000 Videos oder so, das heißt, ich habe ein paar Erfahrungen gesammelt. In dem Punkt ist, also ich sehe, warum man es denkt. Was? Das ist wichtig anzumerken. Das ist sehr viel Erfahrung. Das ist sehr viel, das stimmt. Deswegen denke ich, ich habe einen ganz guten Überblick des Ganzen. Ich denke, das ist eine Confirmation-Bias-Sache. Dass man das sieht, was man sehen will und sich da ein bisschen bestätigt. Das ist. Aber jedes Mal, wenn ich ein wirklich gut laufendes Video hatte, das nächste Video lief immer auch gut. Ich hatte. Ich hatte schon beides. Immer. In dem einen Jahr, wo ich es jetzt wirklich aktiv mache, das ist ja wirklich viel weniger als bei Morgi, aber auch da habe ich schon festgestellt, es kann passieren, dass ein Video kommt, was einfach richtig anscheinend alle interessiert oder alle abholt und dann auch Leute erreicht, die vorher die Videos nicht geschaut haben und so. Und dann läuft das danach besser. Ich hatte es aber auch schon, dass es so gut lief, dass alle danach nur noch schlecht laufen konnten. So. Das ist wirklich schwierig, finde ich, da einen Überblick zu behalten, was bilde ich mir jetzt ein und was könnte tatsächlich der Grund sein. Also es ist auf jeden Fall so, dass wenn du ein Video hast, das gut läuft, dass dann auch deine anderen Videos mehr empfohlen werden, weil Leute die auch mehr anschauen, werden weitere mehr empfohlen, das ist dann einfach so ein Feedback-Loop, der sich immer wiederholt. Vor allen Dingen wegen der Startseite auch. Ne? Wenn du das ein Video geguckt hast und es komplett durchgeguckt hast,
dann kriegst du von diesem Kanal noch weitere vorgeschlagen auf dieser Startseite. Das Ding und sobald, ist halt. Und sobald du ein zweites anklickst, bist du eigentlich drin im Rabbit Hole? Nein, eben nicht. Das kommt immer auf Kanal an. Das hab ich so oft. Ich hab's aber auch oft, dass ich vom Kanal 2 oder 3 Videos angeschaut habe und dachte ich mir, warte, warum wird mir immer noch keins empfohlen? Warum muss ich jetzt nach dem Kanal wieder suchen? Ja, das hab ich auch manchmal. Manchmal nicht und manchmal guckst du nur ein Video und dann ist alles voll. Manchmal schaust du nur ein Video, wo der Typ einfach nur als Gast dabei war. Und dein ganzer Feed ist voll mit dir und denkst dir so, okay, ich hab nicht mal ein Video von ihm geschaut. Ich persönlich nicht so gehabt, aber das ist etwas, was viele Leute, zumindest im amerikanischen Raum, behaupten, dass das ein Ding ist, was YouTube macht. Ich hoffe einfach, dass das Video interessant ist, dass es keine amerikanische Shows oder so. Ich versuche es nicht zu sehr zu overthinken mit Zahlen und Statistiken und so, sondern ich versuche einfach, Video zu machen, wo ich selber denke, oh, das würde ich schauen, da würde ich wahrscheinlich mal raufklicken. Also im Endeffekt ist halt auch immer, das ist immer die Frage, die man sich stellen muss dabei, ist, mache ich Videos für Menschen oder für eine Maschine? Eben. Ja. Yeah. Und generell ist halt auch die Sache, wenn Video gut läuft, dann läuft es gut. Ich habe bei mir auch, ich meine, bei Emoji, ihr wisst selber noch, für, was war das zuletzt, für ein fucking Jahr oder so, hatte ich eigentlich kein Video mehr, das übermäßig gut gelaufen ist. Und dann, das Nintendox-Video hat dann einfach so stark performt, aus irgendwelchen Gründen. Auch die Videos danach und sowas. Und dann wurden auch alle anderen Videos von meinem Kanal super viel empfohlen. In dem Ausmaß, dass ich dann für 1-2 Monate wirklich 50.000 Views am Tag gemacht habe oder so. Und davor war ich dann bei, keine Ahnung, 6.000 Alter. pro Tag. Ja, weil das heißt, es kann alles passieren. Aber wir wissen nicht, ob das so daran liegt. Diese Diskussion zeigt ja perfekt, dass wir alle absolut keinen Schimmer von irgendwas haben. Also es ist halt so. Wir wissen nicht, woran es liegt. Wir haben alle irgendwelche komischen Dinge nur gehört oder aufgefasst oder Ideen oder Gedanken, aber ja, ungefähr, aber wir wissen nicht wirklich, woran. Doch. Wir haben ja keine irgendwie. Also in Video, die Performance von dem Video liegt erstmal, der wichtigste Punkt ist die Performance der ersten 10 Minuten. Dort wird gesehen, wie viele Leute auf die Impressionen klicken. Wenn ein Video in den ersten 10 Minuten verkackt, wird es nicht viel empfohlen werden. Wenn es in den ersten 10 Minuten stark performt, wird es sehr viel auch weiter in die Startseite geflutet. Manchmal fangen sich Videos auch Stunden später und bei manchen Leuten ist das voll oft so, dass sie Stunden später fangen. Ich war letztens sehr enttäuscht, als mein SpongeBob-Quiz überhaupt nicht ankam und ich dachte mir, was, wie kann das so viel weniger geschaut werden als so ein Video, wo ich dachte, das interessiert nicht so viel. Was? Ja, dass ein SpongeBob-Quiz nicht gut ankam. So, und dann sind ein paar Tage vergangen und ich dachte mir so, okay, gut, dann war das wohl einfach irgendwie, ich weiß nicht, wo das Problem war, aber dann ist das so. Und dann hat das Video absolut recovered, also nach einer Woche habe ich nochmal rausgeschaut und jetzt mittlerweile nach 2 Wochen hat es plötzlich alle anderen überholt, mit die es in den ersten 4 Stunden oder so verglichen wurde. Also selbst das kann auch manchmal passieren, deswegen. Das hatte ich auch mal. Ich habe keine Ahnung, woran wie das alles funktioniert, aber trotzdem würde ich sagen, wenn man eine Idee hat und sagt, oh, das wird den Algorithmus pushen, das muss funktionieren, kann man flanken. Und andersrum kann es auch passieren, dass man ein Video macht, ja, ich mag das Video, aber ich verspreche mir da jetzt nicht viel von. Und plötzlich geht es irgendwie voll ab, weil es auch ein ganz seltsames Thumbnail hat. Und Autoplay dürfen wir nicht unterschätzen. Plötzlich sind Videos mit Millionen Aufrufen bei Moggys Streaming-Channel, weil alle mit Autoplay irgendwann da landen. Aber auch mit den ersten 10 Minuten, da hatte ich ja auch verschiedene Dinge schon. Entweder war das erstmal super, lief mein Video am Anfang super gut oder auch in der ersten Stunde super gut und dann kam nichts mehr rein. Oder es lief voll scheiße und dann in der zweiten, dritten Stunde kam auf einmal mehr sogar rein aus irgendeinem Grund. Und es ist also, mir hilft das alles einfach nicht. Woran lag das jetzt? Es ist so komisch. Wie lange waren diese SpongeBob-Quiz? Versucht dann nicht mehr. Ich habe immer das Gefühl, dass gerade Videos, die jetzt ein bisschen länger gehen, vielleicht sich nicht Leute sofort angucken, sondern sich eher aufheben für einen Moment, wo sie halt die Zeit dafür haben. Ja, das auf jeden Fall. Zum Beispiel auch Ersatzbänke würde ich mir vorstellen, dass viele die sehen, oh, neue Ersatzbank, aber jetzt 2 Stunden, 3 Stunden Zeit reinstellen, weiß ich nicht, ob man das jetzt direkt starten möchte. Ersatzbank sammelt auf jeden Fall wochenlang immer ganz gut. Ja, ich habe ein paar ältere Ersatzbank-Folgen, ich schaue üblicherweise nicht zu viel auf die Views bei MOP. Beziehungsweise, was ich gesehen habe, ist, dass Ersatzbank den ersten paar Tagen sehr wenig geschaut wird, üblicherweise. Was ich gesehen habe, dass auch andere Folgen, die nicht zu alt sind, dann auch irgendwie immer so auf die 50.000 noch irgendwie kommen, wo ich mir denke, oh, okay. Ja, das habe ich bei dem Quiz dann auch gedacht. Oh, das hatte plötzlich. Aber ja, und generell bei Schläfer-Videos ist halt auch die Sache, diese Videos sind nicht die Norm. Deswegen ist es eine Sache, die passieren kann, ja, aber deswegen sehe ich nicht ganz, dass ich da so tun sollte, als ob das irgendwie eine Sache wäre, die du
erzwingen kannst oder die wirklich damit zu tun hat. Nee. Ich meine nur, wenn man über Views spricht, ist es, darf ich nicht vergessen, Autoplay ist auch noch irgendwie, nicht nur Startseiten gibt, sondern auch noch das. Das meinte ich nur. Ja, ja, ich will nur sagen, der je nachdem, ob ein Video gut oder schlecht ankommt, das ist ja... in diese theoretische Playlist einfach, die jeder hat, einreihen, wenn man Autoplay aktiviert hat. Ob ein Video gut oder schlecht läuft, dass die Performance erst 10 Minuten, dass es Video gibt, die Schläfer sind, hängt ja, hat er ändert daran ja nicht wirklich was. Ja, das stimmt. Ja, aber da, wie gesagt, da hatte ich ja auch schon Videos, die am Anfang voll gut liefen. Und dann kam nichts. Dann kam einfach nichts mehr. Und ich habe schon so oft einfach nicht verstanden, woran das lag. Und dann sehe ich einfach nur, dass den Großteil zum Beispiel von der Abo-Box kam und dann nichts auf der Startseite war. Also, da ist die Sache, ein Video, das anfangs stark performt und danach stirbt, ist selten. Sehr oft passiert. Aber das ja, gut, bei wenn mir du sagst, dass. Fast die Norm. Gut, wenn du sagst, dass die meisten Views dann über die Abo-Box kamen, ich weiß nicht, das ist bei den ersten 10 Minuten zählen soweit die Impressionen, wie viele Leute draufklicken und sowas. Deswegen keine Ahnung, ob die Abo-Box dafür zu relevant ist. Ja, vielleicht nicht. Da vielleicht kannst du einfach Pech haben. Aber ja, manchmal macht man Videos, die über die Suche gefunden werden. Das, ja, da die laufen dann die ganze Zeit. Das sind meine stärksten Videos, die dann irgendwann über die Suche auftauchen. Ja, Videos, die über die Suche gefunden werden. Ich hab dieses Wenn verdammte du nach Dark Souls, Video Neo Automata und Final Fantasy 14 suchst, findest du mein Video. Ich hab, weit oben. Wenn man Tornado zünden eingibt oder Tornado trinken oder so, dann findet man mein Video, wo ich einfach nur darüber laber und es hat nicht mal wirklich Tiefgang oder so. Und, ja. Da tun die Leute mir mal ein bisschen leid, die dadurch erfahren wollen, wie es geht und dann in meinem Video nichts davon erfahren, außer dass ich erkläre, dass ich es nicht kann. Wo kann ich schauen, über welche YouTube-Suche, über welche Begriffe, Leute? Okay. Ich habe bei MOP jetzt nach YouTube-Suche geschaut, okay? Mhm. Soll ich mal die ersten paar Begriffe vorlesen? Mhm. MOP. Ersatzbank, Mythos of Playing, MOP, Mogi, Expertenrunde, Mythos of Gaming, Mythos of Playing, Mogi, Ersatzbank, Mogi, Mögi. Pokémon Stadium wurde... Nicht? Pass auf, mein Pokémon Stadium Video wurde über den Begriff in den letzten 28 Tagen wie oft angeklickt? 25 Mal. 8 Mal. 195! Ja, yeah, das ist mehr. Und das ist Platz 10 oder so bei den Suchanfragen. Das ist das erste Ergebnis, welches nichts mit mir zu tun hat. Ich bin raus. Ich werde nicht die Leute über die Suche gefunden. Nicht oder? Du. Ich werde auch nicht über die Suche gefunden, sondern einzelne. Es kann mal passieren, dass so ein Video. Es geht ja um Videos über die Suche. Ja, aber dann. Du hast doch deinen Kanal gerade irgendwie. Jetzt sind alle Videos von meinem Kanal. Leute finden meinen Kanal nicht, wenn sie Pokémon Stadium suchen. Die finden mein Pokémon Stadium Video, wo ich 2 hochgeladen habe vor nicht allzu langer Zeit. Ja, genau. Ja. Ich meinte ja nur, ich habe ein Video, das ist das erfolgreichste mit Abstand. Und das hat nicht. Die Views haben nichts damit zu tun, dass man weiß, wer ich bin oder so. Und das ist irgendwie einfach passiert, weil Leute dieses Thema oft in die Suchzeile eingeben und denken, mein Video ist die Antwort. Ja, also kann ja sein, dass du so ein Video noch nie hattest. Ja, genau. Ich denke mal, das ist, und ich werde nicht das könnte ja so, ach so ja, über weil den du so deutschen hast, Bereich ja, gut, sein, okay. Aber zum Beispiel, wenn du nur Nier Automata suchst, findest du mein Video fast immer ganz oben oder sehr weit oben. Und das Video kriegt deswegen konstant Views, aber ich krieg keine Abonnements oder sowas drüber. Ja, genau. Ich meine, brauchst du eine Menge Views, damit Leute deine Videos anschauen. Ich glaube, bei Emojis, so bei den Videos, ich glaube, es sind auch nur 20% der Leute, die meine Videos schauen, Abonnenten. Ja, es ist halt... Ich kann mir vorstellen, dass Ersatzbank auch eine hohe Suche ist bei dir, weil man es halt dann auch, wie gesagt, einen Tag später erst guckt oder zwei. Das ist ein Format, nach dem Leute suchen, das ergibt Sinn. So nach dem Motto, cool, dass ich will mal die neue Folge gucken oder dass so. Dass man sich den Namen einbringen MOP, kann. Ersatzbank. Es ist irgendwie ein sehr einprägsamer Name. Guter Name. Ja. Ja. So guter Name, dass das schon einen Podcast gibt, der so heißt. Es gibt auf Spotify so einen Fußball-Podcast, der heißt auch Ersatzbank. Ja, hab ich gesehen. Wow. Ich hab letztens einen gesehen, ich weiß nicht, wie der hieß. Irgendwie Stammspieler oder irgendwie sowas. Da dachte ich mir so, das sind die, die auf dem Platz sind. Das sind nicht und wir sind die Ersatzbank. Ja. Naja, ich hab reingehört, ich glaube, die reden hauptsächlich über FIFA Ultimate Team. Cool. Naja. Und wann habt ihr das letzte Mal gezogen? Hast du schon Messi gezogen? Ich hab Messi gezogen! Ist ja immer noch relevant. Messi? Ja.
Ist wahrscheinlich der beste, weltweit beste Fußballspieler. Immer noch. In vielerlei Augen. Aber warum bist du da so abfällig? Als hättest du so irgendein Interesse daran. Ich sag's dir, Johnny, ich sag's dir. Ich weiß es nicht. Pulli einfach Messi-Hater. Ich sag's dir, Johnny. Messi ist kleinwüchsig. Fulli sitzt gerade hier und sagt sich so, oh, Messi, so ein kleiner Mann, der so gut spielen kann. Und das ist ja noch relevant, also ich denke, der ist schon ein bisschen abgestürzt. Nein, das ist ein gutes Beispiel für mich. Ich meinte einfach nur, ich bin immer ein kleiner Pimpf gewesen, aber als ich noch 12 oder so war und noch ein bisschen irgendwie ein Bild von Fußball hatte, da galt schon Messi irgendwie als der krasseste. Ja, aber er ist unglaublich früh bei, wo war er, Barcelona, Madrid, keine Ahnung, er war da mit 16 oder so. Er war unglaublich jung und er war schon einer der Top-Spieler der Welt. Er und Cristiano Ronaldo haben ungefähr, waren beide, glaube ich. Das war die FIFA 2006-Zeit, als sie ihre ersten Saisons oder so hatten. Aber ich sehe, was Fulli meint. Es ist, als hätten wir gesagt, Michael Ballack ist ja ein Fußballer, so keine Ahnung. Ja, es ist so, immer noch relevant, so immer noch dabei ist es. Es wechselt sich ja, es ändert sich ja. Du bist ja auch nicht irgendwie bis nicht so in deinen 40ern in der Karriere drin. Und generell, wenn du halt in deine 30er kommst, dann ist es ja leider Gottes einfach so, dass sporttechnisch dann die Jüngeren, die werden dann einfach fitter sein als du. Ja, aber wenn man halt richtig gut ist, dann ist man schon 15 Jahre dabei, was eine sehr lange Zeit ist auch. Ja. Wo ist die Grenze zum Ende 20 alt sein? 27 oder 28? Ab dann, wo du die aufrundest zu 30. Also 25. Also 28. Ab wann ist man nicht mehr Mitte 20, meine ich? Hä, wir sind nicht mehr Mitte 20. Ab 28. Ab 27,5 ist man nicht mehr Mitte 20. Okay, ich würde sagen, 27 fängt an, Fulli dass und ich du sind noch Mitte aus 20. der Mitte rausgehst. So. Ja, ja. Ja, so 26, 25, 24, 10 oder so, also, oh, ich bin Mitte 20, ja, plus minus 1 ist okay. Plus minus 2, nee, das zählt nicht. Eigentlich stört mich älter werden auch nicht. Früher war ich immer der Älteste in der Klasse und fand das richtig cool. Ich so, oh mein Gott, ja, ich bin der Älteste, aber es hieß so viel wie, du wurdest später eingeschult als die anderen, weil deine Eltern dir das noch nicht zugetraut haben. Das ist kein Wurdest Stress. Du auch später eingeschult? Ja. Ich bin zu früh geboren, ich habe so ein paar Therapien auch gemacht, bestimmte. Oh. Funktionen wurden überprüft, ob ich eine normale Entwicklung machen kann. Und dann haben sie gedacht, ja, erstmal Vorschule. Vorschule war aber auch ziemlich cool. Ich war auch in der Vorschule, aber mein Grund war halt anders. Wenn ich mich noch richtig daran erinnere, ich habe das auch viel von Nacherzählung meiner Eltern noch so ein bisschen drauf, wie da genau das war, weil ich meine, es ist ewig her. Aber ich war ganz normal mit 6 in der ersten Klasse und irgendwie, ich habe sehr viel Sonderbehandlung bekommen, weil irgendwie die Lehrer dachten, ich bin jung, weil ich so klein bin. Das heißt, ich habe auch ganz vorne gesessen an einem einzelnen Tisch, der extra tiefer war und da sowas. Da warst du auch schon klein, und, oder wie? Ja, ich war schon. Komm schon, Johnny. Nein, ich war immer klein. Ich dachte vielleicht, dass der Fulli einfach ab irgendeinem Punkt nicht mehr gewachsen ist. Das gibt's voll ja, oft. Ja, ich bin mit 2 bis 4 nicht gewachsen und dann mit 15 habe ich generell aufgehört. Also ich war immer auch so. Habe ich einfach viel am Wachstum verloren so quasi. Also eigentlich auf dem normalen Level, so mit allen, so alle waren irgendwie ähnlich. Dann gab es so ein paar Riesen, so ein paar sehr kleine in der Klasse, aber es war so, ist mir nie aufgefallen. Und dann mit 13, 14 sind die anderen alle gewachsen mit 15 und ich war mit 17 ja immer noch nicht so groß wie jetzt, aber immer noch unter 1,70. Da dachte ich meine Wachstumsrate war relativ normal. Ich habe nur einfach aufgehört zu wachsen zwischendrin. Einfach war nichts. Okay, aber wenn sie normal war, dann warum hattest du dann da schon diesen? Weil ich von meinem 2. bis 4. Lebensjahr einfach nicht gewachsen bin. Oh. Das heißt, ich war mit 2 und 4 Jahren fast genauso groß, obwohl du da eigentlich durchaus bei meinem Neffen auch gerade ähnlich, glaube ich. Weil du da eigentlich solltest du da sehr viel mehr wachsen. Und die Gründe, ich hab keinen Schimmer, warum. Es könnte daran liegen, dass ich auch eine Milchallergie hatte. Wie auch immer ich die verloren habe. Also nicht Laktoseintoleranz, sondern richtig Allergie, dass mein ganzer Hals angeschwollen wäre und ich erstickt wäre, hätte ich Kuhmilch zu mir genommen. Das habe ich irgendwie verloren. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Das ist super seltsam. Das ist einfach nur kein Leben. Ja, ich musste halt auch immer fragen bei so Schokolade oder so, darf ich das essen? Mhm. Deswegen liebe ich übrigens Zartbitterschokolade, weil ich als Kind durfte ich nicht Vollmilch essen oder so, sondern nur Zartbitter. Aber Zartbitter ist auch geil. Zartbitter war nice, aber das war so meine Kindheitsschokolade. Weiß ich nicht. Ja, gut, ab 80 wird es ein bisschen viel, aber ich mag Zartbitter. Ich mag ehrlich gesagt nur die, ich glaube 85 war das.
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, so viel hatte ich nicht. Ich habe mal eine Tafel mit 70. Ich finde es halt bitter in Verbindung mit anderen Dingen immer so, ziemlich gut. Also wenn etwas, was mit Vollmilchschokolade und irgendwie Keks ist, dann finde ich das immer zu süß oder nicht so lecker wie zartbitter mit Keks. Oder ja, Dani Sahne, Vollmilch mag ich nicht so gern wie dunkel. Aber das liegt daran, weil irgendwie Dani Sahne mit Vollmilch hat einen komischen Beigeschmack, finde ich. Ich finde Vollmilchschokolade lecker, aber immer in Verbindung mit anderen Sachen mag ich zartbitter lieber. Auch auf Kuchen, im Gebäck und so. Wenn jetzt zum Beispiel Kekse mit Stückchen, dann finde ich Vollmilchstückchen nicht so geil wie Zartbitterstückchen. Weil für den süßen Geschmack sorgt dann ja noch der Teig oder, keine Ahnung, in Muffins oder so. Auf jeden Fall, weil ich halt irgendwie so eine Sonderbehandlung hatte, weil ich so klein bin und ziemlich isoliert auch von den anderen irgendwie war, von der Lehrerin direkt. Ich weiß gar nicht, das klingt so komisch, aber ich erinnere mich zumindest, dass ich immer alleine sitzen musste wegen dem kleinen Tisch. Und dann war das halt so, dass ich in die Vorschule, weil die gleiche Schule hatte auch eine Vorschulklasse, wurde ich da reingesteckt und dann mit 7 nochmal eingeschult. Und deswegen war ich immer ein Jahr vor allen anderen. Ich habe auch Vorschule gemacht, tatsächlich. Aber fandest du auch, war das auch eher was Positives, der Älteste zu sein bei dir in der Grundschule? Bei mir war es so, das war dann dadurch irgendwie so total so, ja. Bei mir war es auch immer witzig, weil ich bin der Kleinste, aber ich bin der Älteste. Bei mir war es auch immer was, bei mir war es auch mal was Positives eigentlich, dass ich mit der Älteste war. Ja. Ich war immer mit der Jüngste. Oh. Ist aber auch kein Nachteil. Und war das ein Nachteil? Keine Ahnung. Das ist irgendwie egal. Ich denke generell, dass ich eine Vorschule hätte aufsuchen sollen. Ich das denke nicht, so dass ich zwangsweise weniger so weit war, aber das ist okay. Es war so viel noch weniger an Kulturschock. Jetzt kannst du bestimmt noch nachholen jetzt. Das fand ich auch. Versucht. Hab mich rausgeworfen. Seit ich rufe die Polizei, generell, wenn ich nochmal auftauche. Vorschule generell meine ich mich dran zu erinnern, dass das eine ziemlich gute Erfahrung für mich war, irgendwie auch für die Entwicklung, so ein bisschen lernen, aber auch zwischendrin konntest du halt auch einfach noch so wie im Kindergarten sein. Die perfekte Mischung aus Kindergarten und Schule und hat dich so gut darauf vorbereitet, dass dein Alltag sich ändern wird, aber du wurdest nicht nur noch, also klar, in der Grundschule hat man auch trotzdem immer noch, glaube ich, auch, ich hatte auch noch Spielstunden in der ersten, zweiten, ob es in der dritten noch so, weiß ich nicht mehr. Das war natürlich auch noch, man hat schon versucht. Spielstunden in der Grundschule? Mhm. Ich hatte so, an manchen Tagen gab es so einen richtigen, als wäre das ein Unterrichtsfach, am Freitag oder so. Was ist eine Spielstunde? Das ist einfach nur eine Stunde, wo gespielt wird mit irgendwelchen Sachen. Oder das hatte ich nur in der Vorschule. Dann geht man in so einen Raum. Das gab es schon bei mir uns in der Grundschule. Und da gibt es schon auch Aufgaben irgendwo, aber es hieß trotzdem Spielstunde, weil es kein richtiges Fach war. Also es waren einfach verschiedene, vielleicht war das auch eine Sache, die unser Direktor irgendwie selber gepusht hat oder so, weil der beim Aufnehmen der Schüler, ich war beim Direktor, bevor ich eingeschult wurde, im Zimmer und habe so Knobelaufgaben irgendwie gelöst, keine Ahnung. Der hat das wohl mit einer Passion gemacht, dass er wirklich den Kindern beibringen wollte und sich mit denen auseinandersetzen wollte, wie die funktionieren, wie sie lernen und so. Hat er, glaube ich, mit vielen gemacht, dass er einfach geguckt hat, wie nehmen die Informationen auf und ich weiß nicht, ob das vielleicht die Spielstunde kein Teil des Lehrplans war oder so, aber ich fand das immer ziemlich, ziemlich cool. Wurde dann einfach mit Spielzeugautos gespielt, aber mit so kleinen Aufgaben, die man dann lösen muss oder so. Ich denke, dass generell alles, was ein bisschen von dem Standardschulplan abweicht, durchaus ganz gut sein kann für die Schüler, einfach ein bisschen Ablenkung zu haben und danach ein bisschen erfrischt wieder zurück ans Werk gehen zu können. Ja. Und Vorschule war basically das. Ja. Dass man schon mal wusste, wie das. Ich war auch in der Vorschule halt auf demselben Gelände, wie ich dann in der Grundschule war. Das war logischerweise keine andere Einrichtung. Und dann kannte man den Schulhof schon, aber musste noch nicht so viele Hausaufgaben machen und solche Sachen. Bei uns war es ein Nachbargebäude. Die hatten so ein extra Gehege für die Kleinkinder. Und da gibt es natürlich Hort, wo man dann nach der Schule noch bleiben konnte. Aber Das habe ich nie wahrgenommen. Ich wusste mal, auf dem Weg nach der Schule ist einer immer abgebogen zum Hort rein. Und ich dachte mir so, voll diese cool, der geht jetzt dann in Nintendo spielen und so. Und ich fand das auch immer voll das cool. Das ist voll gut und so. Ich denke, ein Kinderhort ist eine super Sache für Kinder generell. Einfach damit sie, zum einen, sie sind betreut, aber zum anderen sind sie auch, sie machen auch ihre Hausaufgaben, lernen ein bisschen und sowas, bekommen was zum Essen. Und natürlich, halt was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, sie müssen natürlich auch mit den anderen Kindern dann ein bisschen interagieren und sowas.
Und ich denke, das ist auch, ich habe das Gefühl, das ist eine Sache, die sehr vielen Kindern sehr gut tun würde, um ein bisschen noch dieses gewisse Etwas, dieses bessere Sozialisieren noch ein bisschen zu lernen. Vor allem, als ich im Kinderhort war, da war ich so, ich glaube, es war von 10 bis 12. Das heißt, da war es ja auch schon wieder ein bisschen anders, als wenn man keine Ahnung im Kindergarten mehr mit ihnen zu tun hatte. Ja. So. Der Schule hat man sonst in der Grundschule nicht zwangsweise so viel mit den anderen zu tun und sowas. Ich denke, das kann in der Hinsicht eine sehr starke Sache sein, auch für viele. Steht und fällt natürlich immer ein bisschen mit der Aufsicht, also das, ob es kompetente Betreuer sind oder. Das gilt für ja, uns alles im Bildungswesen. Ja, immer, aber gerade beim Hort, also in der Kita zum Beispiel, glaube ich, dürfen nur Erzieher sein, aber ich glaube, beim Hort kann es auch manchmal sein, dass es einfach nur so Teilzeit. Leute sind, die einfach nur aufpassen, keine Ausbildung haben, wie man jetzt Pädagoge ist oder so. Ja. Nicht optimal, aber ich meine, aber dann ist ein Hort auf jeden Fall eine gute Sache, wenn da alle in der Umgebung sind, wo dann auch nichts so krass eskalieren kann oder so, weil ich kann mir vorstellen, dass man es auch gehasst haben könnte, dass man auch nicht nach Hause konnte, beziehungsweise ich hatte einen Kumpel, bei dem das so war, und der den Hort nicht so gern mochte, weil er eben sich damit den anderen auseinandersetzen musste, die ihn vielleicht auch nicht so mochten und so. Dann war immer so ein Außenseiter noch für so ein paar Stunden nach der Schule. Das ist natürlich mega uncool. Also das muss man natürlich dann irgendwie auch sehen als betreuende Person. Genau. Ja, genau. Also das Prinzip wichtig, davon ist gut, aber muss halt versuchen. Die Umsetzung ist halt wichtig. Kommt sowieso auch immer auf das Kind selber an und sowas. Ich meine, das ist auch auf alles bezogen. Also jede Schulklasse kann komplette Hölle sein, kann aber auch eine nette Sache sein. So. Es kommt auch immer darauf an, wie du vielleicht persönlich mit der Situation umgehen kannst oder so. Ist irgendwie krass, wenn man so ein Kind hat, wie man einfach nur im Lotto spielt, wenn man das Kind dann zur Schule schickt. Mit wem wird er in eine Klasse kommen? Wie gut wird er mit denen umgehen? Ja, eigentlich schon. Ne? Das ist aber ein interessanter Punkt gerade. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, die Sache war Glücksspiel. Nämlich... die Sache bei mir, speziell beim Hort, war wahrscheinlich deswegen, ist auch meine eher positive Meinung. Ich hatte das Gefühl, dass ich da wirklich gut integriert war, was in der Schulklasse nicht zwangsweise der Fall war. Deswegen war das auch, denke ich, eine sehr angenehme Erfahrung. Ja, generell wäre cool, wenn man irgendwo nicht ankommt, dass man noch was hat, ob es ein Club ist oder irgendwie so ein Jugendtreff oder so, wo man das Gefühl hat, oh, hier gehöre ich dazu, so Sportvereine oder so. Ja, ich hoffe auch. Dann viel Sportvereine mehr wären so wird, cool, wenn man woanders. Nicht Sport machen müsste. Es gibt ja auch keinen Pokémon-Kartenverein. Es gibt auch Jugendtreff. Ein Club und Jugendtreff. Gab's schon so. Aber dann warst du halt der Pokémon-Club. Das ist dann auch ein bisschen. Dann verstärkt man das Außenseitersein in anderen Situationen vielleicht noch. Ob man das dann meistert oder nicht, ist halt auch. Ich weiß noch, als ich in die Oberschule kam, da war ich noch richtig auf Pokémon eingedrimmt. Und ich habe mich so gefragt, so jetzt werde ich gleich eingeschult in die Oberschule, ob ich da einen Pokémon-Freund finde, der mir das Wasser reichen kann mit den ersten zwei Gens. Ja. Und dann kam ich in die Oberschule und Pokémon wurde mir sowas von ausgetrieben. Oh mein Pokémon, Gott. Pokémon, das ist für Babys. Das ist ich in der ersten Klasse. Wie cool bist du denn? Es war wirklich so, ich konnte Pokémon nicht erwähnen in diesen Räumlichkeiten. Oh, das ist super lustig. Das ist wie, es war bei mir in der Klasse, waren auch die Teletubbies gerade neu und jeder hat die Teletubbies geschaut. Jeder kannte sie dubioserweise. Aber jeder hat gesagt, nein, ich schaue sie nicht an, das ist für Babys. Ich fand die voll dumm. Teletubbies sind für Babys, haben diese Sechsjährigen gesagt. Definitiv. Das ist auch Kindern egal, wie du sie irgendwie erziehst, ob du, selbst wenn du es nie darauf anlegst oder so, dass sie darauf achten, irgendwie haben Kinder so ein gewisses, die wollen sich immer davon emanzipieren, dass sie ja schon älter sind. Ja, aber das mache ich ja nicht mehr. Also deswegen, das ist, glaube ich, auch logisch, weil wenn du aufhörst, dir in die Windeln zu machen, bist du stolz drauf und dann denkst du so, oh, diese Kinder machen noch in die Windeln, das mache ich nicht mehr. Also egal, wie offen du, glaube ich, dem Kind zeigen willst, dass das echt egal ist. Deswegen fandest du es wahrscheinlich cool, so alt zu, also nicht so alt, sondern älter, einer der Älteren zu sein, weil du ja schon älter warst. Ja, stimmt. Du konntest schon nie aufs Klo gehen. Ja. Ich war dann aber gerne auch dieser, der dann so Gegenbeispiel gemacht hat, so alle Mädchen sammeln Diddleblätter und die Jungs finden das scheiße und dann habe ich extra Diddleblätter gesammelt. So, ja, aber das warst du, weil du nicht Pokémon-Karten sammeln wolltest, weil du da dagegen sein wolltest. Weil alle Jungs keine Pokémon-Karten sammeln, fand ich das dämlich. Es ist so... Und ich habe, also ja, ich sehe das ja aus heutiger Sicht genau, dass es einfach nur so aufgesetztes Entgegenschwimmen war. Keine Ahnung, warum ich es gemacht habe. Aber dass du meinst mit diesem krampfhaften, oder was heißt krampfhaften, dieses, dass man erwachsener sein will, als man eigentlich ist.
Ich habe das Gefühl, ganz besonders schlimm wird das so, wenn du so 11, 12 bist, so Anfang 5., 6. Klasse. Zumindest war das meine Erfahrung. Leute fangen sehr schnell an, alles, was sie in ihrer Kindheit mochten, abzulehnen. Und du selber bist da, oder ich persönlich war sehr in einem Konflikt, dass ich offen sagen kann, was ich immer noch mochte, was vielleicht kindlich ist. Sowas wie Mario alleine war schon teilweise einfach zu kindlich manchmal. Ja, außer den Ausnahmen, wenn es mal nicht ist. Oh, der Struggle, das Gamecube-Kind zu sein. Ich habe immer versucht auszustrahlen, dass es was Schönes ist, seine Kindheit zu bewahren. Und das wurde auf jeden Fall manchmal sehr schlecht aufgenommen. Bei mir genau das Gleiche. Ich persönlich habe sehr damit gestruggelt. Aber ich bin irgendwie echt froh, dass ich dann doch das nie ganz losgelassen habe und nie gesagt habe, oh nein, das ist Kinderkram, damit mache ich nichts mehr, sondern irgendwie, keine Ahnung, ich bin ziemlich dabei geblieben. Ich wollte mich auch nicht. Das ist aber irgendwie sehr schade, dass man so runtergemacht wird auch vielleicht, wenn du solche Dinge immer noch magst. Ich wollte mich nie krass emanzipieren, von mir selbst immer so. Es gibt, glaube ich, diesen Tag bei manchen Leuten, dass sie da nichts mehr mit zu tun haben wollen, wie sie früher waren oder so. Ja. Das respektiere ich genauso wie bei mir, wo es eher so andersrum ist. Dass ich mir so denke, oh, die ganzen Sachen, die mich ausmachen, gefallen mir immer noch. Oftmals ist es so, dass du auch gerne dafür runtergemacht wirst. Oh, magst immer noch so Kinderkram oder so. Ja. Was halt nicht cool ist, finde ich. Definitiv nicht. Ja, ich glaube, es war sogar auch die Zeit bei mir der Oberschule, wo ich dann auch, ich glaube, den Gamecube dann verkauft habe auch. Oh! Das ist unangenehm, war. Und eine Playstation gekauft habe. Oh, Playstation war cool, ja. Angefangen habe, FIFA zu spielen und Aber Melf hat dann Competitive FIFA gespielt. Wir haben sogar den auf dem Biologie-Rechner haben wir Half-Life installiert und so und das sind ruckelnd gespielt und alles. Aber du hast doch wirklich irgendwie Tournaments dann gemacht. Ich habe. Dazu muss man aber auch cool. Fairerweise halb sagen. Also halb professionell FIFA gespielt ein bisschen. Dazu muss man sagen, speziell die Zeit, in der von der Melf gerade redet, das war auch die GameCube PS2, das war halt auch die Zeit, wo Gaming sich drastisch gewendet hat und plötzlich alles. Wind Waker wurde bekanntermaßen. Unfassbar viel damit, genau die falsche Zeit dafür. Bunt ist und für Babys. Das war halt so wirklich die wirklich rebellische Teenager-Phase der Jugend, oder auch der Gamer, besser gesagt, wo auch alle gesagt haben, yeah, GTA ist das beste Spiel der Welt. Wo sind die Waffen und die... Ich will keine bunten Babyspiele. Ja. Was dafür dann auch nach und nach dafür gesorgt hat, dass die Spiele immer grauer und brauner wurden und immer hässlicher und langweiliger. Immer alles verrostet und... Ja. Ich bin so froh, dass wir die matschige Phase hinter uns gebracht haben und diese inzwischen sagen können, Farben sind eigentlich ziemlich cool. Ich meine, Elden Ring, um direkt mal über Elden Ring zu reden. Das wäre ein Spiel, das hätte es allein vor 15 Jahren, das hätte es nicht gegeben, was halt einfach dieses an sich düstere Spiel ist, auch mit Blut und sowas, aber schaust in den Himmel, ist einfach dieser riesige Regenbogen, bunte Farbe im Himmel, als du denkst dir so, das sieht ziemlich schön aus. Ja. Aber ich möchte sagen, aber es gibt auch Leute, die finden aber Elden Ring nicht sonderlich wahr. Viele von den matschigen Spielen waren auch ganz cool. Also das ist so, als ob es ein ganz hässlicher Trend so durchgezogen hätte. Es gab viele Spiele, die waren sehr cool, aber es war halt wirklich so ein. Aber sie waren optisch nicht so schön. Vor allem, ich fand PlayStation-Spiele, die sahen halt immer sehr, sehr matschig aus. Ne? Ich weiß nicht, es wirkte zwar irgendwie besser von der Grafik, weil irgendwie... Ja, man hat sich mal eingeredet. Es sieht irgendwie besser aus, aber irgendwie matschiger und... Also es war so ganz komisch, fand ich. Nein, immer. Das ist schon richtig. Die PS2 war ein gutes Stück matschiger. Weil es eher wie die echte Welt aussah, dachte man, oh, das ist gut. Sie war aber auch die schwächste Konsole. Man hat Art Direction nicht ganz... Wenn man die Dreamcast nicht mitzählt. Mit Bedarf. Sonst war sie die... Aber ich fand halt... Ich fand trotzdem viele PlayStation-Spiele irgendwie auch hübsch. Also muss ich sagen. Oh ja, auf jeden Fall, natürlich. Man kann mit jeder Konsole Kingdom Hearts 2 sieht heute noch gut aus. Sogar das N64 hat ein Banjo-Kazooie. Ja. Und sonst bestimmt auch noch ein Spiel, das gut aussieht, aber mir fällt kein sein. Ja, oder eins, was auch eher so verwaschen oder grau war und was trotzdem gut ist. So GoldenEye oder weiß ich nicht. Habe ich nie gespielt, aber habe ich gehört, dass es gut ist. Ich liebe es damals. Ich sagen, das ist einer der besten Ego-Shooter-Spiele immer noch. Habe ich hier schon mal in die Kamera gehalten? Man kann es irgendwie jetzt nicht. Ich habe es 20 Minuten gespielt und dachte mir so, hä? Ich glaube, Danki hat es mal mit der Tastatur und Maus zum Lauf bekommen und hat dann gesagt, ja, dann ist es wirklich ganz gut, aber sonst halt nicht. Das Team hinter GoldenEye und
Perfect Dark, was sie auch gemacht haben auf N64. Die haben dann nachher Timesplitters gemacht, also das heißt, wenn mir jemand was erzählen will, oh, GoldenEye, so, hast du mal Timesplitters Future Perfect auf Nintendo? Das sieht so cool aus. Ich habe tatsächlich nie Timesplitters gespielt. Ich wünschte, Timesplitters wäre ein Kindheitsspiel von mir gewesen. Das war so, das hätte ich geliebt, glaube ich. Das ist ab 18. Ich habe sie gespielt. Ja, na und? Ja, GoldenEye war auch ab 18. Das war sogar, ich muss mal sogar importieren. Das Coolste. Ja, also. Ich war richtig abgeneigt gegenüber solchen, oh, diese ganzen brutalen Spiele und das ist alles nichts für mich. Aber es gab so Ausnahmen, so GTA und so war einfach nice. Keine Ahnung. Und oder Resident Evil das auch lange nicht Nintendo gefühlt. GameCube. Aber ich habe mir immer gesagt, nee, das ist eher nicht für, ich habe ja sogar Zelda nicht gespielt, weil ich dachte, das ist, ich bin eher so, ich will eher so bunte kindliche Spiele spielen, weil ich nicht gecheckt habe, dass Zelda auch eigentlich in die bunte Richtung geht. Zelda hatte ich auch spät kennengelernt mit Phantom Hourglass erst. Beziehungsweise, dass wir da überhaupt im Kopf gerade noch diese Unterschiede machen, zeugt von dieser Zeit, in der wir da groß geworden sind. Vielleicht ist das echt so ein krasses Ding, ich glaube, das ist jetzt halt nicht mehr so sehr in den Köpfen von Gamern. Heutzutage sehe ich das, ich meine, heutzutage denkt man, würde ich sagen, kann auch an speziell, ich würde sagen, Fully und ich auf jeden Fall, Maeve auch, weißt du was, einfach nur du, nicht Johnny. Dankeschön. An uns liegt Spiele sehen heute so divers aus wie noch nie. Heutzutage sehe ich auf jeden Fall, ziehe ich eine ganz klare Grenze bei Spielen, je nachdem, wie sie sagen, wie viel Handholding sie betreiben, wie viel halt einfach mal, wie viel komisches Tutorial-Zeug sie haben, DLC oder so. Das ist so eher der Punkt, den ich mit den nervigen AAA-Spielen aus der aktuellen Zeit verbinde. Dass sie dann einfach das Spiel nicht spielen lassen. Was war jetzt mit mir? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du einen Unterschied bei den Spielen zwangsweise ziehst. Du spielst hauptsächlich Nintendo-Spiele, die haben nicht so viel Tutorial-Zeug. Von an der Handhaltung? Ja. Yeah. Ja, aber wenn sie es haben, finde ich es immer sehr, sehr irritierend. Beziehungsweise das Schlimmste sind einfach nur Screens, die so aufploppen und dann drückst du es weg und dann kommt noch einer. Screens mit Screenshot aus dem Spiel, wo sie dann sagen, hey, in 20 Minuten wirst du vielleicht da reinzwicken müssen, um das anzuvisieren. Behalte das besser im Hinterkopf. Das gab sehr lange. In 20 Minuten wirst du das, was du hier gerade liest, gebrauchen. Ja, ich hasse es, das sind so oft. Das sind jetzt 5 Seiten, die du durchblätterst. Und es ist irgendwas, nicht mehr was du jetzt machen musst, sondern irgendwas, was du irgendwann mal machen kannst. Baut einfach ein Level durch, wo ich verstehe, was das ist. Far Cry 3 Blood Dragon heißt es, glaube ich. Ist so ein Spin-off von Far Cry. Oh, dieses mit dem 80s Lights. Ja, genau, richtig. Die haben, ich glaube, die haben ein richtig gutes Tutorial gemacht, wo dann auch sie alle diese Tutorial-Vorurteile so auf die Schippe genommen haben und den. Ich weiß leider keine Details mehr, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie es richtig gut gemacht haben mit Textboxen, die aufgeploppt sind und dann so. Ja, eigentlich brauchst du das hier nicht lesen. Das ist ein Shooter, das musst du schon verstehen. Yeah. Aber du musst die nächste Szene leider trotzdem wegklicken. Und Doom hat das auch gemacht. Da war dieser Typ, der gesagt hat, oh, Doom Guy, oh nein, die Maus, der Boden. Und dann schlägt er den Monitor, nimmt sich die Waffe und das Spiel geht los. Was jetzt gerade dazu passt. Sieht gestern erst habe ich das angespielt, Paper Mario Origami King. Und das Tutorial, die gleichen Sachen werden immer und immer und immer wieder wiederholt. Ja, ich habe nur ein Chapter gespielt ich habe dreimal die gleichen Erklärungen bekommen und ich hatte halt nicht mehr irgendwie Raum, Dinge auszuprobieren, was halt gewisse Dinge. Dabei ist Origami King so hübsch und auch kreativ irgendwo, aber. Ja, aber zum Beispiel beim Bosskämpfen hast du dann zum Beispiel so Pfeile liegen und dann wird dir das ewig erklärt, anstatt dass du es einfach mal ausprobieren kannst. Und dann habe ich erstmal gemerkt, dass gewisse Dinge nicht funktionieren. Und dann habe ich gewisse andere Dinge erstmal gar nicht verstanden, weil das Tutorial nicht aufgehört hat, mich voll zu labern mit dem Kram, anstatt einfach mal, dass ich gucken kann, wie es geht. Es ist ja super, dass sowas da ist, weil zum Beispiel vor allem bei den Nintendo-Spielen spielen auch Jüngere. Die wollen auch an die Hand genommen werden. Aber es gibt natürlich auch Leute wie wir, die das auch noch trotzdem spielen wollen. Ich meine, obwohl wir schon so alte Säcke sind. Und da müsste es halt eine Option geben, wie von wegen so, ich hab's kapiert, Mann. Das ist erklärt, Pokémon das ist ja gut. Aber es soll so erklärt werden, dass es intuitiv ist. Das ist das Wichtige. Genau, genau. Dass es erklärt wird, ist ja okay. Aber das Ding ist, du hast einen Kampf ganz am Anfang in dem Spiel. Pokémon-Spiele sind schrecklich, was es eigentlich. Dann hast du 20 Minuten später deinen ersten Random-Kampf und dann kriegst du exakt das Gleiche nochmal erzählt und musst exakt das Gleiche nochmal machen und es ist exakt der gleiche Kampf nochmal, den du vor 20 Minuten gemacht hast. Kann ich mich bei Origami King überhaupt nicht dran erinnern, aber kann sein. Ja, ich hab's gestern erst gespielt und ich hab überhaupt nicht verstanden, warum ich das Gleiche nochmal erklärt bekomme. Ja, das ist kein gutes Tutorial. Nein. Was hatte Maeve eben gesagt? Dachte, das war mir was eingefallen. Dass es auf die Schippe nimmt, das Tutorial? Nee, dass Tutorials. Dass man skippen kann.
Das stimmt, dass man, dass es ein normales gibt und dass es eins gibt, was man einfach skippen kann als älterer Spieler oder als erfahrenerer Spieler. Hey, aber in Elden Ring zum Beispiel, da gibt es eine Grube, die du reinhüpfen kannst. Problem ist nur, sie ist so gut versteckt, dass der wird dir alles erklärt, yeah, und du triffst den stärksten Boss im Spiel. Das Problem ist nur, dass die Grube, viele Leute haben sie nicht ganz erkannt und sind einfach dran vorbeigelaufen. Ach so. Um fair zu sein, auch wenn du das Spiel jetzt nicht kennst. In Gruben. Ich hab's gemacht. Ja, wenn du das Spiel auch nicht kennst und du hörst einfach nur, oh, Souls-Spiele sind so ein bisschen, ja, ne, sind ein bisschen weniger verzeihend oder so, du springst dich erstmal random in die erste Grube, die du siehst. Also in die Patch reinspringen ist sehr antu. Ich glaube, da kommt jetzt eine Meldung. Eine Meldung von wegen, hey, du willst übrigens in die Grube springen, wenn du noch was lernen willst. Yeah. Aber generell in Elden Ring, was auch ganz nett ist, wenn man Spiele anfängt, dann kommt ja auch immer, ploppt auch immer Zeug auf von wegen, hey, wusstest du, dass du dich heilen kannst mit dem Estus Rip-Off? Und dann denkst du so, ja, das weiß ich. Und man muss immer wegklicken. Und in dem Spiel, was ich super angenehm fand, ich dachte mir, okay, in den alten Teilen war es mir egal, weil es waren nicht so viele Tipps. Aber hier ist ein bisschen viel in Elden Ring. Und es gibt tatsächlich auch die Option, dass man auch die Hinweise komplett ausschaltet. Ja. Und ich denke, das ist super angenehm. Das ist super gut. Dabei, ich glaube, Breath of the Wild hat ein Tutorial, was ein bisschen sehr akribisch auch Dinge erzählt, wo, wenn man das Spiel kennt, ein bisschen genervt von sein kann. Aber eigentlich ist es. Du bewegst dich frei im Tutorial. Es ist so gut gemacht. Ja, ja, genau. Also an dem Punkt kann es einen nerven, aber für das erste Mal ist es ein perfektes Tutorial. Ich hätte ganz ehrlich für Elden Ring mir so ein Plateau gewünscht. Für den Anfang, wo du auch dann richtig ist das perfekte Story, aber natürlich kann man später vielleicht sagen, ja, okay, ich hab's verstanden, aber sowas wie Limgrave. Ja. ich finde den Anfang, wie du da reingeworfen wirst, so bescheuert, weil du kannst so viele easy Höhlen am Anfang einfach komplett verpassen. Und dann gehst du halt, die Welt hat gesagt, du sollst dieser Spur folgen und die führt halt zum ersten Storyboss. Und ich meine, sind wir ehrlich, der Haudi hat voll auf die Schnauze, weil er ist. Ich denke, Bargit ist einfach nur viel zu hart als erster Boss. Es hat mich am Anfang auch irritiert, aber ich fand es irgendwie mega cool, dieser Linie zu folgen, um dann richtig eins aufs Maul zu bekommen und dann sich zu überlegen, okay, wie funktioniert das Spiel eigentlich? Ich muss woanders hin. Ich muss mich umgucken hier. Und Das hat mich sehr begeistert und es hat mir viel Spaß gemacht, tatsächlich. Ich empfehle immer noch jedem, das Super Smash Bros. Tutorial Video, was bei jedem Spiel, glaube ich, auch irgendwo läuft, zu schauen, weil bis zu dem Zeitpunkt ist man nur am Mashen und man glaubt, man hat Smash an sich so verstanden und am Anfang von diesem Video wird halt auch Bullshit erklärt, da werden Sachen erklärt, die weiß man halt, das ist so easy. Aber irgendwie hat es eigentlich immer mir die, also nicht immer, es hat mir einmal so die Augen geöffnet, wo ich so dachte, ach so ist das Spiel eigentlich auch aufgebaut und gemeint. Wie nennt man diesen Sidestep? Das hat mir schon sehr geholfen. Also da, wenn du Schild machst, da bin ich dann auch ein Fan von so Tutorials, die vielleicht ein bisschen zu aufdringlich oder irgendwie so wirken, als ob sie die offensichtlichen Sachen zeigen, aber das, da sage ich, jeder, der Smash noch nicht ganz so gut, also gerne spielen will, aber irgendwie immer nur rummasht, schau euch das Video einmal an. Was ich halt zum Beispiel dort gelernt habe, ist dieses halt, du hast, ich weiß nicht, wie man das nennt, Sidestep oder so, wenn du halt den Schild machst und dann hoch oder runter gehst und dann halt quasi nur ein Projektil oder so damit dodgen kannst. Ja, einfach kurz ausweichen, habe ich da gelernt. Sowas kannte ich halt überhaupt nicht, oder dass das in der Luft oder so geht. Oder dass sie das von Spiken auch zeigen. So, mach mal in der Luft so einen Move und der kann dann dazu führen, dass du jemanden direkt in den Abgrund runterhaust. Und also du kannst tatsächlich was draus lernen. An dem Punkt war ich verliebt. Ich habe nie den Schild benutzt. So viel zu meinem Skill. Ich hab Mario. Oh mein Gott, Schilden ist so wichtig in Smash Mave. Hab ich nie gemacht. Oh mein Gott. Vor allem im richtigen Timing. Ich glaube, das wird dir auch erklärt. Wenn du das Timing richtig im Shield machst, dann verlierst du da nichts. Du kannst mit dem Schild ja sogar abbrechen, dass du wegfliegst, wenn du gegen eine Wand klatschst. Du kannst einfach, obwohl du komplett weg abprallen müsstest, kannst du es einfach abbrechen mit dem Schild. Und bleibst das auf der Map. Das wusste ich nicht. Benutzt du das Schild in Smash? Doch, das hast du bestimmt in Tempel schon mal gemacht. Also man muss einfach ein bisschen das Schild spammen, zum Beispiel, wenn man in den Tempel so umhergeschleudert wird. Und dann hält sich der Charakter plötzlich fest und ist wieder auf Null. Von der Geschwindigkeit her. Wisst ihr, welches Spiel ein besseres Tutorial gebraucht hätte? Super Mario Sunshine. Denn, aber es hat ein ich meine, ein wird der Move, dass man über Wasser einfach so rutschen kann, generell nicht gezeigt. Aber wisst ihr, was scheinbar nicht gut genug erklärt wird, ist, dass wenn man Y drückt, dass man dann in diese Third-Person-Perspektive geht und dann besser zielen kann.
Ich habe so viele Let's Plays und Streams oder was auch immer gesehen, wo Leute nicht wissen, dass das eine Sache ist. Und dann lassen sie einfach nur R gedrückt und ziehen so ganz komisch durch die Gegend und denken sich so, oh, bei das mir spielst du Scheiße! Ja. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe immer nur so geschossen im Stehen, im festen Stehen, weil ich nicht wusste, dass ich zum Beispiel auch einfach nur so mit R was machen kann oder sogar dabei laufen kann. Oder so rum. Obwohl das Video dir das am Anfang zeigt, aus irgendeinem Grund habe ich das als Kind irgendwie immer nur so mit diesem Y-Ding gemacht, weil ich das nicht anders wusste, weil du das halt sehr gut nutzen kannst für die ganzen Piranhas am Anfang und das andere erstmal gar nicht so sehr brauchst. Und deswegen wurdest du nochmal in die Vorschule geschickt. Deswegen wurde ich in die Vorschule geschickt. Da habe ich erstmal gelernt, wie man richtig R drückt. Er hat nicht herausgefunden, dass man auch während man Spritz laufen kann. Der braucht noch ein Jahr. Ich habe früher auch gedacht, dass auf dem Wasser glitschen ist ein Glitch. Also ich dachte, das wäre so eine Art Rutschen. Das war gar kein Move, der geplant war. Also, ja, das habe ich aber auch damals ich habe es ja vor ein paar Monaten gespielt. Und ich weiß so schnell, wovon ihr redet, mit dem Wasserglitschen. Ich habe keine Ahnung, wovon du machst einen Dive-Jump auf eine Pfütze und dann wird der so schnell, dass es über Wasser rutscht. Und das hört nicht auf. Ich bin über Wasser. Ja, aber nicht über Wasser, sondern über Land, das nass ist. Ja, auf dem Wasser halt dann rutschen. Und dann ja, aber auf Land, auf dem Wasser klingt in Sunshine so wie die Turbo-Nozzle, die, mit der du schwimmst. Was wollte die eigentlich? Ich dachte jetzt, die hatte kaum Nutzen. Die hat nicht so viel. Die hatte ein paar coole Secret Missions. Ich mag die, aber die hat einfach. Die hatte die eine coole Secret Mission. Eine Secret Mission. Und die hatte die generell hatte die noch eine einzige Pflichtmission eigentlich? Nein. Nee, ne? Nee. Ja. Aber dafür waren sie auch nicht. Hatte die Rocket Nozzle eine Pflichtmission? Ja. Welche? Doch, doch. Okay, du musst damit ja überhaupt erstmal in die Welt. Du kommst da. Ich glaube. Ich weiß, keine Pflichtmission, ist, glaube ich. Nein, es ist nicht die 8. Mission. Pass auf, am Hafen. Bowserkampf? Am Hafen beim zweiten Blooper. Ja, okay, ja. Beim zweiten Blooper am Hafen. Ja, da. Ich weiß nicht, ob man zu dem hochkommt. Die Turbo-Nozzle ist echt nicht so sinnvoll wie die Raketen. Die wird eingesetzt im letzten Level und so. Man will die Raketendüse auch einsetzen. Bei der Turbo-Nozzle denkt man sich so jetzt, warum sollte ich die verwenden? Ja, ja, nee, ich fand die super cool und spaßig eigentlich. Ja. Aber du hast halt keinen Nutzen. Du läufst ein bisschen, sie ist spaßig, um durch Plaza Delfino ein bisschen zu laufen, aber sonst, was willst du damit? Um vor allem durch Plaza Delfino zu schwimmen. Es ist wie ein Blooper on the go. Ohne, dass man verreckt. Du könntest halt Speed-Level oder so damit machen. Keine Ahnung, Rennlevel, ich weiß auch nicht. Sie haben eins man hätte das eigentlich bei dem einen Runner benutzen können, easy. Warum gab es da nicht eine Turbo-Nozzle irgendwo? Bei was? Der Runner. Der Postbote aus Ocarina of Time. Ja. Oh. Ach so, Palmaton. Genau, ich habe deinen Namen nicht mehr im Kopf gehabt. Sagen wir einfach, der nimmt eine unmögliche Abkürzung, die du als Spieler nicht normalerweise nehmen könntest. Und du hast halt eine Turbo-Nozzle. Kann man auf die dem da Weg nicht holen? Ich erinnere mich nicht, dass die in irgendeiner Form überhaupt nötig. Die war aber nicht notwendig. Mir geht es darum, dass sie notwendig ist. Du kannst sie nicht ohne machen. Ach so, du meinst, okay. Du musst die dann einsammeln, weil er geht eine Abkürzung, womit er halt so viel Strecke abläuft, die du kannst ihm da nicht folgen. Ich meine, über Designentscheidungen und Missionsstrukturen bei Sunshine kann man viel reden, wie viel besser manche Dinge hätten sein können und wie viel mehr Potenzial vor allem in diesen Welten steckt. Was man noch alles Cooles hätte machen können, anstatt irgendwo wieder, keine Ahnung, einfach nur irgendwas sauber zu machen oder so. Aber ja. Das ist trotzdem eine coole Edition, die Nozzle, finde ich. Also die Turbo-Düse. Nein. Doch. Ich habe die beide noch nicht gefunden. Ich finde die cool. Die macht Spaß. Nur sinnlos. Ja, ja. Das stimmt. Weder Rakete noch Turbo kenne ich, glaube ich. Ich fand die Turbodüse spaßig, als ich 11 war. Stimmt, Mav dürfen wir gar nicht so spoilern. Der ist noch nicht bei. Ja, ich habe die bestimmt schon mal gesehen. Der will eh nicht anscheinend durchspielen. Doch, der hat das Hotel-Mysterium schon hinter sich. Ab dem Punkt geht's. Ja, okay, an dem Punkt hast du dann die. Also, das Hotel ist halt die größte Scheiße. Ich habe diese Mission geliebt als Kind, weil man. Es gibt keinerlei Game, es gibt wirklich nichts in dieser Mission, was irgendwie Game Design Regeln befolgt. Der Spieler weiß überhaupt nicht, was er tun muss und warum sollte man von ich liebe unten ja die durch Scheiben so ein Wasserloch die ganze springen. Zeit umzudrehen. Okay, ja, das weil ist einfach jeder nur Tropfen einfach das Ding zum Durchdrehen. Ja, das ist einfach nur broken, ja. Oh. Ich liebe Sunshine und ich weiß, dass es so scheiße ist an vielen Stellen, aber es ist einfach Kindheit. So, ich habe gehört, dass ihr Maeve ziemlich schlecht geredet habt, weil er Sunshine nicht durchgespielt hat. Dann möchte ich mal fragen, wer von euch beiden hat Witcher 3 durchgespielt? Maeve hat es auch noch nicht durchgespielt, oder? Johnny, 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 Johnny.
Johnny, ich hab Maeve nie schlecht geredet, ich dachte, du willst auf irgendwas anderes hinaus. Maeve hat Sansha als einziger von uns nicht durchgespielt und du als einziger nicht Witcher 3. Ja. Was machen wir denn da am besten? Du machst dann einen Vergleich, ach so, ja gut. Maeve spielt mehr als ich. Aber nicht Sunshine. Hin und wieder. Aber ich werde es irgendwann bestimmt durchziehen. Also ich würde eher nochmal Sunshine durchspielen, als jetzt Witcher anzufangen, habe ich das Gefühl. Aber ich habe voll Lust auf Witcher, so ist nicht. Aber Witcher ist das bessere Video. Aber ich bin irgendwie bereiter, sowas Kleines zu machen. Ist schwer, zu vergleichen, die beiden. Anzufangen. Vielleicht ja, solltet ihr mir das als also Hausaufgabe geben. Ich würde auch jeden Witcher empfehlen, nur es ist so viel Zeit. Also du kannst natürlich viel Zeit reinstecken, aber was mir persönlich geholfen hat, in Gedanken reinzugehen, ist zum Beispiel, dass du ein oder zwei Quests immer abarbeitest und nicht hingehst und sagst, oh, ich muss jetzt 12 Stunden spielen. Mhm. Weil die sind an sich nicht so lang, aber lang genug für eine gemütliche Session einfach. Wenn ich mal das Gefühl habe, ich will jetzt ein großes Spiel spielen, dann wird es wahrscheinlich auch Witcher. Ich habe das Gefühl. Ich glaube, sind wir schon in der Gamer-Woche, oder? Ja, yeah, schon quasi. An sich schon mit Sunshine. Hast du schon den Switch gemacht? Nein, jetzt haben wir das. Ah, das ist okay. Ja, die Brille kommt ja auch erst jetzt. Ich hab jetzt ziemlich viel Witcher gespielt, nämlich, weil ich letzte Woche davon erzählt habe, dass ich Witcher 3 durchgespielt habe. Und ich dachte mir, nur bis heute ziehe ich die 2 DLC durch. Das war nicht möglich. Die DLC habe ich das zweite DLC, ich habe dir die ganze Zeit gesagt, das zweite DLC ist wirklich groß. Ja, aber ich hab gerade mal das erste geschafft. Das war ich habe absolut keine Erinnerung mehr an das erste, muss ich sagen. Es war fantastisch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich erinnere mich ungefähr an einen Bruchteil aus dem Finale der Story, aber sonst an nichts. Ja. War das nicht eine da aus einer riesigen Fantasy-Welt? Also Fantasy im Sinne, dass es sehr viel fantastischer auch aussah? Das war die zweite DLC. Okay. Das ist sehr viel farbenfroher da. Ja, das meine ich. Frankreich. Das war der Übergang aus dieser verwaschenen Zeit zur jetzigen. Ja, genau. Die Witcher da im DLC Witcher ist dafür, dass es auch generell so ein ernstes Spiel ist, so voller Farben. Es ist ja, echt gut. Ist schon ein buntes Spiel, kann man sagen. Und es beißt sich nicht mit dem Setting. Das ist etwas, was ich tatsächlich schon öfter gehört habe. Oh, zu knallige Farben oder so können sich mit dem Setting. Es ist bunt, Setting, aber auch dunkel. Also es hat beides. Ja, genau. Können sich halt mit dem Setting irgendwie oder mit der Thematik irgendwie beißen. Ich finde aber, das muss sich überhaupt nicht nehmen. Vor allem der Kontrast kann wunderschön sein, wenn du einfach generell einfach Farben und Leben in der Welt hast und in der Darstellung, aber trotzdem die Thematiken manchmal einfach super, super dark sein können. Das ist. Im Mittelalter gab es auch einen blauen Himmel. Ja, wo sind diese Farben und das so Leben in der Witcher 3-Welt, von denen du redest? Hä? Es ist teilweise schon bunt, Mori. Es ist schon farbenfroh. Also, wenn ich an der Witcher 3 denke, es ist schon sehr. Ich meine, es gibt diesen einen sumpfigen Wald, der durchaus sehr matte Farben hat. Aber selbst der kann trotzdem sehr schön sein an anderen Stellen. Ich habe den Namen vergessen. Novigrad ist da eine dunkle Stadt und Skellige ist auch nur grau. Ich finde Novigrad gar nicht so dunkel und düster. Skellige ist auch nicht nur grau. Skellige ist voll hübsch. Oder generell die Skellige Inseln. Ich werde nichts so wirklich ganz sagen. Immer nur Skellige, ich mag das Wort. Ja, ich sollte Witcher 3 spielen. Schnell durch. Ja, muss nicht das durchspielen, es reicht, wie einen roten Baron gemacht hat. Sunshine ist schnell durch, deswegen. Blutiger Baron. Den blutigen, meinst du? Jedes Mal aufs Neue. Ich hätte das jedes so Mal gelangen. Aufs Neue. Der ja, blutige gute, Baron, gute nicht der Rote. Was ich halt viel gehört habe, ist, dass die DLCs gut sind. Der rote und Baron ist ein DLC? Flugzeug, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Das zweite DLC, Blood and Wine, so viel besser sein soll. Und deswegen habe ich irgendwie voll wenig erwartet von Heart of Stone. Warte, ist besser als was? Also als das erste DLC? Als das erste DLC. Okay, ich wollte gerade sagen, als das Hauptspiel nicht. Nein. Weil wahrscheinlich liegt es auch daran, weil das halt noch auf der alten Welt ist, das DLC. Das spielt ja nicht in einem. Es hat keine eigene Karte, sagen wir mal so. Und okay, ich muss aber trotzdem, war der Flieger, nicht das Flugzeug. Ich muss aber trotzdem sagen, dass das erste DLC mir so gut gefallen hat. Anfang war vielleicht ein bisschen langsamer, aber ich habe so coole Erfahrungen. Also allein schon es gab eine Painted World. Die fand ich sehr gute Idee. Maeve hat mich angeschrieben,
Fainted World habe ich gemacht, der Boss war ziemlich cool, habe ich gesagt, was? Du hast Friede gemacht und, ne, warte, was habe ich geschrieben? Du hast den Friede und nicht Priscilla gedacht? Du hast Dark Souls 3 gespielt oder sowas geschrieben? Warte. Warum dachtest du an Dark Souls 3 und nicht an 1? Maeve hat geschrieben, schon wieder eine Painted World, aber der Boss war ultra schwer. Und ich habe geschrieben, hast du die Painted World aus Dark Souls 3 fertig? Painted World klingt übrigens sehr bunt an der Stelle. Ja. Ist sie aber nicht. Vor allen Dingen, ich sag ihm. In Rayman schon. Er weiß, dass ich Witcher spiele aktuell. Ich hatte keine Erinnerung mehr daran. Ich dachte, du hast nebenbei, dachte ich mir, oh ja, ich wusste, dass du Witcher 3 durchhattest. Deswegen dachte ich auch, vielleicht hat er Dark Souls 3 weitergespielt. Ja, stimmt, du wusstest nicht. Wahrscheinlich dann bei Discord auch bei Maeve gerade spielt The Witcher 3 oder so. Ah, das weiß ich nicht. Manchmal habe ich es auch, manchmal habe ich es aus. Ich hab's immer aus. Sind davon, ich wusste, dass er es durchhatte letztens, die Hauptstory. Ja, sei es ja wieder Dark Souls 3 weitergespielt. Ja, ich wollte eigentlich bis heute die zwei DLC durch. Rocken, aber... Er war nämlich in Dark Souls 3 auch kurz vor dem Ort, wo er zum ersten Mal in die Painted World könnte. Oh. Nach den Abyss-Watchern? Eigentlich schon da ein gutes Stück davor. Ja. Nee, war das was davor, nicht danach? Gutes Stück davor. Sicher? Ja, bevor du... Oh nein, das ist vor den Deacons-Kammern. Ja. Also, aber ja, da kann ich auch dir nicht mehr, du dachtest, dass es in Dark Souls ist. Aber zu den Deacons kann ich da auch schon. Ja, aber, vor ja. Der, ja, aber auf dem Weg zu den Deacons kommst du in die Painted World. Und da ist Friede. Yep. Ja. Und Freude ich und Eierkuchen. Ich habe von Friede nämlich schon viel gehört und ich will, glaube ich, da nicht hin. Ich kam eigentlich ganz gut tatsächlich mit dir zurecht. Ist ein. Ist ich habe sogar den Kampf, lang, ich hab sogar halt den Kampf schon gesehen, glaube ich. Weil, nach Melania ist das nichts, was dir mehr Angst machen sollte. Okay. Aber irgendwann spiele ich bestimmt Dark Souls 3 auf einer. Ja, das fände ich auf jeden Fall lustig. Ich dachte, nein, Dark Souls 3 Bosse lassen dich sogar noch mal angreifen. Nicht so wie Elden Ring. Und damit gehe ich kurz weg. Tschüss. Ich hatte komplett nicht mehr auf dem Schirm. Der greift dich noch mal an. Ah, ich hatte komplett nicht auf dem Schirm, dass es Witcher 3 eine Painted World gab. Ja, ich fand es witzig, dass es so ist. Ist das irgend so ein Begriff? Oder, also gibt es das in mehreren Spielen? Oder wie na, das ist einfach eine Welt, die in ein Gemälde ist. Das gibt es in sehr vielen Spielen. In Oblivion gibt es das auch. Oblivion gibt es auch. Steht dann da Painted World? Bei Witcher, ja. In Dark Souls, ja. Oh, in Witcher auch. Ah, ja, deswegen. Ich wollte gerade sagen, weil das, ich hätte es ja nicht so... Also Marvin 60 ist einfach ein Painted World Game. Eigentlich schon, ja. Also die aus Dark Souls heißen wirklich spezifisch Painted World von Ariamis und Ariandel. Ja, ich habe Witcher auf Deutsch gespielt, aber da heißt es die gemalte Welt. Also. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, es wäre aber eigentlich voll cool, wenn ein Mario 64 Remake existieren würde, was nicht auf dem DS ist, dann das so zu machen, dass das Schloss irgendwie so real aussieht und die Paintings dann doch irgendwie alle so einen anderen Artstyle hätten. Das hätte doch auch sind was. Aber Portale, das sind nicht gemeinsam. Ich weiß, aber es wäre doch voll cool, wenn du in dem Gemälde dann wärst. In Dark Souls 1 so gepinselt, das in Dark Souls 1 das habe ich als Kind immer gedacht. Die Painted World in Dark Souls 1 sah gar nicht so aus. Woher weißt du dann, dass es nicht so ist? Sah nicht aus wie ein Gemälde, ne? Also wenn du das Gemälde mit der Dark Soul gemalt hast, kannst du an sich auch eine Welt daraus machen. Gibt es in Mario 64 eine Lore, dass das Portale sein müssen? Ja. Ja, ich glaube ja. Hast du nicht Komplettlösung gelesen oder was ist los mit dir? Und vor allem in Odyssey gibt es ja auch diese Bilder und die zeigen. Da steht, dass der Geier Kleptor sind. Ja. Fucking Klepto. Also ja gut, man kommt wahrscheinlich mit, ja, manche sind ja auch keine Gemälde, sondern Wasser. Und eine Wand. Ja. Oder einfach Öl, Gülle, ich weiß nicht, was ist der schwarze würde, Schleim? Vielleicht wird, ja, wobei die sagen, es wurde in den Gemälden sind Sterne versteckt, also ja, schwierig. Ich meine, die Interpretation cool, wo das einfach zu lebendig gewordene Bilder sind. Die Welten sind existent außerhalb der Gemälde, auch es sind halt Portale dorthin. Ja, erstmal die Gemälde aufstellen, nach den Sternen suchen. Das ist ja nicht in-game existent außerhalb von den Gemälden. Was? Du sagtest, das existiert irgendwo doch, da im Pilzkönigreich, aber das weiß man ja nicht. Doch, du bist doch bei manchen sogar irgendwie dann direkt mit dem Pilzkönigreich verbunden und kannst dort wieder hin. Ja, manchmal landest du ja wieder in den Vorgarten. Ja, aber das ist nicht im Gemälde drin. Ja gut, stimmt, aber... Ja, aber das es ist übel ja, cool. Dass es Portale sind. Es ist ziemlich cool. Dass, ich glaube, es gibt es zweimal. Einmal, wenn man durch dieses Loch, wo das U-Boot war, rausschwimmt, ist man im
Nee, ist man dann im See? Ist das noch also ich weiß von zwei Stellen. Das eine ist, wenn du weggeschwemmt wirst, bei da, wo man die Metallmütze bekommt. Und das andere ist da bei dem dann ist man im Wasserfall. Die wie Rainbow Ride quasi aussehen, gegenüber davon. Und dann fällt man von oben runter, ja. Das ist so eine coole Idee. Also Mafia 60 war viel zu kreativ, was viele Dinge angeht. So auf selbstverständliche Art, wo sie später irgendwie... Ja, da kann sie nie wieder ran, aus irgendwelchen Gründen. Da sollten sie wieder mehr von machen. Spiel, was wirklich so eine magische Welt erzeugt hat irgendwie. Sollten sowas wie Odyssey Kingdoms sind super, aber es ist nicht so ein abgeschlossener Bereich, wo man sich so denkt, boah, das ist ja alles so cool. So sollten es wie Bowser's Fury machen. Nur größer und mehr und ja. Ja, und vielleicht das weniger, cool. Dass es so McDonald's-Spielplätze sind, die so verteilt sind. Sondern ja, klar. Halt, ja. Richtige Gebiete und Welten. Mario Open World. Ich habe gerade den schlimmsten Orbe meines Lebens, glaube ich. Und zwar ist er von dem kurzen Jingle, wenn man den Mond bekommt in Mario Odyssey. Und er geht immer wieder von vorne los. Ja, er geht jedes Mal von vorne los. Das ist das Schlimmste. Oh Gott. Irgendjemand hat mal, glaube ich, alle Monde zusammengeschnitten und gemessen, wie viel Zeit das eigentlich einnimmt, jedes Mal nur sich diese Jingle anzugucken bei jedem einzelnen Mond in Odyssey. Es ist echt lang. Es ist sehr, sehr viel Zeit. Ich habe mal ausgerechnet. Galaxy ist es länger. Irgendwann habe ich mal ausgerechnet, wie lange es dauert, alle Crocs einzusammeln in Breath of the Wild. Das Mond einsammeln geht doch voll schnell. Ja, aber du hast so viele davon. Ja, okay. Ja. Das hat irgendwie auch ewig lange gedauert, mehrere Stunden. Nur sich die anzugucken. Ich glaube, die längste Animation hat vielleicht sogar Sunshine. Ja, oder auf Galaxy. Jeden Fall. Galaxy ist auch sehr lang, wie er da erstmal so rumschwebt und so. Ah, schwer. Müssen wir mal. Ich kann mir vorstellen. Ich denke, dass Galaxy ist eine längere Animation. Ja. Ich kann. Ja, ich denke auch. Galaxy könnte Galaxy länger sein, weil du erstmal. In Sunshine kannst du, wie viel, 64 sind das über Münzen und wie viel Insignien kann man über blaue Münzen bekommen? Ja, aber da hast du auch immer die Animation. Ja, aber du kannst auch einfach alle gleichzeitig abgeben. Ah, okay, ja. Das heißt, du kannst direkt eine Menge Animationen einsparen. Das stimmt. Aber du 64 ist übrigens viel zu hoch geschätzt, das wäre über die Hälfte. Kannst es aber auch maximieren. Ja, ich dachte, es sind so 30, aber ich habe auch Sunshine nie durchgespielt. Also auf 100%, ich habe das Gefühl, man kann das Spiel mit dem Spiel, man kann natürlich Spaß haben, aber das Spiel macht so viel mehr Spaß, wenn man es einfach nicht auf 100% spielt. Sunshine, ich finde generell, ich habe generell oft den Take, man sollte Spiele nicht immer nur krampfhaft auf 100% spielen wollen. Das ist ein dummer Take. Ich finde, das ist es nicht. Es kommt ganz auf die Person an, das ist das es Thema. Gibt so viele Spiele, es gibt so viele Spiele, die dir kommt. Die werden dir den Spaß so hart ruinieren, weil du es auf 100% spielen willst und dann am Ende hast du das Spiel so schlecht in Erinnerung, weil der Nebenkram nicht so cool war wie der Hauptkram. Ja, aber manchmal und das ist das, was du in deinem Kopf hast, dass du einfach nur genervt warst. Ja. Ja. Deswegen. Ich habe es gehasst, Nier Replicant auf 100% zu spielen, aber ich liebe Nier Replicant. Ja, aber okay. Es kann genauso gut Leute geben, die sagen, aber ich werde nie wieder die 100% machen. Es kann genauso gut Leute geben, die sagen, boah, ich habe gar keinen Bock mehr, ich finde das Spiel super nervig, das war so anstrengend, die Sidequests waren alle scheiße, obwohl das Base-Game eigentlich ganz cool ist. Anstatt einfach die Sidequests liegen zu lassen, hat man sich dann trotzdem durchgequält und ich verstehe das manchmal nicht. Super Mario Sunshine. Du nimmst das Spiel da selber. Ist ziemlich cool, weil du da die blauen Münzen und so auch wirklich gebrauchen kannst und mit den Nebenmissionen zu Bowser gehen kannst. Meinst du Super Mario Sunburn? Habe ich doch zweimal gesagt. Ich hab nicht so gut. Ja, dann ist es gut, dann aber ist es besser. Dann gibt es halt einen Grund, auch andere Scheine zu sammeln. Sunburn, für die unter euch, die es nicht wissen, dass ein ROM-Hack, beziehungsweise ein ROM-Hack ist, sollte zutreffen, auch wenn es kein ROM ist. Wie auch immer, das Mario Sunshine-Hack, wo man quasi mehr oder weniger Open World hat. Man kann frei zu den ganzen Welten rein. Teilweise kann man auch zwischen Welten und her laufen, was ganz spaßig ist, aber sehr plump implementiert. So und es gibt irgendwie so ein paar Custom-Level. Und diese Custom-Level sind so schlecht. Die sind so hässlich. Okay. Ich weiß nicht, warum sie überhaupt da sind. Und bei dem Spiel ist so, bei Sunshine normalerweise ist es so, man muss in jeder Welt
die siebte Mission schafft, damit man es durchspielen kann. Alle anderen Shines, die man sammeln kann, sind vollkommen egal. Und in Super Mario Sunburn muss man halt einfach nur an die 70 Insignien kommen, egal was man macht, wie auch in Mario Galaxy oder Mario 64. 70? Das Problem daran ist aber... um einiges mehr, als man im Base-Game braucht. 70 Insignien in Sunshine sind so, als würdest du 100 in Mario 64 sammeln. Ja. Okay. Das heißt, aber wenn cool. man 50 bräuchte, wäre es, glaube ich, so der Sweet Spot für mich. Weil sonst hat man so die Wahl zwischen, oh, ich spiele Sunshine und ich hole mal so eine Mission, weil ich Lust habe, aber eigentlich brauche ich es nicht. An sich muss ich nur diese paar holen oder ich mache 100%. Es gibt nicht wirklich einen Grund für irgendwas dazwischen zu machen. Und das ist bei Sunburn halt cool. Dass du dann wirklich auch einfach dich nicht so fühlst, als würdest du gerade einfach nur was Sinnloses machen, nur weil es Spaß macht oder tatsächlich irgendwie diese blauen Münzen einfach wasten. Weil du brauchst die blauen Münzen für nichts. Du kannst nichts damit machen. Es ist nur, damit du am Ende 120 Insignien hast. So viele Leute mögen ja die blauen Münzen so überhaupt nicht. Und ich hatte eigentlich Spaß, die zu sammeln. Ich finde die gar nicht so schlimm. Ja, aber es bringt halt nichts. Kind. Ja, aber es bringt halt 100%, nichts. Ja. Ich wusste es aber natürlich als Kind nicht. Ich denke, sie sind sehr schlimm, weil sie sind... das vom Spiel her nicht wissen. Die sind Ersatz für Content, okay? Sie sind Ersatz für ein Drittel der Sterne in dem Spiel. Ja, und wie viel, was sagt das über das Spiel aus, dass mir teilweise mehr Spaß gemacht hat, als den richtigen Content zu spielen? Die blauen Münzen sind in Sunburn so cool. Du siehst die und nimmst die mit und dann hast du am Ende so vielleicht 65 und dann denkst du so, oh, ich habe ja noch hier meine 30 blauen Münzen, dann fehlen mir nur noch 2 Insignien. Ich habe super viele blaue Münzen als Kind gesammelt und ich hatte so viele Shines aus blauen Münzen, weil ich viel mehr Spaß hatte, die zu sammeln, als... die richtigen Scheins. Deswegen warst du in der Vorschau. Okay. Nee, deswegen habe ich als Kind, selbst mit über 50 Scheins, ich meine zumindest, ich hatte 70 oder so, habe ich Sunshine nie durchspielen können, weil Bowser hat halt nie die Gegend geflutet, weil ich nicht überall Mario Morgana besiegt habe, weil niemand im Spiel dir das je sagt, dass das relevant ist. Als was soll die Scheiße, Miyamoto? Ja. Als Fully meinte, dass er lieber die blauen Münzen gesammelt hat. Oh, man auch zu spoilern, der arme Maeve. Als Fully das gesagt hat, dachte ich mir schon, Moment. Das klingt so ein bisschen nach Skill-Issue, aber als er dann weitergeredet hat, wurde es sehr klar. Ich meine, ich kam als Kind nicht gut mit Sunshine zurecht. Skill-Issue also habe ich ja kleinere Aufgaben gemacht. Achso. Okay, Maeve. Ich kam auch als Erwachsener nicht gut mit Sunshine zurecht. Du hast die Hotelmission geschafft. Also ich kam mit den Special-Leveln vor allen Dingen nicht. Ich weiß nicht, wie du es getan hast, aber du hast die Mission geschafft. Ich kam mit den ganzen Spielen zurecht, teilweise. Ich spiele Sunshine immer wieder gerne durch, aber ich weiß auch, wie alles läuft. Und ich habe auch, ich hatte auch schwere Zeit mit Sunshine. Es war natürlich ein sehr nostalgisches Spiel für mich. Das heißt, die rosarote Brille ist natürlich auch sehr kräftig in meinem Fall. Und ich habe ihn dann rausgeholt. Ja, ich hatte auch viele Probleme mit Sunshine, aber Johnny hat mir einen Tipp dazu, wie man das Spiel am besten spielt, gegeben, der alles für mich revolutioniert hat. Ja, so nicht jeden Welt am Stück machen. Ja, es gibt keinen Grund, die Welt am Stück zu machen. Wächst einfach durch. Und dann habe ich dazu gemacht, ich dachte mir, ja, es ist eigentlich angenehm. Macht einfach Spaß. Lauf einfach rum. Der Grund, warum es angenehm ist, ist nämlich der, ein Spielplatz, dass ich die Hotelwelt damit nicht am Stück machen muss. Fick die Hotelwelt, sie ist so scheiße. Fick die Hotelwelt. Und aber einfach die Sunshine wird dadurch... Cool, aber alles andere ist... Ich glaube, war die einzige, die ich am Stück gemacht habe, oder? Sunshine glänzt dadurch einfach noch so viel mehr, weil es wie so ein riesiger Spielplatz ist. Sunshine ist so cool, dadurch zu manövrieren und so. Die ganzen Designentscheidungen oder bestimmte Aufgaben und so ist alles manchmal so ein Bullshit oder broken, aber durch Piazza Delfino zu springen und diese ganzen Moves, die Mario drauf hat und so, dieses Parcours zu machen. Es macht so Spaß, ja, und auch dann in den Hafen mal zu gehen und dann wieder an den Strand und so, ist einfach viel cooler. Ich mag auch eigentlich die kleinen geheimen Aufgaben und Dinge, die du dort machen kannst. Nur schade, dass sie komplett irrelevant sind. Es gibt mega cool. Ist echt cool. Ist halt kein fertiges Spiel. Es müsste unbedingt nochmal so neu interpretiert werden. Ich bin immer noch so stinkig. Sie haben zum Sommer dieses Mario Odyssey-Bild gepostet, wo Mario am Strand liegt mit einer Melone und sowas. Und es gab irgendwie so ein Video oder die früheren Files, wo man so die Weltkarte gesehen hat von Odyssey. Und da war auch ein Delfino drauf, was man erkennt, weil es wie ein Delfin aussieht. Es wäre so ein cooler DLC gewesen. Oh mein Gott, ist es... Gehen wir zurück nach Plaza Delfino, ist es soweit? Denn wir alle wissen, wir wollen zurück. Es gab den Mario Kart Wii-Strecke in Plaza Delfino und dann gab es den Delfino-Flughafen in Mario Kart 8.
Es ist nicht vergessen. Das stimmt, das stimmt. Ja. Sie haben immer mal. Und jetzt gibt es. Sie geben uns gerade so genug, genug Luft, damit wir uns denken: Oh, oh, das, ihr habt es nicht vergessen. Ich dachte immer, sie wollen Sunshine so ein bisschen löschen aus der. Ja, aber nicht wirklich. Da hatte ich nie den Eindruck zu sehr. Ja, die GameCube generell haben sie manchmal so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber jetzt nicht mehr. Das ist so ein, ich weiß nicht, es ist ein bisschen mehr acknowledged worden wieder. Naja, noch haben sie keine Spiele re-released, also. Noch nicht, aber. Ich meine, Sunshine war zwischenzeitlich re-released. Auf der Switch. Habt ihr eigentlich Sunshine mal 100% gemacht? Die haben noch Wind Waker re-released. Wind Waker hat seine absolute Redemption. Das zählt ja nicht. Ja, alle paar Jahre, aber das Ding, das Zelda nach, welches irgendwie seine Redemption auf einmal hat und dann nehmen es wieder alle. Und weil, um Fullies frei zu beantworten, nein, ich habe nie 20 Insignien geholt. Und ich werde es irgendwann mal machen, das weiß ich, aber. Sunshine so zu spielen wie als Kind ist halt so viel cooler, als wie so ein langer Stream. Akribischen Let's Play alles abzuarbeiten. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit Galaxy 100%, also zumindest ohne Luigi, halt nur Mario. 100%, Galaxy 100% mag ich auch gar nicht. Ich muss sagen, es ist eigentlich ziemlich spaßig. Es ist unglaublich. Ich mag Galaxy unglaublich gerne, aber. Ich mache gerne alle Missionen in Galaxy. Ich denke, die Kometen in Galaxy 1 sind nicht. Sind gut. Voll in Ordnung. Eigentlich. Ich hab Galaxy 2 auf 100% gespielt. Die lila Münzen sind die nervigsten und es sind nicht. Es sind tatsächlich. Die lila Münzkometen sind spaßig, die mag ich. Nur den Rest nicht so sehr. Ja, was? Das sind die Nerven. Warum? Was stimmt da mit den anderen nicht? Bei den bei den lila Münzen haben sie aber tatsächlich was abgeändert. Du machst nicht immer nur das Gleiche. Ich glaube, bei den lila Münzen machst du gar nichts. Das sind einfach nur Münzen in der normalen Welt. Münzen, ja. Ja, aber es ist trotzdem ein anderes Ziel. Ja, ich meine, jeder mag verschiedene Dinge. Sonst hast du Zeitlimit oder. Und du ist, du nämlich normalerweise. Folie, erzähl mir nichts. Normalerweise die lila Münzen ist das, was die Leute am ehesten nervt. Bei den anderen Missionen ist halt so, dass du nur die gleiche Mission nochmal machst. Die Münzen sind halt ein bisschen anders. Ja, ein schneller oder die Welt bewegt sich schneller. Ich habe die Grünsterne in Mario Galaxy 2 geholt, insofern. Ich habe Galaxy 1 nie auf 100% gemacht, aber die Grünsterne habe ich gemacht und die sind absoluter Schwachsinn. Galaxy 2 mache ich nur das Nötigste. Aber ich habe sie früher gerne geholt. Ich muss sagen, ich mochte Galaxy 2 nicht so sehr wie Teil 1. Ich habe Galaxy 2 geliebt. Ich dachte, Teil 2 ist immer beliebter als. Also, ich habe beide nicht gespielt. Ja, so viele Leute sagen das immer. Und ich leider nicht. Immer im Schlagabtausch. Die einen mögen es überhaupt nicht, die anderen verteidigen es absolut. Ich mag halt die organischeren Welten aus Galaxy 1 sehr viel mehr. Ich mag beide Spiele unfassbar gern. So, Galaxy 2 an sich ist auch ganz spaßig, aber ich finde, manche Missionen sind super nervig oder auch einfach langweilig. Und du hast halt so viele, die du auf dem Weg eigentlich machen musst, das halt nicht so viel auslassen. Und das finde ich auch irgendwie ein bisschen seltsam. Also ich habe Galaxy 2 hat man oft dieses Gefühl von, ich würde jetzt gerne mal weiter, aber ich muss jetzt zurück. Ich habe dieses Jahr auch nochmal durchgespielt und ich habe dann mehr von Anfang an geguckt, dass ich alle Sterne mitnehme, die auf dem Weg liegen. Also hatte ich dann ein bisschen Richtung Ende mehr Freiheiten und ich durfte mehr auslassen, aber es war auch nicht so viel, was ich auslassen durfte. Ich hatte trotzdem viel auf dem Weg mitnehmen müssen, damit ich überhaupt zum Ende komme. Muss ich und sagen, das Ende war auch nicht so cool wie, also keine Ahnung, der Galaxy 1 Boss. Ja, okay, das sehe ich. Also dieses ganze Drumherum finde ich in Galaxy 2 irgendwie auch nicht. Es ist so. Die gesamte Atmosphäre so und der gesamte Charme 2D. Ja, da ist nicht diese Cutscene, da ist nur so ein 2D-Retelling. Aber was soll das überhaupt? Ja, das war Schwachsinn. Dann also, denkt euch einfach eine neue Story. Ich denkt euch einfach irgendwas anderes aus. Das ist einfach. Ich hatte so Angst, als ich das angefangen habe, dass es ein 2D-Spiel ist. Ich dachte, oh mein Gott, was haben sie getan? Weil das Gameplay ist am Anfang 2D. Für so 5 Sekunden und dann ist das Spiel normal. Galaxy 2 fühlt sich manchmal so für mich an wie ein Hack zum Galaxy 1. Ist so es? Ein Challenge-Hack. Ist es, ja. Ja, aber es ist ein DLC für ein Galaxy. Es hat irgendwie keine, es hat für mich keine so starke Eigenidentität. Doch, und ich weiß, viele Leute sagen das zum Beispiel dazu 3D World oder so. Aber ich finde, 3D World hat viel mehr eine eigene Identität als Galaxy 2. Weil es ein eigenes Spiel ist und nicht in Galaxy 2 zu Galaxy 1. Ja, aber die Game Design Philosophie dieser drei Spiele sind sehr ähnlich. Also die Level Design Philosophie, die sind die vom Aufbau so, echt ähnlich. Wenn du dir das anguckst, wie die aufbauen und dass du auch ganz oft quasi einfach zum Ziel eines Levels bis zum Ende spielst. In Galaxy 1 auch, in Galaxy 2 besonders oft und in 3D World ist es quasi nur ein Flagpole. Es ist
überraschend ähnlich wie die eigentlich. Es ist ein Flagpole. Ja, es ist ein Flagpole. Der Stern ist nur ein Flagpole. Die spielen sich sehr, sehr ähnlich. Nicht von der Mechanik, aber vom Level-Design. Und dass wir quasi immer ans Ende spielen. Hat sich immer mehr Nein, das kann wahrscheinlich sein, aber ich denke, dass in Sachen Kreativität und alles 3D World nicht mal ansatzweise davon träumen könnte. 3D World hat so kreative Level. Eigentlich. Ich kann mich an so viele einzelne Level auch erinnern. Galaxy 2? Ja, also ja, an Galaxy 2 erinnere ich mich an kaum Level und ich habe es dieses Jahr gespielt. Also 3D Worlds Level sind in der ersten Welt cool, die nächsten 5 sind forgettable und in der Bonuswelt nach den Credits, da wird alles cool. Mhm. Da sind, Bonuswelt. Da sind zwar Remakes von den Leveln in der allerletzten Bonuswelt, aber das sind auch die Highlight-Level aus den Welten. Aber dazwischen sind so viele Level, In 3D World denke ich mir so auf, ach ja, das Level kenne ich auch noch, das Level kenne ich auch noch. In Galaxy 2 bin ich so. Das denke ich mir auch immer, weil ich mir denke, oh, das habe ich doch erinnert. Denke ich mir eher bei Galaxy. Galaxy 2, ich erinnere mich an die Nostalgie-Galaxie, dass ich mit einem Stein rumrolle und an eine riesige Fläche mit 4 Wasser, weil ich sehr, sehr viel Zeit dort verbracht habe. Oh, die Baumrutsche. Level, die ich im Kopf habe. Die Level, wo man diese immer auf die andere Seite flippt mit diesen Netzen, der Bohrer, Oh Gott, der Bohrer. Ja, das ich ist muss sagen, Galaxy 2 für mich persönlich. Der Vogelflug, ich liebe Galaxy 2. Gag, pass auf, lass mich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar damals, als ich Ocarina of Time gespielt habe, okay? Da habe ich dann auch von einem Freund so gehört, oh, und da gibt's irgendwo auch, kannst du in den Untergrund so rein, da sind dann diese Zombies und dem musst du gewisse Dinge in Flaschen geben und sowas. Und ich dachte mir, oh, das ist so cool. Ich habe alle Löcher gebunden, die ich gefunden habe, irgendwie untersucht. Und ich hab überall gesucht, wo es ist, ich habe es nicht gefunden. Natürlich, weil die Shell, die er meinte, war aus Majora's Mask. Und generell, die Sache bei Majora's Mask, hatte ich immer das Gefühl, es ist Ocarina of Time, aber mit so viel mehr Charakter und du hast so viel neue, frische Ideen und die Welt ist so viel lebendiger und alles. Mal sehen, was Breath of the Wild 2 macht. Da ist ja eine ähnliche Und bei Galaxy 2 habe ich das Gefühl, gameplay-technisch ist es ungefähr das gleiche, dass einfach so viel mehr gemacht wurde, so viel mehr reingequetscht, so viel verschiedene Dinge. Du kannst mit Yoshi mit seinem komischen Chili wegrennen oder wie du meintest, dann dieser eine Baumteil vom Herrennen. Du kannst mit diesem Teil fliegen und sowas. Es hat so viel verschiedene Dinge, Galaxy so 2. viele verschiedene Ideen. In Galaxy 1 ist so, deswegen mache ich es auch mehr, weil es ein bisschen geerdeter, könnte man sagen, in der Realität. Und Atmosphäre ist mehr. Ich mag in Galaxy 1 auch überwiegend, aber auch die Power-Ups zum Beispiel mehr. Ich mag das Wolken-Power-Up und ich finde Yoshi ganz nett, aber die anderen Sachen finde ich halt. Ich mag den Stein nicht, ich mag den Bohrer nicht. Ist beide cool. Der Bohrer ist der super Bohrer cool. Ist super, ja. Der Bohrer ist so blöd. Was ist das hier für Bohrer-Shaming? Das ist so ein spaßiges Power-Up. Ich betreibe Bohrer-Shaming. Und kennt ihr die Gegner? Cool für den Rochen. Bohrer klingt cool. Die Ball-Level in Galaxy 2 stinken auch. Die sind viel besser. Oh ja, diese verdammten. Ja, die da oben. Ich kann die tatsächlich ganz gut. Und in Galaxy 2 dachte ich mir teilweise, oh Gott, why? Kennt ihr diesen Gegner in den Bohrer-Leveln, der auch so ein kleiner Bohrer einfach ist, so ein gelber mit so wütenden Augen? Der heißt Digger. Ja, ich habe den Tweet gesehen. Ich lieb's. Ja. Bis dahin wusste ich's auch nicht. Digga. Aber ja, Galaxy 2 ist für mich schlecht. Es ist ein gutes Spiel. Galaxy 2 ist für mich ein absolutes Sommerspiel und Galaxy 1 für den Winter und das ist so eine schöne Synergie in meinem Kopf irgendwie. Ich krieg immer Lust auf das eine Spiel in der einen Jahreszeit und Lust auf das andere in der anderen, weil ich Galaxy 2 im Sommer gespielt habe. Aber warum und die sind Sunshine sogar nicht dein Sommerspiel? Sunshine ist mein Immer-Spiel. Ich liebe Sunshine. Okay. Sunshine ist so Soulfood. Hör dir den an, Johnny. Hast du ihn gehört? Oh, warum ist Sunshine nicht dein Sommerspiel? Weil man es immer spielen kann. Was ist denn das für eine Frage? Sie gibt es aus dem Kontext. Gerade Sunshine spiele ich gern im Winter für den Kontrast auch. Ja, damit man, wenn man so Fernweh hat oder so. Ja, bisschen Urlaub mit Mario machen. Ich habe es, glaube ich, auch im Winter gespielt, oder? Ich glaube schon. Ich habe es im Winter geuploadet, ein Video dazu, glaube ich, am 31. Dezember. Da kam mein Sunshine-Video, also es war auf jeden Fall sehr passend. Ich bin immer noch stolz auf mich, dass bei Super Mario Sunburn, dass ich da ein bisschen schneller war als Johnny. Ja, nicht schlecht. Und ich habe es auch wirklich versucht, also nicht schnell zu sein, aber ich habe nicht irgendwie getrödelt oder so. Ja, ich meine, ich habe auch nicht extra versucht, schnell zu sein, ich wollte es mir auch anschauen und sowas. Ja. Ja, aber ich glaube, du hast gut eine Stunde Schnitt. Naja, er hat es nicht versucht, weil er nicht wusste, dass ich es überhaupt danach auch spielen werde. Er hat einfach nur gespielt.
Aber ich dachte, oh, ich muss jetzt ja bald durch sein, weil Morgi war auch um diese Zeit ungefähr durch. Und dann habe ich gemerkt, oh, mir fehlt noch so viel. Was ist passiert? Ja, der dauert es für sich relativ langsam war. Aber muss halt auch wirklich viele Shines holen. Ich würde es wirklich gerne racen, aber ich glaube, du bist kein Freund davon. So unter Stress. Aber eigentlich müssten wir das mal machen. Ich mag Racen. Wir machen. Ich meine, gut, doch, du hattest einen ganzen Channel darüber. Das habe ich kurz vergessen. Ich hätte Lust, wir können das machen, wenn du willst. Ja, let's go. Ich hätte Lust drauf. Nice, ich bin so down. Die Frage ist, wahrscheinlich ist Sunburn wahrscheinlich. Wir Sunburn ist dafür nicht interessanter. Versuchen. Ja, weil da werden wir auf jeden Fall. Oh nein, dann habe ich wirklich Angst. Das ist gut. Bei Sunshine habe ich vielleicht sogar mehr Übung, das so schnell zu machen. Johnny, pass mal auf. Aber bei Sunburn nicht. Ich glaube, bei One-on-One habe ich ein One-on-One gewonnen, ich glaube nicht. Ja, oh, aber bei Sunburn habe ich ein bisschen. Bei Sunburn ist eine gute Entscheidung, da ist es, glaube ich, spannender zwischen uns als beim ist normalen. Hast du die meisten deiner One-on-Ones gewonnen? Nein. Weil das normale Sunshine, da kann ich. Dann würde ich den Gelato-Skip vielleicht versuchen oder irgendwie so ein paar Tricks machen oder so. Weil ich wollte es ja mal Speedrun, aber ich kann es eigentlich nicht. Und Sunburn, da muss ich dann blaue Münzen und so holen. Da kann ich nicht einfach da durchfegen. Ja, bei Sunburn ist es echt interessanter, weil man da auch das ganze Routing und sowas betreiben kann. Auf jeden Fall, was ich ja, sagen und, wollte, ich glaube, bei One und One habe ich quasi immer verloren. Und dann natürlich, wenn wir von der Herren-Herausforderung reden, ich bin der Einzige, der noch nie gewonnen hat. Noch nie. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das heißt, du solltest dir nicht zu viele Sorgen machen, was den Ausgang nicht Sorgen, des Races aber angeht. Ist schon cool, weil im normalen Sunshine würde ich dann diese Mühle skippen am Anfang und so ein paar Moves, die ich einfach noch so ein bisschen weiß. Und das geht alles nicht, weil ich muss Gelato Beach ja machen. Ich brauche ja die Shines. Wie lange braucht ihr eigentlich so einen Stunden normal Sunshine durchzuspielen? Ah, nur fünf. Die 50 Shines. 5. Okay. 4. Ja, ich brauche nämlich so. Ich glaube, ich habe sogar im Race 7 rum. Im Race gegen Volo hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwas mit 3 Stunden. Da waren wir wirklich schnell. Da kann ich nicht machen, da kann ich mir gar nicht umschauen und die Gegend genießen. Ich bin generell manchmal einfach irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie man so schnell spielt. Ohne halt direkt Speedrun-Tricks, meine ich, zu verwenden. Wenn du ein Spiel oft genug gespielt hast, dann geht das von ganz allein. Zum Beispiel, wenn ich Metroid Prime spiele. Selbst dann bin ich nicht. Ich kann keine Speedrun-Tricks, denn wenn ihr Metroid Prime Speedrun gesehen habt, ihr wisst, warum ich sie nicht kann. Denn das ist wild, was man macht. Aber generell, ich bin schnell. Ich weiß, wo ich hinziehen muss, was ungefähr Movement bisschen, wie man schneller ist damit und sowas. Das geht, das kommt mit der Zeit von allein. Ich meine, in New Super Mario Bros. Ja. Habe ich basically kein Speedrun-Move, sondern ich versuche es einfach skillig zu spielen zum Beispiel. Ja, wobei man bei New Super Mario Bros. Auch nur bedingt viele Movement-Optionen hat. Ja, eben. Ich meine, es kommt immer aufs Spiel an. Das ist bei Sunshine aber so. Da hast du so viele. Also da kannst du so viele Glitches und so machen. Du kannst aber auch einfach richtig gut darin werden, nicht runterzufallen von diesen Kränen. Ja, genau. Oder irgendwie mit einem Drehsprung mal eben mal irgendwo abzukürzen. Wo und generell einfach zu wissen, Umweg wo laufen man, würden. Zu wissen, wo man hin muss und wo man als nächstes hin will. Das ist so wichtig in Sunshine. Ja, ja, definitiv. Das spart auch viel Zeit. Welcher Blooper der schnellste ist. Aber auch bei Spielen, die ich oft gespielt habe, also ich will auch nicht sagen, dass ich die super langsam spiele, aber irgendwo bin ich scheinbar nicht so schnell, dass ich unfassbar viel Zeit spare und das summiert sich dann über die Zeit, da wo ich trödel wahrscheinlich, nämlich trotzdem langsam. Keine Ahnung. Aber ja, lass uns Sunshine racen, geil. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich habe das Gefühl, ich bin in Spielen immer relativ langsam, aber Leute beschweren sich auch immer, dass ich zu viel übersehe, also das ist nicht sie, das ist normal, das sagen sie immer. Nee, was racen wir dann? Diddy Kong Racing. Nein! Nein! Dieses Naran. Zum Kontext, das haben wir schon mal geraced. Nein! Ich finde, wir alle sollten Elden Ring racen. Ich meine, ich war sehr schnell bei der Hauptstadt. Mein Run ist. Nein, warst kurz. Du wirklich nicht. Wir könnten mal eine Herausforderung machen, die ein bisschen länger ist. Na, du denkst nur, dass du nicht schnell warst, Fully. Im Verhältnis dazu, dass ich das Spiel quasi blind spiele und es nicht wirklich kenne, war ich ziemlich schnell in der Hauptstadt. Die meisten Leute haben sehr viel mehr Stunden auf dem Tacho, wenn sie dort ankommen. Guck mal auf den Tacho. Denk bitte den Wortlaut an der Hauptstadt. Ja, nicht drin. Nicht ja, in der Hauptstadt. Der Boss hat Killewürfe für mich. Er also hatte eine Plus-1-Waffe.
Ich müsste perfekt spielen, ihn 200 Mal schlagen und keinen einzigen Treffer abbekommen und dann komme ich durch. Der Treesand-Channel ist aber super shit. Ich glaube, Moggy erwähnt auch jedes Mal deinen Namen, wenn wir an die Hauptstadt gehen im Spiel. Ja. Hier ist der Boss, den Pulli nicht kann. Zack, na, es ging nicht darum, ihn nicht zu kennen. Es ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Ich müsste perfekt spielen. Nicht einmal treffen lassen und ihn mindestens 200 Mal schlagen oder so. Ich hatte inzwischen auch schon ein paar. Und rüstet sich besser aus. Ich hatte inzwischen auch ein paar Runs, wo es mir so ging bei dem Kampf. Und ja, es ist fürchterlich. Ist kein spaßiger Kampf. Killable ist auch ein Nachbarort von Skellige. Killable. Ist noch Zeit für das Quiz? Selbstverständlich ist noch Zeit für das Quiz. Ja, dann gut, dass du fragst. Ich habe mich nicht getraut zu fragen. Ist ein anderes Quiz als wir. Wir hatten an sich zwei beziehungsweise eine, für das muss nichts vorbereitet werden, das werden wir jetzt mal machen, sonst muss ich mich beim anderen noch für die Fragen ein bisschen nachhaken. Die Fragen so. Nachhaken. Und zwar haben wir das gute alte, ich weiß nicht, wie laut es wird, das heißt, das wird ziemlich spaßig, aber ein gutes altes Pokémon-Rufe-Quiz, dafür, ich wollte zuerst, dass wir dafür ins vorbereitet haben, es ist überhaupt nicht nötig. Ich würde sagen, wir machen einfach erste Generation. Das hat das. Warte mal, in der ersten Generation gab es doch nicht ein Problem, weil manche Pokémon die gleichen Rufe sich teilen. Ja. Ich glaube, das sind die aus der dritten, aus den Remakes. Ah, okay. Sind zumindest die Sprites aus dem Remake. Ich würde nur zur Peise erkennen, das ist dann nicht dabei. Seid ihr bereit? Ich hoffe, es wird nicht zu laut. Es ist zu laut. Electrode. Electrode, ja. Okay, zum Glück haben wir was zur Auswahl. Oh, es ist viel zu laut. Moment. Ich glaube, meine Ohren bluten. Eine Webseite? Das ist eine Webseite, ja. Genau. Warte, was habt ihr gesagt? Electrode. Hätte ich auch gesagt. Weil ich sag Firo. Warum? Echt? Nee, Firo ist, glaube ich, mehr so ein. Also so. Ich finde, das klingt sehr elektronisch. Aber vielleicht doch wie so ein Elektrostromstrom. Auf jeden Fall nicht. Ja, aber dann könnte es auch Raichu sein. Ja, nicht Charmeleon und nicht Raichu. Boah, aber dieses. Ich sag es Raichu. Aber es am Ende, so das am Ende klingt halt wie so ein altes Modem, ne? Ja, Raichu. Die werden alle relativ. Ich sag es Raichu, so okay, wir müssen abstimmen. Ich sag Raichu. Aber das klingt wie ein Gen 1 Sound tatsächlich auch. Leg das Telefon auf! Raichu dreht durch. Johnny? Okay, ich sag Raichu. Das geht doch nicht, wenn ich 2-2 sagen. Ich hab Raichu als erster gesagt eigentlich. Wollen wir eine Münze werfen, was gewählt wird? Shit, wir werden später sehen, was ich da nicht auf. Nein. Was war's? Ich hab's nicht gesehen, aber ich hab Elektroball gewählt. Ich dachte mir, der Kunde ist König und in dem Fall der Gast. Sehen wir dann am Ende nur die Punkte? Ja. Okay, dann let's go. Execute, ja. Ja, es ist sehr, es ist sehr eindeutig. Ich höre das sowas von, was ist das überhaupt, Schwalbos? Schwalbos, ja, Idiot. Taubos. Ja. Taubos ist es, ja. Das klingt so, das klingt nach Feuer am Ende. Aber Krabi hätte ich sogar gesagt. Nein, Krabi ist Map. Okay. Arbok. Ich sag Arbok. Kannst du mal anmachen, das. Das rückwärts gelesen Natter heißt. Warum klingt dieses Ende von diesem Sound einfach wie so ein Feuerspein, aber es ist kein Feuer-Pokémon hier? Weil diese Sounds manchmal nicht so passend sind, wie man denkt. Aber ich denke, das mit dem Spein ist ziemlich richtig, denn wir haben damit ein Giftspein quasi. Ja. Ja. Ich bin dabei. Das ist eindeutig. Das ist überhaupt ein Wesen, was den Mund gerade so aufsperrt. Ja. Na, das andere ist ein Schnabel, ne, der aufgesperrt ist. Gut, ja. Das müsste Lavados sein. Das klingt nämlich so mächtig und so böse. Auch und auch das ist auch ein sehr schrilles Geräusch, was auch eher für einen Vogel spricht. Ja, das stimmt. Da ist doch so ein Düdlüdlüdlüd. Das könnte auch so ein bisschen Feuer am Ende. Was Mayfair vorhin meinte. Beziehungsweise zwischendrin, hört ihr es? Das Feuer höre ich nicht, aber okay. Wir sind uns so einig und es wird Onyx sein. Nein, Onyx ist. Achso. Ich hab keine Lust, hier zu kämpfen. Oh, das ist ein Vogel. Das kenne ich doch. Das kenne ich aber. Das ist Pidgeotto. Das kenne ich auch. Das ist ein Vogel und der Vogel ist nicht Zapdos. Nee. Okay, ja. Ja, wahrscheinlich, ja. Wie heißt das Vieh? Wie oft kommen hier über die Tauboga? Tauboga.
Wie oft kann man was? Dürft ihr dieselben gucken? Keine Ahnung. Ja, ne, Krabi, die waren alle schon so aus, außer Rettern. ich meine Ratata. Das ist Radfratz. Heißt es noch? Wie heißt Radfratz? Das ist Rettata. Mach mal bitte, mach mal bitte. Radfratz, oder? Ich mag's, dass man bei dem Sound, man hört den, man weiß, welches Pokémon es ist. Ja, weil man das halt auch als erstes mit sieht, so. Ne, man hört einfach, es ist einfach so, man denkt, es ist einfach eine kleine Ratte, die dieses Geräusch macht. Du miese kleine Ratte. Ja. Ja. Piepst mich nicht so voll. Oh, hier haben wir Mächtige dabei. Das ist Rapidash. Oder? Es kann so Viren sein. Oh, stimmt. Nee, das ist Nidoqueen. Also ich persönlich denke erstmal, dass es sehr feminin klingt. Ja. Aber ich höre kein Feuer. Ich weiß nicht, was ich mit Feuer meine, aber... Okay. Das ist ja ein Pferd. Ich bin auf jeden Fall... Also wir sind uns eigentlich Nidoqueen oder... Nein, es ist Nidoqueen, ich bin mir da extrem sicher. Extrem sicher? Oh, okay. Ich hätte auch Kingler Geld. Ich habe kein Gefühl dafür. Wenn wir später Generation, habe ich dann auch keine Ahnung mehr. Ich glaube, wir sollten direkt zu späteren übergehen. Ja. Yeah. Okay. Wisst ihr was? Ich werde einfach nicht mehr mitmachen. Das ist aber... auf. Hä, warum? Das ist Chansey. Weil ich die alle sagen, weiß. Ja, ich würd auch Chansey sagen. Chanera. Chanera sagt ihr? Wegen diesen... Ja, ich glaube. Bei Ibitak. War das nicht? Oh. Ja. Echt? Ich bin mir ziemlich sicher. Hey, dann mach doch mit, wenn du so gut bist. Nein, das ist blöd, wenn du nicht mitmachst. Mach's doch selbst, wenn du so gut bist. Nochmal. Ich glaube, das ist was Aggressives mit dem Horn auf der Stirn. Ich hätte Mew gesagt. Oder doch? Nidorino? Okay. Aber Mew ist vielleicht auch so zurückhaltend. Ich habe mal eine Frage. Mew ist glaube ich. Mew ist doch eigentlich ein unoffizielles Pokémon, oder? Nein. Was? Es wurde nur zu spät gemacht, um noch ins Spiel richtig eingebaut zu werden. Ach stimmt, man konnte es über eine Karte irgendwie bekommen. Aber es ist volle Möhre offiziell. Nein, du konntest es nur über irgendwelche Events bekommen, die es in Japan gab. Und dann wird volle Möhre angewöhnt, über Events. Okay, es ist, okay, pass auf, es ist offiziell, aber man kann es bis heute nicht fangen. Doch, kannst du. Wo? Heutzutage bestimmt, ich habe keine Ahnung. Es ist ein... Das ist das Konzept von Mythical Pokémon, Johnny. Mythical Pokémon kriegst du nicht regulär in dem normalen Spiel Abenteuer, Johnny, sondern die kriegst du immer über irgendwelche Events. Und davon gibt es mehrere. Celebi zum Beispiel zählt genauso dazu. Und es gibt sehr viel mehr. Das sind immer Mythical. Ja, oder Mysterio. Also die letzten Pokémon, die ich gespielt habe, ich mir immer geschenkt. Ja, die kannst du. Die hat manchmal Events, wo du sie fangen konntest, oder du kriegst sie geschenkt. So nach dem Motto, hey, du hast dieses Spiel. Ach so, okay, Pokémon Let's Go gespielt, kriegst du jetzt Events zählen als fangen. Ja, okay, ich kenne mich echt nicht aus, weil es gibt wahrscheinlich viele von den 150, die man nicht fangen kann. Nein, es gibt nur eins. Okay. Nur Mew, an das du nicht richtig kommen kannst. Da ja auch die ganzen Gerüchte mit oben Mews unterm Truck und sowas, weil du es nicht bekommen kannst. Ja, das weiß ich noch. In den ersten Spielen. Ich war nur letztens verwirrt, dass man ein offizielles Pokémon nur durch einen Glitch bekommen kann, aber das mit den Events habe ich vergessen. Ja. Das ist übel cool. Nein. Nein. Ich finde die Erfahrung muss unfassbar cool gewesen sein, wenn man teilnehmen konnte. Ja, ja, das auf jeden Fall, aber... Aber ja, es ist ein bisschen blöd. Für ein paar sehr cool und für alle anderen scheiße. Ja. Ich kann dir sagen, als jemand, der nicht gerade in der Großstadt wohnt, es ist nie vorgekommen, dass ein Event zur Debatte stehen würde. Ja, ja, okay. Okay. Was sagt ihr? Nidorino. Ich sag Diktri. Obwohl, ich glaube, die klingen so, als würden sie graben. So. Aber das ist Dugtrio. So. Wieso? Ich habe doch Diktri gesagt. Ach ja. Nicht Dikta. Also, was sagt ihr? Okay, gehen wir alle durch. Ich bin bei den beiden rechts. Also, Nidorino oder... Mhm. Okay, jetzt sag die Lösung. Wenn du es weißt. Fully? Mew. Mew? Johnny? Diktri. Es ist Nidorino. Okay. Smart. Am Ende ist Nidorino! Nidorino! Ja, aber ehrlich, versteht ihr? Es Nidorino. Klar. Ja, klar. Stimmt. Hab ich auch gehört. Oh. Ich weiß es. Das Ende schreit nach Nidoking. Ja, das klingt nach Nidoking. Aber es könnte auch Parasect sein. Ich sag ja, Parasect. Es ist Carpador. Nein, Carpador, oder? Carpador. Ach ja, stimmt. Echt? Oh Gott.
Ich bin erstaunt. Ich hab Carpador Jump gespielt. Das ist das Gefühl, ich bin sehr viel besser darin, als der Durchschnitt. Ja. Also zuerst dachte ich, das ist Carpador, dann habe ich es nochmal gehört und dachte, nee, die haben recht, das klingt viel zu mächtig. Aber das eigentlich... Ich höre da drei Silben raus. Carpador. Carpador. Aber kommt in Carpador Jump dieser Sound vor? Keine Ahnung. Weil dann war das das Erste, woran ich gedacht habe. Das Erste war Raichu. War richtig. Ah ja, das klingt wie eine Explosion. Oh, man darf sie alle anhören. Ah, pass auf, Ibitak. Ja. Oh, es ist ein bisschen ähnlich. Voll magisch irgendwie, Ibitak, ne? Mach mal. Der Execute war richtig, aber war richtig. Nerv ich nicht. Dann Owei ganz richtig. Offensichtlich. Yeah. Weil ihr wart ja auch unsicher, ob oh, Krabi, das ist ein Krab. Yeah. Stimmt. Das ist super. Bei Arbok war ich mir aber da auch sicher. Und dann der macht richtig so. Das okay. Ist das andere, war Blitzer. Oh, es war doch ja auch da Pidgeotto, ja. Genau, Lava, das war auch richtig. Ich weiß nicht, wie viel wir... Oh, Onyx. Aber wir hatten Lavados. Ich will Gengar hören. Mhm. Ich will Gengar hören. Oh, Gengar. Das ist mir so ein böses ich Lachen. Hätte ich nicht erwartet. Wir hatten sehr viel Tauburger zur Auswahl. Ja. Ihr sagt, wenn ihr wo reinhören wollt. Oh, ja, es war Ibitak, es war Nidorino. Da habe ich gesagt, nicht Chanera. Da hast du gesagt, es war. Ja. Yo. Chanera klingt ein bisschen freundlicher. Nidorino nee, war. Mew klingt übrigens chill. Sehr anders. Und Nidorino klingt stimmt. So. Stimmt. Ich würde definitiv sagen, dass. Habitak freundlicher klang. Ditos hat einen lustigen Klang. Klingt freundlich. Aber wisst ihr, was den mächtigsten Ruf von allen hat? Fucking Nidoking. Ihr habt Carpador gehört und dachte euch, das klingt ziemlich stark. Jetzt hört euch Nidoking an. Oh, das ist der King. Oh. Der King! Aber also, er kriecht ganz schön, ne? Bei Carpador. Wie ist Parasek? Bei Carpador kann ich mich nur an den Anfang erinnern. Oh, wie geil! Oh, das stimmt. Ist richtig cooles voll gut. Sind mach generell mal Carpador. Super coole Rufe. Ich erinnere mich an dieses Dildo. Da habe ich direkt an Carpador gedacht, aber durch dieses Krrrk am Ende habe ich gedacht, das ist doch nicht. Ich würde sagen, Zeit für eine andere Generation. Welche wollen wir? Wollen wir eine machen, zwei. Die. Zwei. Zwei? Nein. Vier. Oh, vier weiß ich nicht. Ja. Oh, vier klingt relativ balanced. Also die erste kann ich auch nicht so gut. Bei vier könnte dein Lieblingsruf dabei sein, Johnny. Ja! Stimmt. Ich will das. Ich will's hören. Oh Gott. Was? Das ist Nova. Ja, ich denke auch, es ist Nova. Nee. Es klingt, es hat ist am es? Abgang hattest du ein gewisses sowas ja. Eisiges. Ich meine, es hatte was eigentlich. Ja, es könnte als sein. Eisiges oder wie so eine Klinge? Galad könnte es auch ja, sein. Ja, Galad hat eine Klinge angelegt, aber das. Nee. Ja. Das ich ist weiß ein nicht, viel wie zu schwächlicher klingt. Ich würde Gala Gladi und Mammutel ausschließen. Ja, die sind's nicht. Glaube ich. Also Mammutel ja, das ist nicht. Ja. Weiß nicht, ob Venus Fliegenfalle okay. Oder Schneebedeck. Schneebedeck. Oh, dieses Ende ist so cool irgendwie, ne? Weißt du was? Nein, ich glaube, so, man so eine Katana aus dem, so sieht so. Ich finde, das ist ein Tropfen. Ich glaube, ich bin für die Venus Fliegenfalle, nicht für Schneebedeck. Ich bin für Schneebedeck. Ich bin für Galad. Also Schneebedeck. Als nächstes haben wir... Gastrodon. Also wenn das nicht Gastrodon ist... Was soll das denn? Das klingt so, als ob gar kein Sound wäre von Pokémon, sondern aus dem Oki das voraufgenommen hätte. Das muss Gastrodon sein. Das kann nur ja, das Schnecken-Pokémon sein. Da bin ich mir ganz sicher. Also, ob das ein Sound ist... Ja, die werden ja hochwertiger. Das ist Drifloon. Das habe ich nicht gehört. Oder? Das ist Drifloon.
Oder? Oh mein Gott, mir fällt gerade auf, ich könnte die fünfte Gen besser kennen als alle anderen, weil ich diesen 3D-Pokédex hatte. Da waren die doch alle drin, oder? Ja. Ja, aber generell alle waren da drin, nicht nur fünfter. Ach so. Du brauchst dich von mir nicht verunsichern lassen, ich habe eh keine Ahnung. Ich glaube, es ist die Namen da vorgelesen. Hast du hier von Plan, Mogi? Driftlon oder Baneri, das kleine Baneri? Baneri klingt ähnlich, aber es ist Driftlon, glaube ich. Irgendwie ich bin auch für Driftlon. Ich glaube nicht, dass es was Geisthaftes, Luftiges an sich hat. Versteht ihr? Ich hätte bei Driftlon halt irgendwie gedacht, dass es mehr so ein ist, also auch am Ende, aber... Yeah. Bei mir wird übrigens kurz gehämmert. Das ist okay. Alter, Johnny ist so wütend, der hämmert auf dem Tisch. Der geht mit Driftlon. Nee, machen wir Driftlon. Kriegen wir hin. Das ist ja Luxray. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe sehr stark, dass Tangolos ist. Tangolos klingt nicht ganz so hoch. Das hat mir, glaube ich, den tieferen Ruf. Ja, ich höre doch Elektrizität. Oder Porygon, oder? Eben, Porygon dachte ich gerade wegen Elektrizität, aber. Porygon ist nicht mal ein Elektro-Pokémon. Ich habe das Gefühl, wir haben es hier mit einem Berglöwen zu tun. Oder ich höre auch ganz deutlich, ich höre ganz deutlich den Strom fließen und das Spiel für Luxra. Ja. Okay. Wer ist es? Das kleine Shizon, das kleine Vatripi, das kleine Shinux oder Chelterra? Die kleinen niedlichen oder die wandelnden? Das ist doch aus Elden Ring. Das ist Torterra, glaube ich. Warum höre ich Bossmusik? Ich sage, es ist Plaudergei, das ist ein Vogel. Ich hab Nein, das ist nicht Plaudergei. Aber Plaudergei macht nur einen Ton? Das ist doch gerade der Gedanke. Plaudergei klingt so. Da müsst du doch voll viel mehr quatschen, oder? Ja. Entweder ist es Gibbel oder Karnewein. Ich glaube nämlich, Mesprit ist es auch nicht. Ich hätte Mesprit gedacht. Ich denke, Vesprit sollte auf jeden Fall auch einen längeren Ruf haben. Ja, Vesprit hat einen längeren Ruf. Ihr wisst gar nicht, wie die alle heißen, kann das sein? Doch, ich weiß, wie die heißen. Ich auf keinen Fall. Auf Deutsch, meine ich. Also ich. Wobei ich. Ja. Ich hab's erst letztens gespielt. Ich müsste eigentlich wissen, aber. Okay. Ich sag, es ist. Kaumalat. Oh Gott, ist es Kaumalat? Ich sag, es ist Kaumalat. Scheint mir für die Venusfliegenfalle. Dafür scheint es mir zu fröhlich zu sein. Also ich sage, es ist Mespri. Ich bleib auch bei Mesprit. Oh, was sagst du, Fully? Ich bin bei Gibbel. Er macht Gibbel. Ja. Ich auch. Mach ruhig. Was machen wir? Mach ruhig. Mach ruhig. Ach, man sieht ja die. Jetzt sehe ich das erst, dass das die Typen sind, die man da sieht. Ja. Das ist cool. Das ist. Fiona. Fiona. Ist das Fiona? Nicht stimmt, das sind beide. Ja. Stimmt. Ja. Fiona und Mama. Ich würde sagen, dieses anderes. Echo klingt nach dem Trio. Meine Mama! Oh, ja. Fione oder das Gelbe von dem Trio. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich sage Yuxi. Ich habe das Gefühl, ich bin auch für Yuxi. Ich sag auch, dass es das ist, weil sonst wäre es gar nicht zur Auswahl. Fione ist natürlich gemein, dass es dabei ist. Ja. Das ist doch ein DJ-Pult. Das ist Staravivi. Staralili. Staralili, glaube ich. Nicht Ambipom? Ich sag Staralili. Ich habe so einen Staralili gehabt und ich kenne den Ruf nicht. Also den Affen würde ich auch sehen, dass er so. Ich würde Klingt für mich auch noch den Affen, ja. Dann nehmen wir den Affen. Okay, Nummer 9. Das ist Togekiss. Das klingt sehr Sci-Fi. Ich glaube, das ist Magnezone. Ja. Ja, das klingt nicht wie ein Lebewesen. Nee. Das ist Zoidberg. Das ist Palkia. Boah. Kann ich das bitte nochmal hören? Ja. Können Sie das vielleicht nochmal sagen? Wir haben trifft Zeppeli, Togekiss, Mamutal und Palkia. Das ist eindeutig Palkia. Kann das Palkia sein? Nee, es ist Togekiss. Togekiss? Nein, es ist Palkia. Also ich vermute, würde ich auch muss sagen, sehen, aber ich denke, vorhin Palkia. Habt ihr diesen Triftlon, ne? Der hatte auch so am Ende so ein Nee, aber das ist Palkia. Das war.
Das wäre krass, hier, wenn das so klingt. Okay, ich vertraue Fully. Fully ist sich das sehr sicher. Okay, zuerst, es war Galaga. Okay, doch. Was machst du doch da mit dem Messer? Wie klingt Schneebedeck? Ja. Ah, ich wusste, es war auch weird. Ja, ich war... Ja, irgendwie ist das auch... Irgendwie war es voll eindeutig, weil das, der Sound ist viel was viel Besondereres als für mich anderen. Klang er nicht besonders genug für Galagladi. Okay. Wie klingt eigentlich die Venusfliegenfalle? Ich habe ja auch gedacht, das wäre... Oh. Oh. Oh, wir können schon mal wissen, dass das nie eine richtige Antwort war. Die hatten wir von gar nicht. Ja, Drift nur war richtig. Mach mal Beniri an. Frage 3 hatten wir Driftlon richtig. Ja. Ja. Und das kleine Hasen-Pokémon. Oh, das ist komplett anders. Okay. Ja. Nee, ich finde es sehr ähnlich vom es ist ähnlich, aber anders. Wenn man sie gehört, natürlich ist es anders. Nummer 4, wie war was für Pokémon? Oh, am Ende wird nochmal gegen so ein Metallding gedonnert. Ich dachte, am Ende ist so ein Telefonhörer auflegen oder so. Das ist ja cool. Ja, Gibbel war richtig. Shelterra, Kaumalat hat mir richtig... Ja, Juxi war auch richtig. Oh, ich wusste Fiona mal hören. Oh, es ist der Affe. Das war Juxi und dann Fiona. Oh, das ist schon ähnlich, oder? Mama. Ja, Fiona ist wie so ein Wassertropfen und Juxi halt wie so Glamour oder so. Glitzer. Nummer 8. Ambidiffel, wie klingt Staravivi? Staralili. Staralili. Ja, ich wusste es anders. Ja. Aber ich sehe da mehr Ähnlichkeiten als zu den anderen. Ja, Palkia. Ja. Oh, wir waren rübel gut. Wir haben nur eins falsch oder so. Ich kenne meine Gen 4. 9 von 10 richtig. Wollen wir noch eine machen? Ja, einer geht. Wollen wir auf 8 gehen? Okay. Ja, bei 8 müssen wir alle raten, das gefällt mir. Ja. Das ist Alter. Schön. Das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Sagt, das ist Goldhund. Ein häschelnder Hund ist das. Ja, das ist Goldhund. Hä, die Sounds sind ja viel dümmer geworden, die klingen dann ja einfach nur noch wie ein echtes oder so, Geräusch, oder so eine Säge, die ein Holz durchsägt. Was runtergerechnet wird. Mach nochmal. Es könnte auch das Kiss-Pokémon sein, aber ich sage, es ist Goldhund. Ich bin auch Ja, ich sag auch, es ist Bolthund. Kennt ihr den Wunderhund Bolt? Nein. Ich kenne den Zauberhund Jack. Den kenne ich auch. Den habe ich auf Discord. Ich hasse diesen Ruf. Oh, deswegen sage ich, es ist dieses Frequency-Pokémon. Es ist was Kaltes. Nicht das Eichhörnchen? Klirrendes Kaltes. Das ist ein Eichhörnchen. Weil Schlaraffe klingt so? Nee, ich meine, es ist Arctosol, das ist der Ruf. Ja, würde ich auch sagen. Maeve wollte fragen, ob das ein Eichhörnchen da ist. Ich sag, es ist das Freak. Ein kleineres Eichhörnchen vielleicht, ja. Nein, das Eichhörnchen klingt eher so. Das macht ja, so kleine. Ja, wow. Glaub, da höre ich was Scharfartiges. Das ist scharf. Stimmt. Das ist Dabul. Das ist einfach nur. Nummer 4. Ich sag, es ist ein kleiner Chimpap. Ja? Ich hör da was Abartiges. Ich hätte die Cobra gesagt. Nein, die Cobra hätte doch eher ein. Ich hätte auch die Kobra als erstes gesagt, aber jetzt, wo Morgi meint, so ein kleiner Affe, das hat irgendwie doch gepasst. Also ich bin beim Affen. Sein, ja. Definitiv. Okay. Aber ich habe keine Ahnung. Nee. Ich laber hier auch nur Scheiße. Das ist Rune Regis. Ja, es klingt ziemlich böse. Ich hatte der Vogel gedacht links. So böse ist er nicht. Also für mich ist dieser Obst-Agun. Obst-Agun ist für mich jetzt schon so oft dabei gewesen, dass das diesmal ist. Nee, ich sag Rune Regis. Wisst ihr was? Ich bin auch für Obstagoon. Ging nach einem Geist. Obstagoon ist so richtig so. Ich fühle das. Wenn ich es gerade höre und mir anschaue. Ja. Ist auch ein Unlichttyp. Für was bist du, Maeve? Ich bin für den Corby. Den Vogel. Corby also entscheide dich in der Überzahl. Ja. Das wird so falsch sein. Yo. Das ist. Entweder Arctofish oder Barrasque. Guter, aber ich glaube, es ist Arctofish. Wasser. Nee, shit, Arctofish kannst du ja auch. Oh nein. Ja. Ich sage es Arctofish, weil ich nicht weiß, was ich höre. Ja, und ich weiß nicht, was Arctofish darstellt. Mach noch mal an. Fisch. Fisch. Das könnte auch ein Barrasguda sein. Klingt nach schwerfälligem Seegang, also muss es arktisch sein, oder? Also, wenn ich mir einen Tee eingieße, klingt es zumindest selten so. Ja, Poltergeist müsste anders klingen.
Okay, ich bin für Arctofish. Ich bin auch für Arctofish. Oh, Arctofish. 7. Ja. Das verdammte Morgrim. Ich glaube, das ist Indeedee. Ich denke, ich sehe auch Indeedee. Das ist so ein Pokémon, das eher eine gewisse Ruhe mehr ausstrahlt. Kann aber auch sehr gut dieser Fuchs sein, finde ich. Der irgendwie so durch Schnee läuft und dann noch so eine Erscheinung ist. Ich glaube, Fuchs kreischt mehr, oder? Wisst ihr, wie Füchse im echten Leben klingen? Ja, das hatten wir, glaube ich, so im Podcast. Ja, stimmt, und da kam dann derselbe Joke. Also ich bin für Indeedee auch, ja. Ich auch. Okay. Fully auch? Ja. Indeed. Das war Johnny mit seiner... Ich glaube, das ist... Ich sag, es ist Raboot. Das klingt eher ein bisschen fröhlicher, aktiver, wie ein fußballspielender Hase am Anfang. Ich hätte Eldegoss gesagt. Raboot, das macht das Zahnfleisch weg. Joho. Eldegoss wäre auch mein zweiter Tipp, einer von den beiden. Darf ich es einmal kurz versuchen, das nachzumachen? Okay, mach. Mach mal vor. Ja, das trifft ziemlich gut. Ich bin nah dran. Ich bin für Raboot, weil es, glaube ich, ist so ein Hase. Ja, ich habe so Hasen-Vibes. Ich sag Eldegoss, aber ich habe keine Ahnung, warum. Also das ist eine Pusteblume, oder? Was sagen wir jetzt? Klingt das nach der Pusteblume? Jetzt, darüber habe ich nicht nachgedacht. Boah. Das letzte klingt wie so wegpusten, so. Oh, machen wir Eldegoss. Okay. Nummer 9. Der ist schon wieder da zur Auswahl. Der war bestimmt falsch. Das ist Kloptopus. Das muss auch Kloptopus sein. Klopp dich. Der kloppt deine Puss. Dreepy, das ist klingt Dreepy. Ja. Hä, das könnte doch voll so ein Corviknight sein, oder nicht so. Nee, ich glaube nicht, so das ist Corviknight. Aber ich glaube, es ist Dreepy auch. Es klingt sehr creepy. Ja, das stimmt. Ja, okay. Aber 7 von 10 richtig. Wow, das sieht gut aus bisher. Oh, vielleicht dann war der leider falsch. So, oh mein Gott, wir waren am Anfang gut und dann es war Unreiges. Ich wusste es. Und das waren wir auch. Das war der Unreiges, okay. Was? Also Obstagoon? Das war der fucking Tee. Der klingt einfach wie so ein Unreiges. Ach komm schon. Klingt so ähnlich. Ich war nicht da drin. Klingt so ein mächtiger Fisch. Zuckling-Potty, das der Fisch? Oh. Okay. Und der andere Fisch? Also, okay, das klingt viel mehr nach Wasser. Ach so, ja, wegen Wasser. Die klingen alle sehr nichtssagend. Ich finde, die klingen nach Luft eher als nach Wasser. Ja. Halt. Das war Eldegoss. War richtig. Und es war Toxel. Toxel. Wie klingt Klobopus? Oh. Wow, wir waren uns so sicher, dass es das sein muss, weil so wässrig klang. Wie klingt, warte, da hatten wir Eldegoss. Genau. Wie klingt Raboot? Let's go. Okay. Ach, wegen Feuer, ne? Da war auch so ein... Ja, das stimmt, so ein Feuer war... Dreepy und der Corviknight. Klingt mehr. Ist aber ähnlich, finde ich. Aber da hat man richtig diesen Flügelschlag gehört, finde ich. Hast du richtig hingehört? Okay, ich höre noch. Okay. Ich habe dazwischen geredet. Mehr oder weniger, ich weiß nicht. Ich glaube, ich höre ihn nicht. Okay. Ich sehe, was der Maeve meint. Und jetzt machen wir das Quiz, wo einer von uns das mit dem Mund nachmachen muss. Und dann müssen die anderen das erraten. Das war eine Sache, die ich machen wollte, als ich mal das Quiz im Stream gemacht habe. Dachte ich mir, Mann, wäre es nicht lustig, wenn ich Stream machen würde, wo ich versuche, das Geräusch von jedem Pokémon nachzumachen. Johnny muss 10 Pokémon mit der Lotusflöte nachmachen und Morgi muss dann kennen. Ich muss immer noch eine A Cappella-Version von Wariolade 1 vertonen. Das habe ich irgendwann mal erzählt, als wir das. Aber das waren ja. Haben. Was ich hier gemerkt habe, es waren ja nur Gen 8 Pokémon hier drin. Ja, deswegen haben wir auch Gen 8 geklickt. Dann 8 angeklickt. Macht dann. Vielleicht kann man auch alle Generationen machen, aber ich hab keine Ahnung. Wäre cool. Wir haben 1, 2, 1, aber die klingen 1, schon 4 alle und, sehr. 1, 4 und 8 haben wir gemacht, ne? Man würde sie allein deswegen so gut erkennen, weil man dann weiß, und oh, das muss auch aus der und der Gen sein.
Na. Man würde bei keinem dieser Sounds denken, dass es eins der ersten ist. Von Obwohl eben. Bei Gen 4, 5 und auch 6 und 7 und auch 8, keine Ahnung, ob ich da so voll erkennen würde, aus welcher Generation das kommt. 4, 5 und 6, 7 und nee, auch nee, 8. Nee, 4 und 5, 6, 7 und 8. Okay. Oder 1 und 2, da würde ich auch nicht erkennen, was aus welcher Gen ja, käme. Doch, das sehe ich, aber... Die aber 3. Weil es halt technisch immer noch sehr ähnlich ist. Dann ja. 3 klingt anders. Ja, 3 habe ich auch nicht mit aufgezählt. Aber gut, ich würde sagen, wir sind soweit fertig für heute. Das ist eigentlich in erster Linie, weil ich echt hungrig bin und mir eigentlich ganz gern was zum Essen bestellen will. Klingt gut, gönn dir was. Ich habe noch einen Auftrag in eigener Sache. Schreibt mir einfach mal rein. Also ich will so eine Art Umfrageergebnis haben. sagt man bei euch in der Nähe, sagt ihr Pike oder Picke, wenn man beim Fußball den Ball mit der Spitze des Fußes kickt? Dankeschön. Bei Fully in der Nähe sagt man nämlich Picke und ich bin mir so sicher, dass es Pike heißt. Ich bin mir so sicher, dass Leute Picke gesagt haben. Nein. Ihr müsst es reinschreiben, bevor ihr googelt, ja? Alle sagen Pike. Pike ist eins, Ich für meinen Teil wusste nicht mal, wovon sie überhaupt reden, also keine Sorge. Wait, hast du nicht mal einen Joke gemacht, dass du immer den Ball mit Pike geschossen hast, bis du gelernt hast, dass es auch anders geht? Oh, jetzt klang es richtig. Ja, aber ich habe die Spitze gesagt oder so. Ah, okay. Ich wusste den Begriff nicht. Weil, ob du es glaubst oder nicht, das haben wir nie gelernt. Er schießt mit Pike. Morgi vielleicht hätte ich es gewusst, wenn sie uns mal erklärt hätten, wie man Fußball Morgi spielt. Morgi schießt immer mit Spitze. Also bei Fully in der Nähe sagen ja alle Picke. Ich habe nie Pike gehört. Es wird immer Picke gesagt. Ist auch, das glaube ich dir sogar. Deswegen will ich wissen, was verbreitet ist. Ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.